Hallo und herzlich willkommen bei Outwell. Wir freuen uns heute von unser Studio in Give, unser Live-Version hier von unserer Web-Exhibition hier zu übertragen. Und euch unsere 2021 Zelte vorzustellen. Wie wir alle wissen, können wir aufgrund Corona unsere Zelte auf die Messen leider nicht zeigen. Und deswegen habe ich hier, nicht deswegen, aber dann habe ich hier bei mir sitzen der Robert und der Karl. Ja. Und ihr wollt dann hier bei uns in Give jetzt die Kollektion 2021 hier vorstellen. Und ich weiß, da gibt es dann mehrere Produkte und Programme und was wir eigentlich statt Corona jetzt machen. Und ich weiß, Robert, du und dein Kollege Stefan, ihr macht etwas auch Neues. Und das ist, ich finde das jedenfalls ganz interessant mitzuhören, aber vielleicht kannst du das ein bisschen erzählen, was das eigentlich ist, was ihr macht. Ja, gerne. Hallo, natürlich auch erstmal von meiner Seite. Ich bin der Robert, bin 32 Jahre alt, habe zwei Kinder, die natürlich jetzt mittlerweile auch im Zelt dabei sind. Und ja, wie du es gerade schon richtig gesagt hast, versuchen wir natürlich gerade in der speziellen Zeit. Wir hatten super viel geplant, zusammen mit unserem Team, muss man ja sagen, die diversen Messen, die es eigentlich immer im Frühjahr gibt. Die Händler hatten viel, viel vor. Wir wollten ganz, ganz viel machen und leider hat das ja jetzt alles nicht stattgefunden. Und somit kam dann die tolle Idee hier zu sagen, okay, wir machen diese Online-Hausmesse, wo wir natürlich heute hoffentlich versuchen, die Produkte schön zu zeigen, einfach unsere Erfahrungswerte wiederzugeben. Und in diesem Zuge kam auch dann irgendwann mal das Thema von dem Podcast auf, dass wir ja lange im Auto sitzen und nicht immer nur Musik hören, sondern viele Hörbücher, heute dann Podcasts. Und somit kam das Thema irgendwie auf. Und ja, für uns ist einfach gerade heute und das auch mit dem Podcast sehr, sehr wichtig, dass wir in Kontakt bleiben. Ne? Normalerweise auf den Messen haben wir die Endkunden da und können dann auch immer mal sprechen. Das fällt ja leider alles weg und wir versuchen einfach mit dem Podcast da weiter in Kontakt zu bleiben, mit dem Endkunden, auch mit den Händlern, die immer mal reinhören und einfach so unsere Erfahrungswerte dann auch weiterzugeben. Ja, also ich finde das unheimlich interessant, euer Podcast mitzuhören und ich weiß, also ihr macht auch ein bisschen Spaß über, was ihr als persönliche Camping macht und das finde ich eigentlich ganz amüsant. Ja, ich kenne euch ja, aber die Leute, die mitsehen, die kennen euch vielleicht auch von den Messen her und ich weiß auch auf die Messen in Deutschland, da bin ich manchmal auch dabei, dass ich ja mit die Endverbraucher zu reden, das ist unheimlich super und interessant und man hört ja auch ganz viel von die Art und Weise, wie Leute eigentlich Camping macht in Deutschland. Das ist ja nicht so anders wie in Dänemark oder in England, aber trotzdem ist es ganz interessant, das zu hören. Karl, also deine Erlebnisse im Campingbereich, das ist, ist das neu oder machst du das mit deiner Familie seit Jahren auch? Nee, also mein generell klar, Campen mache ich schon länger. Also ich bin der Karl, bin auch bei Oase seit circa 9 Jahren dabei. Meine Kinder sind jetzt langsam im Alter, wo sie nicht mehr ganz so gern vielleicht mit uns mitgehen. Aber natürlich genau das auch spiegelt so ein bisschen das wider, wie Leute unterschiedliche Camping machen. Am Anfang ist vielleicht ein kleineres, kompakteres Zelt, irgendwas größer. Wir haben klein begonnen mit wenig und Ausstattung wird mehr. Dann braucht es vielleicht eine andere Schlafkabinenaufteilung. Also diese Erfahrung, die wir hier persönlich gemacht haben, aber auch genau von den Messen, von den Endkunden immer wieder, also gerade dieser Austausch, der macht uns auch immer Spaß und wir lernen da auch immer und kriegen wieder neue Erzählungen und genau das füllt uns aus. Gerade auf der Messe der Kontakt mit dem Endkunden spiegeln wir dann teilweise auch wieder in die Produktentwicklung. Wir haben eine starke Nachfrage, vielleicht mit Zelte für 3 Schlafkabinen, wenn die Kids größer werden, dass vielleicht Buben und Mädels, so wie bei mir, dass die vielleicht getrennt voneinander dann eine Schlafkabine beziehen können. Aber das sind so Dinge. Aber generell Camping schon sehr, sehr lange. Zwar nicht mit den Eltern, dann halt vielleicht Sommerferien im Garten. Mittags noch bin geguckt, wo Zelte stehen, die man vielleicht nachts legen kann. Und dann ging es irgendwo weiter. Dann natürlich Jugendgruppe, viele Zeltlager, bis Mitte 20 viele Zeltlager gemacht. Und dann eigentlich durch einen Zufall vor knapp 25 Jahren in die Campingbranche gekommen. Und wie gesagt, seit 9 Jahren jetzt auf der anderen Seite. Somit betreuen wir jetzt die Händler in Deutschland. Ich selber bin in Baden-Württemberg und möchte auch hier mal die Möglichkeit nutzen, auch die Zuschauer aus Österreich und der Schweiz zu begrüßen. Das heißt, wir sind
sind ja fast eine Eurovision-Sendung. Früher war das wird das. Aber natürlich haben wir da immer viel Kontakt und wir vermissen es genauso, die Messen zu machen, nicht nur tagsüber, auch abends mit den Händlern, vielleicht dann mal zusammenzusitzen und ein bisschen nicht nur über Geschäft zu sprechen, sondern sich auch ein bisschen persönlich kennenzulernen. Das ist schon eine Zeit, die ja aktuell leider nicht so stattfindet. Ja. Das ist natürlich auch der Grund, wieso dass wir hier sind. Und aktuell dürfen wir so ehrlich sein, ich glaube, jede zwei Wochen verschieben wir weitere Events, haben gehofft, wir können im März ein bisschen was machen. Jetzt haben wir ein bisschen was auf April geschoben. Wir wissen nach wie vor nicht genau, woran das wir sind. Insofern hoffe ich doch, dass wir heute ein bisschen die Möglichkeit haben, so viel Zelte wie möglich zu zeigen, dass ihr ein Gefühl bekommt von der Größe. Und da bin ich mal gespannt, ob uns das gelingt und wie das angenommen wird. Ja. Ja. Also das hoffe ich auch. Also wir zeigen ja von 3 bis 4 Personen bis zu 7 bis 8 Personen Zelte. Und dann auch die Buszelte werden auch vorgestellt. Und ich weiß, also ihr wisst ja Mengen von Zelten. Und nicht so viel. Nee, aber und ihr kennt ja auch, also was die Zelten vor Jahren hießen und was weiß ich. Also das finde ich eigentlich auch ganz interessant, dass man diese Verbindung mit die Endverbraucher auch manchmal haben. Und das vermisse ich auch auf die Messen, ob das dann in Deutschland oder in Dänemark ist. Dieser Interaktion mit die Endverbraucher, das, ich glaube, wir als Verkäufer, wir vermissen eigentlich die Endverbraucher. Also wir vermissen die Händler auch, aber die Endverbrauchern. Und deswegen finde ich, also wir freuen uns, dass ihr hier anschaut. Und gibt es Fragen innerhalb dieser Sendung, dann schieß los auf unser YouTube-Kanal. Drehen wir die Fragen zu Robert und Karl. Und also Robert, ich weiß ja auch, du hast ja auch seit Jahren mit deiner Frau und jetzt mit den Kindern auch im Camping. Und ich weiß, die älteste von deinen Töchtern, die wollte letztes Jahr auch im Camping gehen, trotz Corona. Und das finde ich ja unheimlich super, also dass die kleinere Kinder auch Camping machen will. Ja, ich meine, ich muss auch sagen, bei mir war das ehrlicherweise vor dann jetzt mittlerweile 16 Jahren relativ Zufall, dass ich bei einem Händler gelandet bin, der sich dann mit dem Thema beschäftigt hat. Und dann jetzt bin ich mittlerweile auch 7 Jahre hier, der Karl ein klein bisschen länger und bin dann im Vertrieb und muss einfach sagen, die Branche ist natürlich auch, glaube ich, sehr persönlich. Das heißt, wir kennen viele unserer Händler, sehr viele Endkunden. Ich war jetzt in den letzten Zeiten, unsere Händler sind ja auch wahnsinnig aktiv, wenn man sieht, was sie versuchen zu tun über Posts bei Facebook und Instagram. Jetzt gibt es schon diverse Community Rooms, wo wir dann mal mit so eingeladen werden, um einfach an diversen Gesprächen teilzunehmen. Das finde ich super, weil irgendwie versuchen wir einfach in Kontakt zu bleiben. Und wir tun das heute natürlich auch. Und ja klar, also gerade meine Große dann gesehen, das erste Mal ein Zelt aufgepumpt und hat gesagt, Papa, das kann ich doch auch, sage ich, vielleicht noch nicht ganz, aber es ist einfach schön zu sehen, muss man einfach sagen. Für uns ist es eine sehr schöne Urlaubsform und das muss man einfach sagen, es ist nicht für jeden was, auch das ist fair, aber ich glaube, auch da können wir heute vielleicht noch ein bisschen zu beitragen, dass der ein oder andere erkennt und ich glaube, das fehlt immer noch, weil die Erfahrung haben wir gemacht, ich habe es beim Podcast erzählt, 3 Tage Regenwetter, der Nachbar hat irgendwann gesagt, möchte nicht zu uns in den Wohnwagen kommen, weil meine Frau sehr offensichtlich schwanger war und da muss ich sagen, ich glaube, dass viele Leute noch gar nicht verstanden haben, wie komfortabel es sein kann. Und ich glaube, das kann einfach Sinn machen, dann heute vielleicht auch denen zu zeigen, hey, es ist eine richtig, richtig coole Variante. Ob es jetzt für ein Wochenende oder dann wirklich der ganze Urlaub ist, ist gar nicht so wichtig. Mhm. Aber gerade in den Zeiten, und das kann jeder nachvollziehen, ist, glaube ich, gerade jeder froh, wenn er irgendwie raus vor die Tür kann. Und ja, das finde ich persönlich das Schöne. Es ist halt ein Urlaub, den man machen kann, wo man möchte, wandern möchte und gerade so. Ja, geht auch im Garten. Ne? Wir haben viele Sachen auf dem Balkon mittlerweile stehen, die wir sonst im Zelt haben. Und ja, von daher freue ich mich auf heute. Hoffe, dass wir das ganz gut hinkriegen, weil sonst bei den Videos können wir immer ausmachen, wenn wir einen Fehler gemacht haben. Das geht heute natürlich leider nicht. Ja, aber, heute ist live. Ja, das kriegen wir irgendwie hin. Hoffentlich stürzt der Karl nicht oder stellt mir ein Bein. Aber das kriegen wir alles hin. Ganz klar. Also ich werde wohl mal sagen, also gib heute Gas und ihr packt jetzt und macht euch zu die Kompakt- und 3 Personen, 4 Personen Zelte hin und dann erzähle ich ein bisschen vom Programm. Also ihr seid in ungefähr 5 Minuten wieder dran. Genau. Und habt Spaß.
Danke. Es wird gut Wunderbar. Gehen. Sehr Aber gut. live, nicht vergessen. Vielen Dank. Dann ja, dann bis gleich. Ja, bis gleich. Tschüss. Tschüss. Ja, und jetzt werde ich ein bisschen über das heutige Programm vorstellen. Also Robert und Karl, die werden uns über alle die Zelte heute durchgehen. Und die wissen ganz viel von den Zelten, also ganz bestimmt. Und der ganze Sortiment. Um etwa 14:45 Uhr, da kriege ich Besuch von Christopher. Und Christopher, der weiß ganz viel von der Qualität von Outwell und wird uns davon ein bisschen erzählen. Dann um 15 Uhr präsentieren wir unser 4-Personen-Zelte und anschließend die 6-Personen-Zelte auch. Dann werden wir um 16 Uhr eine Auswahl von die größeren Familien, also das ist die 7- bis 8-Personen-Zelte, auch anschauen. Das heißt, und um etwa 16:30 machen wir einen Wind- und Wassertest. Das machen wir auch gleich danach, als Christopher hier ist. Aber in der letzte Wind- und Wassertest machen wir eigentlich ein Gewinnspiel. Also bleiben Sie eigentlich dran und haben Sie eine Chance dabei zu spielen. Anschließend präsentiert Robert und Karl unsere Auswahl von eine Auswahl von unser Buszelte. Also das ist Zelte, was man an einen Campingbus anschließt. Und ja, ich kann nur sagen, es wird ganz gespannt und da wird ganz viele Sachen, nicht nur Zelte, aber auch ganz bestimmt Zubehör auch jetzt heute angezeigt. Und ja, also wie gesagt, haben Sie Fragen durch unsere Sendung hier, dann schreiben Sie nur in der Chat. Dann wird einer von unseren Kollegen hier die Frage weiter an Robert und Karl dann leiten. Wir werden auch ein paar von die Händlern, die auch mitteilen, also da gibt es Händlern, die Newsletters oder auf die Social Media gepostet haben, dass wir heute diese Webexhibition machen. Das wird auch auf den Bildschirm auch rüberrutschen. Damit können Sie auch eine Auswahl von unseren Händlern auch sehen. Also ich freue mich und das hoffe ich auch, dass Sie jetzt tun, dass wir uns weiter an die zwei Männer jetzt durchschließen. Also herzlich willkommen und dann gebe ich weiter zu Robert und Karl. So, jetzt sind wir auf der oberen Ebene unserer Zeltausstellung. Wie gesagt, die kompakte Zelte. Hier oben, wie gesagt, dann eher 3- und 4-Personen-Zelte stehen. Und im kompletten Untergeschoss stehen dann die 5- und 6-Personen-Zelte. Jetzt haben wir kurz ein bisschen gesagt, kompakte Zelte. Aber wie man, glaube ich, schon ein bisschen sehen kann, geht es um 3- bis 4-Personen-Zelte. Das heißt, es geht nicht nur darum, so klein wie möglich, aber auch da gibt es natürlich etwas größere Zelte, die auch ein bisschen mehr Vorraum bieten. Gerade falls mal jemand alleinreisende Paare, Kinder sind vielleicht schon aus dem Haus, dann sind da sicherlich auch Zelte dabei, die wieder spannend sind. Ja, absolut. Ich glaube, was vornherein spannend ist, bevor wir über die Zelte sprechen, ist auch zu sagen, dass wir jetzt hier nicht irgendeine Halle oder so gemietet haben, sondern das ist unser Showroom. Das heißt, hier fahren wir
fliegen wir im Normalfall, wenn alles gut ist, mit unseren Händlern hin. Und unsere Kollegen und Kolleginnen dekorieren hier mühselig jedes Jahr einen imaginären Campingplatz für uns, den wir dann nutzen können. Also so sieht das bei uns aus. Ist ja vielleicht für den einen oder anderen, der jetzt zuschaut und schon ein Zelt hat, auch mal spannend zu sehen. Und ja, unsere Händler kennen es natürlich, aber von daher ist das, glaube ich, ganz schön zu erwähnen. Ja, ich glaube, wir können einfach hier drüben mal anfangen. Wir wollen einfach so ein bisschen über die diversen Zelte, Kategorien, alle so sprechen, vieles, manches, die länger zuschauen, wird sich vielleicht wiederholen, aber wir möchten einfach natürlich nichts vergessen. Und den Einstieg macht so ein bisschen die Encounter-Serie. Karl, du stehst gerade schon vorm Schild, vielleicht magst du ein bisschen erklären, was die generelle Grundidee ist. Genau, also bei der Encounter-Reihe gibt es zwei verschiedene Schnitte. Einmal ist ein Kuppelzelt, so wie es hier jetzt steht, und danach sind es auch daneben oder weiter unten kommen die Tunnelzelte, was eigentlich Zelte sind, die ab 2 Personen losgehen. Klar, 2- und 3-Personen-Zelte haben nur eine geringe Höhe. Und dann gibt es aber auch Zelte in Stehhöhe oder annähernd Stehhöhe mit 1,80. Hier geht es einmal darum, natürlich haben wir viele Familiencamper bei uns im Kundenkreis, aber manche sagen fürs Wochenende, verlängertes Wochenende oder wollen Festival suchen Zelte und möchten aber doch gewisse Standards, die sie von Outwell gewohnt sind, das auch weiterhin zu haben. Dann ein weiterer Punkt, gerade vorhin habe ich mal kurz ein bisschen erwähnt, Kinder werden größer. Manchmal kann es manche Urlaub vielleicht harmonischer ablaufen, wenn vielleicht sagt, okay, wir nehmen nur mal ein weiteres Zelt mit, und vielleicht der Älteste, der bekommt einfach sein eigenes Zelt. Das wird auch immer ganz oft von, gerade von Familien uns zurückgespielt auf der Messe. Klar, wir haben ein riesengroßes Zelt im Kopf, aber dann spricht man darüber, vielleicht ist es auch eine Idee, wenn der jetzt schon mal 13, 14 ist, vielleicht braucht er gar nicht so großes, nimmt vielleicht nur mal ein kompaktes mit. Sollten die dann so mit 16, 17 vielleicht auch mal den ersten Urlaub alleine machen oder Wochenende mit der Freunde, hättet ihr auch ein zweites Zelt. Also auch da kommen diese Cloud und Earth, so nennen die sich aus der Encounter-Reihe, immer dann sozusagen auch zum Einsatz. Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, und man muss natürlich ganz ehrlich sagen, dass auch die Zelte bei uns trotz allem, dass sie niedriger sind, so wie du gerade gesagt hast, aber für uns trotzdem gewisse Qualitäten erfüllen müssen, die für uns natürlich ganz, ganz wichtig sind. Also man kann schon ganz einfach sehen, dass wir hier oben einen relativ kurzen Gestängekanal haben, dass man einfach mit dem gewebeummantelten Fiberglasgestänge sehr schnell durch den Kanal ist. Das heißt, es dauert nicht so lang beim Aufbau, dann klippe ich also das Außenzelt wirklich einfach fest. Also so viele Kleinigkeiten, die einfach da den Unterschied machen, gerade beim Zeltaufbau. Ich meine, klar, hier haben wir eine klassische einfache Kuppel, dann mit der Abside vorne, und da sieht man schon das Nächste. Bei vielen vielleicht einfacheren Varianten hätte ich dann einfach keinen Boden im Vorraum. Und was wir hier natürlich haben, ist ein Boden, der ist im Lieferumfang enthalten. Das gilt für die komplette Kollektion. Und natürlich gerade so, wie du sagst, wenn vielleicht dann ja schon mal ein älterer Teenager da liegen will und ich habe irgendwie meine eigenen Sachen, Rucksack, Schuhe etc., das kann ich dann wirklich so alles abstellen, dass ich wirklich einen trockenen Bereich vorne habe. Wenn ich den zumache, habe ich wirklich einfach meine Ruhe, meine Privatsphäre, bin aber trotzdem dann auch da vor Regen und Schmutz von unten geschützt. Mhm. Und gerade wenn man mal durchschaut, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei der Kollektion, ist, wir können jetzt hier einmal durchsehen. Das heißt, es gibt auch eine Tür auf der Rückseite des Zeltes. Klar, Tür wichtig in dem Moment, wo da vielleicht 2 oder 3 Personen drin liegen und nachts muss dann doch noch mal einer raus. Getränke holen, weil die leer sind. Das ist das eine. Das nächste ist aber natürlich die Ventilation. Also jeder, der schon mal irgendwie im Zelt geschlafen hat und es sehr, sehr warm, weiß, dass es einfach wahnsinnig wichtig ist, dass wir lüften können. Und in dem Moment kann ich einfach da hinten die Tür aufmachen, vorne aufmachen, und somit habe ich einfach super viel Zugluft, die durch das Zelt gehen kann. Und muss sagen, das finde ich wahnsinnig wichtig, das zu sagen, weil das wirklich besonders ist und für mich auch besonders wichtig, gerade hier bei einem solchen Zelt. Ansonsten wirklich perfekt geeignet, wie du es gesagt hast, als Beistellzelt für das Wochenende. Ich muss sagen, gerade jetzt für den Garten, für den der einen hat, weil das ist die perfekte Variante, um wirklich jetzt mal schnell ein Zelterlebnis zu haben und wirklich viel, viel Spaß zu haben, auch mal nur am Wochenende, wenn es jetzt mal nicht weiter weggehen kann. Aber da, glaube ich, ist es wirklich eine richtig gute Lösung. Genau. Der Robert steht jetzt aktuell vor einem Cloud 4, hat ungefähr einen Preispunkt von ca. 160, 170 Euro. Aber generell beginnen diese Encounter-Zelte, so ist immer der Überbegriff aus der Reihe, mit dem Namen Cloud & Earth, so ab der Preispunkte 89 Euro, Entschuldigung, und gehen eben hoch, falls dann Stehhöhe, großer Vorraum, in der Preispunkte von ca. 250 enden die. Aber so, dass man da auch so ein bisschen eine Einschätzung bekommt, wir haben es das selber so ein bisschen nach dem Test gestern auch immer gesagt, wir schauen, dass wir immer auch so ein bisschen die Namen nochmal nennen, falls ihr ein Modell seht, was euch interessiert, dass wir so ein bisschen auch einen Ausblick geben, was sowas kostet. Ja. Und wenn wir irgendwas vergessen oder irgendwo eine Frage sind, Anne hat es gerade vorhin schon
besprochen. Dann haben wir die Kommentarfunktion. Unsere dänischen Kollegen bemühen sich, die Fragen dann zu beantworten, so gut wie es geht. Ansonsten loszulaufen. Oder auch eben zu uns hoch und dann dementsprechend uns die Frage zu stellen, sodass wir dann auch wirklich darauf reagieren können und das Ganze machen. Ja. Dann vielleicht ein Punkt, was auch immer ein bisschen wichtig ist, weil wir natürlich auch jetzt hier unterscheiden, jetzt aktuell, wie gesagt, die nächsten Minuten sprechen wir über 3-4 Personenzelte, dann kommen 5 und 6. Was bedeutet das überhaupt? Und da kann ich eigentlich nur empfehlen, in Anführungszeichen, es gibt einfach gewisse DIN-Werte, was die Industrie festlegt, wie viel Platz braucht eine Person. Und viele dieser DIN-Werte gibt es bei den Schlafsäcken, bei Matten und andere Dinge, ist immer teilweise auch ein Stück weit von der Trekking- und Outdoor-Industrie. Und man sagt eigentlich, ein DIN-Wert für Platz für eine Person sind 55 Zentimeter, 50 bis 55, was natürlich so wie schon, du ist ungefähr. Ja, wahrscheinlich. Aber wir selber von Outwell haben uns darüber hinweggesetzt und sagen, wir rechnen ca. 60 cm pro Person und dann eben eine kleine Geschichte. Und dann machen wir nochmal den Outwell Sleep Comfort. Das ist ein Logo, was ihr unter jedem Zelt findet. Also sollten wir sagen, keine Ahnung, das Zelt ist eigentlich ein Avondale 5, könnte sein, dass wir das Sleep Comfort, den wir angeben, das pro Person 70 bis 80 cm Raum ist das vielleicht nur für 4. Und genau das würde ich auch empfehlen, wenn ihr dran denkt, dass ihr natürlich ein Zelt sucht, vielleicht nur nicht nur fürs Wochenende, sondern auch einen längeren Aufenthalt, da werden wir sicherlich später auch nochmal sprechen. Dann, glaube ich, macht es auch natürlich mehr Spaß der Urlaub, wenn er nicht zu eng aufeinander liegt. Wir haben hervorragende Schlafmatten, die einfach auch immer breiter und immer höher werden. Und die Erfahrung haben wir einfach auch gemacht, dass man dann manchmal sich ein Zelt kauft im Urlaub und merkt, ja gut, ein bisschen mehr Platz wäre doch ganz nett. Und dass man da einfach auch eventuell, wir sagen auch immer die Empfehlung, wenn ihr zu dritt seid, nehmt vielleicht 1:4, umgekehrt, wenn ihr zu fünf seid, vielleicht 1:6. Aber da werden wir noch mal näher drauf eingehen, nur dass ihr ein bisschen versteht, wieso das einmal die Regelung so ist. Und dann manche Zelte wird es vielleicht ein bisschen knapp, dass er da auch dran denkt. Mhm. Deswegen würde ich gerade sagen, haben wir viel über Personen gesprochen, dann gucken wir uns auch mal ein größeres Zelt an. Wir gehen einmal gerade rum und wechseln sozusagen die Position, was wir hier jetzt haben, oder ich stehe jetzt gerade vor dem Oakwood 3, das ist unsere Select-Kollektion, so nennt sich das Ganze. Das heißt, eine Kollektion, wo wir mit gewebeummanteltem Fiberglas arbeiten, also ungefähr so, wie wir es gerade schon mal gezeigt haben, aber das natürlich in einem anderen Durchmesser, weil das Zelt einfach größer ist. Was man hier jetzt sehen kann, ist, dass wir jetzt hier anfangen, über ein 3-Personen-Zelt zu sprechen. Ein Zelt mit Stehhöhe, das heißt, ich würde sagen, perfekt für ein Pärchen, für 2 Personen, wenn man sich das Ganze mal anschaut. Der Karl geht jetzt einmal rein. Karl, vielleicht magst du drinnen ein paar Sachen zeigen und ich übernehme dann nochmal draußen so ein paar Feinheiten. Also wie man schon mal hier sehen kann, haben wir eine Stehhöhe, und das ist der große Vorteil von den Tunnelzelten, dass diese Stehhöhe sich nicht nur zentral an einem Punkt bündelt, sondern ich habe wirklich auch die Möglichkeit in der Schlafkabine beim Umziehen dementsprechend auch die Möglichkeit, muss nicht kriechen. Auch das sind immer so Punkte, wo jemand dann Zelten gewohnt war und dann zu uns an den Messestand kommt oder dementsprechend natürlich zu unseren Händlern und sagt, ich möchte gerne einfach ein bisschen größeres Zelt, es soll nicht zu groß sein, wir sind vielleicht nur zu zweit und haben vielleicht nur eine kleine Kind dabei und suchen einfach ein kompaktes Zelt. Das heißt, hier habe ich ein sehr kompaktes Zelt, Platz für 3 Personen, sehr bequem für 2. Und dann ein Vorraum, wo ich sagen könnte, okay, wenn es schlecht Wetter ist, kann ich zumindest hier auch dementsprechend vielleicht das Frühstück und das Abendessen abhalten, habe ein bisschen Platz, um alles zu verstauen. Man kann, glaube ich, erkennen, dass die Schlafkabine ist, war ein Punkt, den wir über Jahre hinweg immer so ein bisschen abgeändert haben. Zwischenzeitlich sind die deutlich abgedunkelt. Neu für 2021 ist das Thema Belüftung. Robert hat es schon ein bisschen angesprochen. Wir haben jetzt rückwärtig nochmal eine Belüftung. Werden wir sicherlich später auch nochmal besser drauf blicken können und das Ganze sehen. Aber generell haben wir hier im Prinzip einen schönen Raum, der große Folienfenster hat. Diese Fenster lassen sich natürlich dann von innen dementsprechend abdunkeln. Und in der Front habe ich nochmal eine große Tür mit Fenster und dahinter liegend ein Moskitonetz, dass wenn ihr vielleicht auch mal im Seengebiet seid, abends geht ein bisschen los, dass ein bisschen mehr Insekten fliegen, dass ihr dann einfach euch auch da dementsprechend insektensicher zurückziehen könnt. Ein durchgehender Boden ist Standard, dass wir einfach hermetisch ringsherum einmal abgeriegelt haben. Das ist sowas bei meinem ersten Outdoor-Zelt, was ungefähr wahrscheinlich 15, 16 Jahre alt ist. Da war damals nur eine Bodenplane dran und dann mussten wir doch manchmal so, ja, früher Zeltlagerzeit war, Graben ziehen. Da haben wir das ein bisschen hochgezogen. Aber weil die Campingplätze, ich bin aus dem Süden, wir fahren viel Richtung Mittelmeer, da haben wir immer
sehr sandige Böden, die sind sehr verdichtet und kann gern mal passieren, dass das Wasser nicht sofort abfließt. Und dann ist einfach eine hochgezogene Bodenplane, die ringsherum fest ist, finde ich sehr, sehr wichtig. Ja, absolut. Ich würde einfach mal sagen, wir schauen uns mal gerade außen am Zelt so ein paar Sachen an, die einfach wahnsinnig wichtig sind, wie hier zum Beispiel auf der Rückseite unser Wind Stabilizer System. Was ist das? Wir kommen natürlich später noch auf unseren Wind- und Regentest. Ganz, ganz wichtig ist aber, warum ist das Ganze denn so windstabil? Man kennt vielleicht von herkömmlichen Zelten, dass dieser Abspannpunkt irgendwo nur einfach hier an der Naht ist. Ich hoffe, man kann mich sehen. Ich stehe hier so ein bisschen im Wald, aber das funktioniert. Der Abspannpunkt ist dann irgendwo nur an einer Naht und dann hat man bei starkem Wind einfach das Problem, dass vielleicht irgendwann mal sich das Ganze verabschiedet und somit ist das Zelt an der Stelle leider kaputt. Was machen wir, dass das ganze Teil auch richtig stabil im Wind steht? Und das ist das, was man hier sehen kann. Ich mache das einmal, das wird jetzt ein bisschen lauter. Wir haben einfach hier ein zusätzliches Zeltmaterial am Außenzelt befestigt. Das sind zwei Lappen mit einem Klettverschluss. Die stülpen wir hier einmal um das Gestänge und genau das machen wir einmal hier oben und einmal hier unten. Warum zweimal? Einfach natürlich ganz wichtig, um Stress von der Naht zu nehmen, dass es nicht punktuell nur Druck ist, sondern sich einfach ein bisschen verteilt. Und was dann passiert, ist einfach, dass wir das Außenzelt mit dem Gestänge arbeiten lassen beim Wind und somit passiert es also nicht, dass es einfach abreißt. Man kann nachher sehen, das wird meiner Meinung nach sehr beeindruckend. Ich finde es immer schön, den Wind- und Regentest, da sieht man, was für eine Power da drauf ist und ganz, ganz wichtig, dass die Zelte dann natürlich da stabil stehen. Wichtiger Punkt, wo ich gerade hier stehe, ich hoffe, man kann das sehen. An unseren Zelten ist ganz häufig hier oben eine kleine Lasche. Der Karl hat es eben schon angesprochen, wir sprechen hier über ein Zelt von 3 Personen. Jetzt kann es ja passieren und so war unser Umstand sozusagen. Wir waren immer zu zweit, dann sind die Kinder dazu gekommen. Jetzt habe ich mich aber so in mein Zelt verliebt, dass ich genau das behalten will. Dann kann ich dort einfach eine sogenannte Extension, so heißt das bei uns, kaufen und kann das Zelt nach vorne verlängern. Somit habe ich einfach den Vorteil, ich habe mein Grundzelt, was mir einfach gut gefällt und verlängere das Ganze nach vorne. Ich persönlich finde das eine richtig gute Lösung, weil ich super flexibel bin. Wenn ich jetzt mal nur eine kleine Parzelle habe, baue ich vielleicht nur das Zelt auf. Habe ich eine grüne Wiese und ein bisschen mehr Platz, dann nehme ich einfach die Extension noch mit dazu. Von daher ganz wichtig, diese Haken, Ösen, die sind am Zelt dran und da befestigt man einfach die Extension. Genau. Sag mal noch einmal kurz, das Oakwood 3, wo wir hier davor stehen, hat ungefähr Preispunkt von ca. 400 Euro. Das gleiche Zelt, Robert hat jetzt gerade die Gestängevariante erklärt. Wir werden gleich auch noch mal ein bisschen Luftzelte ansehen. Ja. Das heißt, das gleiche Zelt gibt es auch in der Luftvariante, heißt dann Lindale. Später bei den 5-Personen-Zelten wird das genau gezeigt, also ähnlicher Schnitt für 5 Personen. Mit einer geteilten Schlafkabine. Aber wie gesagt, also da werden noch einige Zelte kommen, aber dass er damals grober Überblick bekommt. Ja. Jetzt gehen wir gleich mal rüber zu unserem nächsten Zelt, in dem Fall auch mit dem Gestänge. Und hingegen, was bei dem Oakwood eine senkrechte Front hat, ist beim Nevada das Ganze ein bisschen anders gemacht. Das heißt, hier haben wir, der Innenraum wird verlängert aufgrund dessen, dass wir hier die Front nicht gerade enden lassen, sondern ein bisschen schräg nach vorne gehen. Dadurch habe ich halt, gerade wenn ich sitze, doch einen deutlich größeren Raum. Und generell, was man immer sagen kann, ist, dass wir bei Outwell bei jedem Familienzelt immer dafür sorgen, dass ihr einen regensicheren Zugang habt. Gerade eben war ein Vordach. Und beim Nevada, ich hoffe, man kann das schon ein bisschen sehen, wenn nicht, zeige es einmal ganz kurz, haben wir dann sozusagen an der Seite, bei Regen müsste ich ja die Vorderwand folgerichtig dann dementsprechend schließen, dass ich hier eine kleine überstehendes Dach habe, dass ich dadurch sozusagen den Eingang dann hier dementsprechend wählen kann. Also von daher einfach nochmal eine weitere Variante. Das haben wir, glaube ich, in 4, 5 unterschiedlichen Modellen als Luft mit Fiberglasgestänge in der grünen Ausführung. Dann eben die Premium-Reihe, wo der Robert gleich noch ein bisschen mehr drauf sagt. Und dann eben auch in der Luftvariante, was wir gleich im Anschluss zeigen werden. Hier möchten wir es dann auch mal vorführen, wie schnell das geht. Aber zuerst, glaube ich, sprechen wir noch ein bisschen, weil es ein sehr, sehr gängiges und seit vielen Jahren bei unserem Sortiment ist, Nevada 4P. Vielleicht ganz kurz, dann habe ich das auch gleich abgehandelt wegen Preispunkt. Da muss ich nachher nicht wieder erneut dazwischen grätschen. Also hier steht jemand beim Zelt, wo dann doch ein bisschen größer ist, eine längere Schlafkabine hat. Robert wird es gleich ein bisschen näher vorstellen. Preispunkte ungefähr bei 600 Euro und die aufblasbare Variante liegt dann in dem Fall ein bisschen höher bei 700. Aber wie gesagt, da werden wir gleich mal ein bisschen auch uns körperlich betätigen und das Ding auch mal zeigen, wie schnell oder wie einfach das sowas geht, Luft rauszulassen und dementsprechend auch, wie schnell das wieder im Aufbau geht. Ja, absolut.
Ich finde es wahnsinnig wichtig, einfach hier über die Premium-Kollektion mal zu sprechen, und vielleicht können wir auch innen nochmal zeigen, weil Premium, wie der Name schon sagt, ist eine ganz, ganz wichtige Kollektion bei uns. Den Namen Nevada wird der ein oder andere Zuschauer, Zuschauerin sicherlich kennen, weil es schon ganz, ganz viele Jahre im Programm ist. Ein ganz populäres Zelt mit unseren Montanas, was auch später beim Windtest noch steht, Colorado, das sind Namen, die ganz, ganz viele Outwell-Fans auch kennen. Was macht die Premium-Kollektion aus? Zum einen hat es eine sehr, sehr hohe Wassersäule mit 6000 mm. Wir haben ein Polyestermaterial im Außenzelt, aber auch da verwenden wir zwei verschiedene. Und da muss man, um es ganz einfach zu sagen, die grünen Zelte, wo wir eben drin standen, und die blauen jetzt, unterscheiden sich. Die grünen Zelte haben eine Stärke im Außenzeltbereich von 75 Denier. Das ist die Stärke. Hier 150 Denier. Das heißt, das Außenzeltmaterial ist einfach dicker. Hier geht es dann einfach um die Langlebigkeit. Gerade dann Bedarfsermittlung, wenn man jetzt wirklich das Zelt nicht nur für das Wochenende nutzt, sondern auch wirklich länger, 2-3 Wochen am Stück, das über Jahre hinweg, dann sollte man da auch das wirkliche oder richtige Material wählen. Weil ehrlicherweise ist der Regen oftmals kein Problem, sondern wirklich die Sonne für die Materialien, und da sollte man drauf achten. Was schön und wichtig ist, der Karl hat über den Platz schon gesprochen, ich würde gerne einmal über die Innenkabine sprechen. Wir haben bei der Premium-Kollektion eine Innenkabine, die 2,30 Meter lang ist, nicht 2,15 Meter. Das ist also bei der grünen Reihe der Fall, das werden wir noch öfters sehen. Das Schöne daran ist einfach, ich habe wirklich wie ein Schlafzimmer, das heißt, ich kann dann reingehen, kann mich an- oder ausziehen, dann liegen hier meine Matten oder Feldbetten. Das Schöne natürlich bei der Länge ist, gerade für Leute, die ein Feldbett nutzen möchten, aufgrund der Höhe habe ich einfach hier nicht so die Probleme, dass man mit den Füßen oder mit dem Kopf dann irgendwo an dem Material liegt. Von daher wirklich sehr, sehr angenehm. Natürlich haben wir auch hier unsere Quick It Quiet Kabine, die haben wir jetzt eingerollt, die kommt aber später. Ich erkläre es nur einmal. Man muss bei uns nicht mehr klassisch einen Reißverschluss verwenden, der da ist, sondern wir haben einfach hier Magnete eingearbeitet, und somit kann ich gerade in der Nacht, wenn die Kinder vielleicht schon schlafen und ich einfach mal raus muss, da sehr geräuschlos die Schlafkabinentür einfach ganz schnell auf und zu machen, ähnlich wie die Haustür oder die Zimmertür zu Hause. Die Fenster, die man natürlich ringsum immer sieht, wenn man hier gerade einmal schaut, die sind verdunkelt, das sind unsere Tinted Windows. Das heißt, wir wollen also dafür sorgen, dass wir natürlich von innen nach außen schön gucken können, alles sehen, was draußen passiert, aber dass mir jetzt nicht direkt der Nachbar auf den Teller guckt oder auf die Weinflasche, je nachdem, was drin steht. Somit habe ich einfach einen gewissen Schuss von außen, kann aber von innen sehr schön nach außen gucken. Auch hier in der Premium-Kollektion sieht man schon, natürlich kann man alle Fenster verschließen und das Ganze hier stufenlos mit Reißverschlüssen. Das heißt, ich kann jetzt einfach sagen, okay, ich sitze hier, oder vielleicht die Kinder ziehen gerade den Schlafanzug an und man möchte einen gewissen Schutz haben, eine gewisse Privatsphäre, aber ich möchte trotzdem noch ein bisschen Licht von außen. Dann kann ich das ganz einfach verstellen, wie ich das möchte, oder natürlich auch komplett schließen. In dieser Premium-Kollektion also immer Reißverschlüsse, um die Fenster zu verschließen. Ein ganz, ganz wichtiges Thema allgemein bei uns ist das Thema Lüftung. Ja, klar, jeder kennt das, der schon mal im Zelt geschlafen hat. Wichtiger Faktor, wo kann ich lüften, wo habe ich Moskitonetze? Bei dem Nevada hier in der großen Front haben wir eine klassische Zelttür. Natürlich, dahinter ist nochmal ein Moskitonetz. In der Seitentür, über die der Karl gesprochen hat, ist auch ein Moskitonetz. Und sicherlich ist das Highlight, und das gilt für alle Zelte in 2021, auf der Rückseite. Weil wir haben dieses Jahr noch mehr, wir hatten damit nicht viel zu tun, sondern unsere Kollegen aus der Produktentwicklung, dafür gesorgt, dass wir einfach wahnsinnig viel Luft in das Zelt bekommen. Ich würde sagen, das schauen wir uns auf der Rückseite einmal eben an. Hier kann man jetzt schon den Endzustand sozusagen sehen. Das heißt, klassischerweise haben wir hier natürlich immer ein Zeltmaterial, was man verschließen kann, wenn es jetzt kalt ist. Hier ist ein Reißverschluss, dann ist das Ganze zu. In den vergangenen Jahren hatte ich einfach hier einen kleinen Steg, um das Ganze aufzustellen. Somit ist die Luft hier unten reingekommen. Jetzt dann, und das ist das große Update, ganz wichtig, habe ich hier die Möglichkeit, das Material einzuwickeln, es zu befestigen. Und somit habe ich also wirklich eine Riesenfläche, wo ordentlich Zugluft in das Zelt kommen kann. Ganz, ganz wichtig bei den Zelten, sodass wir ordentlich lüften können. Das war die Gestänge-Variante in 4 Personen. Später sehen wir auch nochmal das 5-Personen-Zelt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal rüber zum Karl und schauen uns drüben eine ähnliche Variante in aufblasbar an. Von daher gehen wir einmal, und ich hoffe, der Karl steht schon in der richtigen Position.
Ja, genau, ich warte schon auf dich. Ach, Entschuldigung, zu viel. Okay. Zu viel. Nein, nein, alles gut. Wie gesagt, hier haben wir jetzt einfach mehr oder weniger nahezu ähnlicher Schnitt. Rosedale 4 PA in der grünen Version, wie gesagt, aber in der Luftvariante. Und hier möchte ich einmal ganz kurz zeigen, also dieses Ventile, die wir aktuell verwenden, sind sozusagen Ventile, die ähnlich wie bei den Stand-Up-Paddle zum Einsatz kommen, mit maximalen Luftein- und Auslass. Und das heißt, wenn ich jetzt gleich das Ventil öffne, habe ich hier einen kleinen Knopf, da drücke ich einmal drauf. Und seitlich, ich mache es gerade mal, da sieht man es auch, also das heißt, dann öffnet sich das. Ich habe einmal die Option, kleiner Überdruck rauszulassen, wenn ich einmal kräftig draus, ist es auf. Das Ganze mache ich jetzt einmal, das heißt, wir erklären einmal, wie der Abbau geht, ich meine, relativ selbstredend. Letztendlich öffne ich nur das Ventil, das, was ich gerade gezeigt habe, drücke und das Zelt letztendlich geht relativ schnell zusammen. Jetzt kann man kurz das mal drei. Das heißt, wenn ich auf dem Campingplatz mein Zelt abbaue, natürlich beginnen wir, machen das Gestänge raus, wir lassen es mal drin, weil wir es gleich wieder aufrichten. Ich mache innen drin sozusagen alles fertig, verschließe normalerweise die Gardinen der Fenster, damit sie zusätzlich geschützt sind, schließe die Reißverschlüsse, aber nicht komplett, weil wenn ich es jetzt gleich dann zusammenlege, ist hier auch innen drin ein gewisses Luftvolumen, was wieder entweichen soll. Schön ist, wenn er dann ein bisschen auch darauf achtet, dass er keinen Schmutz mit reinpackt. Beim Zusammenlegen selber machen wir so, dass wir eigentlich sozusagen die Bodenplatten immer oben lassen. Also Zelthaut auf Zelthaut, Boden am Ende und dann rollen wir es irgendwie aus. Heringe, solche Dinge zu ziehen, mache ich immer erst danach. Ich gebe dem einfach schon mal Zeit, dass die restliche Luft rausfließt und dann geht es auch wirklich beim Abbau, würde ich sagen, eine Viertelstunde später ist es eingepackt. Also wie gesagt, mit der Luft beginnen, natürlich zuerst alles rausräumen. Heringe ziehen, ein bisschen sauber machen und dann so nach 5-8 Minuten kann ich eigentlich beginnen. Und wir legen es dann einfach nur logischerweise zusammen. Wie gesagt, hier ist das Ventil, dass die Luft weiter strömen kann. Beim Aufbau das Ganze umgekehrt und hier ist tatsächlich das ein bisschen anders wie bei den Gestängenzelten, zumindest mit denen mit Fiberglas. Wir beginnen, legen es aus, suchen uns Platz aus. Am besten vielleicht auch eine Zeltunterlagplane darunter legen. Und dann haben wir 4 Eckpunkte, die sind bei uns grau eingefärbt. Und ich mache tatsächlich die 4 Eckpunkte fest, schaue, wie es hinpasst und beginne dann sozusagen Schlauch für Schlauch aufzupumpen. Das tue ich dann gleich. Und ich mache es eben auch fest, weil ja auch der Luftschlauch relativ schnell dann hochkommt, dass nicht im Windstoß mir das Zelt sozusagen dann wegweht. Bei der Gestängevariante mache ich das anders, da fange ich mit dem Gestänge an und spanne es dann aus. Ich pumpe es jetzt einfach nach und nach auf und solange mache ich zwar ein bisschen Geräusche, aber der Robert versteht man hoffentlich trotzdem noch, dass er ein bisschen vielleicht was dazu sagen kann, wenn das gewünscht ist. Genau, ich rede einfach ein bisschen, während ihr auf den Karl im Hintergrund vielleicht achtet, wobei er mir natürlich weggenommen hat, wie man das Zelt aufbaut. Also nochmal ganz klassisch, ich lege das Luftzelt einfach auf den Boden, mache die 4 Eckpunkte fest, damit das Zelt sich einfach nicht bewegt. Und dann fange ich also wirklich an, Kanal pro Kanal aufzupumpen. Ich mache das Ganze auch immer von hinten nach vorne, einfach damit das Zelt sich wirklich hinten aufbaut. Ich dann somit also auch ordentlich Luft reinbekomme. Wichtig in dem Fall ist, dass ich eine Tür auch schon mal aufmache, weil die Zelte sind natürlich sehr eng gepackt, vakuumgezogen. Und somit eine Tür aufmachen, somit kann da einfach auch schon mal Luft reingehen und das Zelt baut sich dann auf. Genau, das war jetzt der zweite Schlauch, wie man es schon sieht. Jetzt kommt dann der dritte und dann macht man im Nachgang einfach nur noch diesen kleinen Fiberglasbogen hier rein. Das ist wieder für den Seiteneingang, den wir angesprochen haben. Und dann ist das Thema schon erledigt. Klar, im Nachgang, wenn man das dann getan hat, spannt man natürlich ab, so wie beim klassischen Gestängezelt auch. Aber generell ist dann der Grundaufbau des Zeltes schon mal getan. Genau, da möchte ich gerade noch kurz was zeigen, weil die Frage kommt dann auch, mit welchem Druck bläst man das Zelt auf? Wie stark ist es? Das heißt, wir haben hier einen Manometer und mit diesem Manometer können wir dementsprechend auch überprüfen, bei wie viel sind wir. Wir blasen ca. bei 0,6, 0,7 bar auf, was so ca. 7 bis 9 PSI sind. Und dann habe ich da eine einfache Kontrolle, wo ich bin und dementsprechend weiß ich, okay, jetzt ist auch wirklich windstabil, Leinen wird danach ausgespannt. Aber der Vorteil von den Luftzelten ist definitiv, dass ich natürlich das alleine machen kann und da auch
Ja, also das muss man ganz klar sagen, wenn ich da kurz einspringen kann, der große Vorteil von Luft ist natürlich der schnelle Aufbau, wie von Karl gerade gezeigt. Gerade wir kommen oder die Händler bekommen häufig die Fragen, kann ich denn ein solches Zelt alleine aufbauen? Und gerade ein Zelt mit Stehhöhe birgt einfach den Moment, wo ich das Zelt aufstellen muss und dann abspannen muss, wo mir vielleicht noch jemand helfen sollte beim Abspannen. Bei dem Luftzelt, dadurch, dass ich es vorher mache, geht das ohne Probleme alleine. Also auch gerade da für Alleinreisende oder man will mit den Kindern mal am Wochenende mit und der Partner kann nicht, ist das eine super gute Option. Und viele, die vielleicht gar nicht ans Camping gedacht haben, weil sie noch das Steilwandzelt von früher kennen und Stangen sortieren, die haben sicherlich jetzt wieder die Möglichkeit zu sagen, hey, das geht ja wirklich super simpel, ich kann das eben einfach aufpumpen, so wie der Karl es gemacht hat. Von daher eröffnet das auch wirklich für viele wieder das Thema Camping. Und viele kommen dann wieder und sagen, hey klar, so kann ich mir das Ganze auch vorstellen. Genau. Eine klassische Frage, die man bekommt, wenn es um Thema Luftzelte geht, ist natürlich, was passiert? Sollte hier tatsächlich mit dem Luftschlauch irgendwas passieren, beziehungsweise im Gestänge? Das behandeln wir auch. Da haben wir uns unten schon mal ein bisschen was bereitgelegt. Wird circa eine halbe Stunde, wenn wir, ich glaube, ich habe den Zeitpunkt, ja, so grob eine halbe Stunde, dann sind wir bei der 5-Personen-Zelte, wo wir auf das Thema nochmal eingehen, weil wir da natürlich auch einiges Möglichkeiten zur Zeit geschaffen haben. Wir machen Luftzelt jetzt gleich im 8., 9. Jahr. Und da ist einfach natürlich auch gewisses Wissen dazugekommen, was man alles tun kann. Wir haben die Schläuche verändert, dass die universeller passen. Und da sind eigentlich gute Möglichkeiten, dass ich da relativ einfach und schnell das Ganze machen kann. Ja. Ich würde sagen, wir gehen aber nochmal zu einem weiteren Zelt. Und zwar zu unserem Roseville 4SA. Weil ich einfach finde, da ist es nochmal ganz wichtig, drüber zu sprechen. Auch da bei den Luftvarianten, über die wir gesprochen haben, grün ist die Prime Air Variante, SA ist die Superior Air Variante. Auch hier wieder die unterschiedlichen Stärken des Materials. Bei grün 75 Denier, hier 150 Denier. Beide Varianten sind aufblasbar. Auch hier haben wir wieder die Reißverschlüsse an den Fenstern. Natürlich wieder unsere abgedunkelten Fenster. Was aber das wirklich Schöne bei dem Zelt ist, es ist für 4 Personen geeignet. Hat eine große Front. Also wir können wirklich super schön hier vorne reingehen, können das Zelt B- und entladen mit Tischstühlen, so wie wir es hier getan haben. Wir haben 2 super große Seitentüren an der Seite. Auch da wieder natürlich Thema Flexibilität. Wie komme ich rein und oder raus? Aber natürlich auch wieder Belüftung. Ganz wichtig, wir können alles aufmachen, wir haben überall Moskitonetze und können dann so mit dem rückwärtigen Lüfter, den wir gezeigt haben, für richtig Zugluft sorgen. Aber eigentlich hat das Zelt ein ganz großes Highlight und das ist, dass wir die Wand oder die Tür, die hier ist, versetzen können. Das hat einfach den Hintergrund, ich bin zu zweit oder zu dritt und dann sagt die Tochter, ich möchte noch meine Freundin mitnehmen, ich möchte mehr Platz im Innenraum haben, wenn vielleicht auch das Wetter schlechter ist. Mhm. Und dann kann ich einfach sagen, okay, gar kein Problem, es wäre vielleicht so im Innenraum ein bisschen knapp. Ich kann einfach diese Wand nehmen und setze die hier vorne rein. Und somit habe ich dann einfach den Innenraum des Zeltes deutlich vergrößert. Ich habe innen mehr Platz für die Personen und habe dann auch im vorderen Bereich, und das hast du hier schon ausgepackt, die klassische Bodenplane mit dabei, die ist im Lieferumfang enthalten und die kann ich dann einfach hier in die Front legen, sodass ich das Zelt nochmal deutlich vergrößert. Perfekt. Ich hätte jetzt einfach einen Vorschlag gemacht, dass du vielleicht noch das nächste Zelt zeigst und währenddessen setze ich mal die Wand kurz nach vorne, dass wir am Ende vielleicht ganz kurz nochmal hier zurückgehen und du erklärst einfach für mich mal das. Und da die Uhr im Hintergrund läuft, genau, das ganz schnell. Okay, wunderbar. Ja, perfekt, gerne. Weil hier nebenan steht ein Dreiraumzelt und da muss ich ganz deutlich sagen, etwas, was im deutschen Markt noch gar nicht so sehr angekommen ist, weil viele vielleicht denken, oh, jetzt liegt hier im vorderen Bereich gar kein Boden und ich möchte, dass das dicht ist. Das ist sehr, sehr bewusst gewählt. Bei einem Dreiraumzelt, das heißt, wir haben die Schlafkabine hinten, Wohnbereich in der Mitte und dann den sogenannten Nassbereich vorne, ist es wirklich Sinn und Zweck der Sache, dass wir hier die Möglichkeit haben, vielleicht natürlich mit Abstand zu den Wänden die Küche abzustellen oder halt wirklich einfach zu sagen, ich ziehe Schuhe, die nass sind oder die Jacke, die nass ist, wirklich einfach aus, damit ich dann trocken in meinen Wohnbereich kommen kann. Und hier sieht man jetzt schon, diese Front war früher auch immer eine klassische Zelttür, wo das obere Drittel Moskitonetz war. Und auch hier haben wir jetzt die Quick and Quiet Tür. Das heißt, ich kann ganz einfach mit einem einfachen Magneten wirklich in das Zelt reingehen und rausgehen und habe somit die Möglichkeit, sehr, sehr geräuschlos von der Schlafkabine in den Wohnbereich zu kommen und dann nach draußen in den Nassbereich. Wenn man einen Boden hier haben möchte, ist das kein Problem, weil es gibt optional, viele kennen das, die optionale Unterlage und dann
ist das ganze Zelt mit einer Bodenplane versehen. Das heißt, dann habe ich hier die Möglichkeit, einen Boden zu haben, kann die einfach an den Seiten hochziehen und dann ist das natürlich auch komplett dicht. So, da du hier stehst, denke ich, du hast es geschafft. Ja, vielleicht einfach noch mal kurz auch zwei Worte zu dem, weil man Parkdale 4 PA, ein Dreiraumzelt, hatte zum Preispunkt von ca. 900 Euro, dass wir das jetzt nicht vergessen und alle, man wäre mal schön, auch da was darüber zu wissen. Und da, wo wir im Roseville waren, bin schon fertig. Du bist schon fertig, sehr gut. Aber Danke. Der Reißverschluss macht doch ein bisschen Lärm, jetzt machen wir das kurz zu Ende. Hier sehen wir eine Preislage von 1150. Bei beiden Modellen haben wir auch die 6er-Varianten unten stehen, wo wir ca. eine Stunde auch nochmal drüber gehen. Ja. Wenn jemand sagt, okay, das Zelt fände er spannend, aber ein bisschen schmal, es könnte auch breiter sein. Jetzt mache ich Kammel einmal den Reißverschluss zu, dass man das einmal sehen kann. Der Robert hat ja gesagt, die Vorderwand, wie gesagt, kann man versetzen. Dahinter ist ein Moskitonetz, Gardinen und darunter ist auch die Bodenplane. Und wie gesagt, beide Zelte gibt es auch als 6-Personen-Varianten und die stehen dann auch unten bis ungefähr eine Dreiviertelstunde sind wir da auch bei den 6-Personen-Zelten, dann werden wir da auch nochmal die Größe wandeln. Genau. Aber jetzt machen wir ganz kurz eine Pause, dann gibt es unseren Wind- und Regentest. Schaut da rein, das ist wirklich super beeindruckend und wir hoffen, die Anne ist wieder zurück am Platz. Also bitte, Anne. Ja, Outwell ist nicht nur für unsere Innovation bekannt, sondern wir setzen auch unsere Qualität von unseren Produkten sehr hoch. Deswegen habe ich hier bei mir einer von unseren Kollegen, den ganz viel über Qualität jetzt wisst, Christopher. Er sitzt bei mir und Christopher, du wirst mir ein paar Dinge über Qualität und wie man sein Zelt auch lebenslänglich oder jedenfalls länger machen kann, wie man Qualität, wie man das schätzt und wie man das hier bei uns so im Hochsitz habt. Kannst du etwas über Qualität unserer Zelten sicherstellen? Was tun wir, um eine hohe Qualität sicherzustellen? Ja, gern. Zum Anfang verfügen wir über langjährige Erfahrung in der Herstellung von Zelten und haben sorgfältig Fabriken ausgewählt, mit denen wir Jahr für Jahr zusammengearbeitet haben, um eine kontinuierliche hohe Qualität und ein gemeinsames Verständnis der Spezifikationen und Details zu gewährleisten. Also wir arbeiten mit einigen Fabriken seit Jahren lang zusammen, damit wir auch sicherstellen, dass die Fabriken unsere Produkte kennen und die hohe unsere Qualität auch wissen zu schätzen. Ja, genau. Dann das macht allerdings einfacher und die Fabriken verstehen deshalb, was wir wollen und wir machen unsere Zelte und so weiter. Ja. Gut. Und ich denke auch, also für uns ist ja auch den Feedback von Kunden sehr zu schätzen. Also wir benötigen und brauchen auch die Feedback, was wir von Kunden bekommen, um die Qualität höher zu machen. Ganz bestimmt. Wir sind ständig bemüht, das Feedback zur Verwendung unserer Produkte zu bewahren und die Zelte nach Möglichkeit zu verbessern. Ganz sicher. Schön. Also dann wissen wir, also den Feedback, das verwenden wir eigentlich auch. Also wir sammeln das innerhalb den Jahr und das leiten wir dann weiter an die Abteilung für Entwicklung und mit der Qualität machen wir sicher, dass es auch gut läuft und dass wir gute Qualitätsprodukte auch herstellen. Ja, auf die Messen und bei Händlern auch. Da werden viel gefragt oder oft gefragt, was kann man machen, wenn wir auf einen Urlaub ist und eine Stange oder ein Luftschlauch reißt. Also die Frage ist jetzt oft, ist der Urlaub vorbei oder kann man weitermachen? Man kann oft weitermachen, aber zum Anfang empfehlen wir, dass man diese vor dem Urlaub aufzubauen. Ja. Um sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist und dass eventuelle Probleme sonst behoben werden kann. Okay, also man kann eigentlich ein bisschen üben sozusagen, zuvor man auf einen Campingplatz geht
Und gibt es da noch weitere Tipps und Tricks, was man machen kann? Ja, das kann man. Wir empfehlen außerdem, wir unsere DIY-Videos zu erkunden. Hier haben wir verschiedene Tipps und Tricks, bei unserer Erfahrung. Und hier finden Sie Lösungen für verschiedene Herausforderungen. Zum Beispiel, ob man hat einen Luftschlauch, der Luft verliert, ist das zu unserer Erfahrung oft der Ventil, der nicht angesogen werden. Okay. Das kann man wäre es eine gute Idee, im Voraus vielleicht einige Ersatzteile zu kaufen? Mhm. Oder ist das eigentlich nicht notwendig? Oder gibt es vielleicht ein paar Sachen beim Zelt auch dabei, was man nutzen kann? Notwendig oder nicht notwendig, es ist meistens eine Temperamentssache, aber es ist ganz bestimmt möglich, eine Ersatzluftschlauch im Zelttasche zu haben oder ein Ersatzsegment für einen Stang. So, das ist möglich mitzubringen, so man mehr sicher sein. Okay. Soll man einen Unfall haben, dann ja. Sind man vorbereitet. Ich glaube auch, also bei den Luftzelten, da gibt es auch so ein kleines Paket dabei, da kann man den Luftschlauch auch mit einem so ein kleines Kletterband kann man das flicken. Und ich glaube, kommt man zu mehreren Flicken, dann kann man auch Klebeband eigentlich als Kurzzeit kann man das auch verwenden. Ja. Das sind, wir haben auch Videos von, wie man das macht in unserer DIY-Sektion unserer Webseite. So, das können wir auch empfehlen, dass man studiert bevor dem Reise. Ja. Ja. Wir sehen oft, dass bei Gestängezelten, da hat man so eine Farbe gut, man hat ein schwarzes Gestange an die schwarze Kanal. Gibt es dann auch bei die Luftschlauch, gibt es da auch Farbekoden von einem Luftschlauch? Ja, weil der Luftschlauch ist nicht alles die gleiche Länge. So, wir haben auch hier ein Farbsystem. So, im Zelt sieht man ein kleines Textil, da rot oder gelb oder schwarz sein. Und das kann man, wenn man einen Ersatzschlauch bestellen, sagt, ich brauche ein schwarzes Schlauch für dieses Zelt. Ja, ja. Also ich denke mal auch, dass zum Beispiel bei die Fibergestänge, die sind ja mit kleinen Teilen, da kann man das auch ganz schnell und einfach, kann man das auch einer kaputte oder ein zerreißte Stange auch erneuern. Wie funktioniert das? Mit den Luftschlangen? Nee, mit dem Fibergestänge. Ja, da ist ein Elastikband vom Innen der Stänge. Ja. So, das kann man am Ende öffnen und dann kann man Segment für Segment ausbauen und zubauen. Ja, okay, genau so. Super. Bei dem Luftschlauch, da gibt es auch die Möglichkeit, separate Luftschlauche zu kaufen. Und ich denke, also wie bei all unseren Ersatzteilen, da gibt es auch eine ganz klare Erklärung, wie man so einen Luftschlauch austauscht. Und da gibt es auch bei jeder Ersatzluftschlauch, da gibt es auch ein Ventil dabei und eigentlich das Werkzeug dazu wird auch... Richtig, der Ventilschlüssel ist auch mitgeliefert, ja. So man den Ventil aufmontieren und dann zurückmontieren, wenn man den Schlauch aufgetauscht hat. Ja. Also Erklärungen und alles, was man eigentlich benötigt, das ist in dieser Verpackung das ist dabei. In der Verpackung und dann haben wir, als ich gesagt habe, unsere DIY-Sektion an der Webseite, da hat Videos für diesen verschiedenen... Ja. Also da gibt es ganz viele Tipps und Tricks und eigentlich ist ja auch zu empfehlen, dass man alle unsere Videos, ob das Aufbau oder Zusammenlegung, da gibt es mehrere Videos auf die Social Media und auch auf unserer Homepage anzuschauen. Ja, das ist richtig. Ja. Ich denke auch, also wie kann man den Lebensdauer von einem Zelt eigentlich verlängern? Gibt es da Möglichkeiten? Ja, ich denke, dass da ist es zwei Hauptmöglichkeiten. Da eine ist, wie man den Zelt, wenn man schützt den Zeltbodens, indem sie sicherstellen, dass sie
ihn nicht auf scharfe oder stechliche Steine und Schweigelagen und möglicherweise platziere eine Unterlage unter dem Zelt. Okay, also das ist eine separate Unterlage, dass man als extra kaufen kann unter das Zelt. Das ist eine Möglichkeit, auch ja? Man oft am steinigen Boden kampiert oder so, aber in jedem Fall scharfe Steine oder so wegmachen, bevor ja. als das möglich ist. Okay. Wie muss man das Zelt eigentlich auch zusammenfalten? Also kann man das, wenn man vom Urlaub nach Hause fährt, es regnet, wie ist das mit... Es ist natürlich oft besser, wenn man den Zelt trocken zusammenpackt kann. Ja. Das ist nicht jedenfalls möglich. Dann ist es sehr wichtig, wenn man zu Hause kommt, den Zelt komplett trocken und rein macht, bevor man es... zusammenfaltet, ja und genau verpackt. So. Okay. Es wird oft die Frage gestellt, weil Lebensdauer von einem Zelt, es wird ja meistens im Sommerurlaub in die Sonne gebraucht. Gibt es da auch die Möglichkeit, das Tuch ein bisschen den Lebensdauer zu verlängern? Ja, es ist natürlich eine gute Idee, den Zelt gegen den UV-Strahlung zu schützen. UV-Strahlung ist wirklich, was macht Polyestergewebe kaputt. Ja. Über den Zeit, so kann man den Zelt unter einem Baum oder unter einem Tarp für zum Beispiel ein Teil des Tages platzieren. Dann ist es gut für ja. die Lebensdauer des Zeltes. Ja. Wenn das nicht möglich ist, empfehlen wir, man regelmäßig den Zelt wieder zu imprägnieren. Das kann auch den Lebensdauer verlängern. Okay. Und wie macht man eine Imprägnierung von einem Zelt? Ist das mit hat die Outwell ein besonderes Produkt dazu? Ja, wir haben ein Produkt, das ist ein Spray-Produkt, man auf dann eine reinige und trockene Zelt imprägniert mit. Und dann muss es auch wieder trocken, bevor man packt das Zelt zusammen noch okay. einmal. Also es gibt dann Möglichkeiten, auch das Zelt ein bisschen, eine längere Lebensdauer zu haben. Ja. Also Christopher, das war unheimlich schön, von unserer Qualität und Lebensdauer vom Zelten auch ein bisschen zu wissen. Und ich weiß, also jetzt werden wir etwas spannend mal auch sehen, weil das wird auch in die Entwicklungsabteilung und die Qualität auch verbraucht. Das ist unser Wasser- und Windtest. Ja. Und also das ist sehr spannend. Und ich denke mal, schaut euch das an. Und ich glaube, oder ich weiß, der Robert steht bereit und wird euch ein bisschen dazu das erzählen. Also ich gebe mal weiter an Robert. Ja, vielen Dank Anne und Christopher für die vielen Tipps und Tricks. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig für den Gebrauch des Zeltes. Wie ihr seht, ich habe meine Position verändert. Ich stehe im dänischen Sommer, wundervolles Wetter in Give. Aber genau das brauchen wir, weil das hinter mir ist unser Wind- und Regentest. Das heißt, hier testen wir unsere Zelte. Und liebe Grüße an meinen Kollegen Stefan. Jetzt kommt doch endlich seine Windmaschine zum Einsatz. Ich gehe einmal ein bisschen beiseite, weil ansonsten wird es zu stürmisch. Und sag Jens, los geht's. Thank you.
Ja, das war windig. Ich denke mal, so testen wir auch bei uns. Und ja, nass wird es auch manchmal. Wir schauen uns mal jetzt unser fünfpersoniges Zelten an und danach schalten wir direkt zu unser Sechs-Personen-Zelten auch. Und ja, wieder werden uns Robert und Karl uns das Schöne durchleiten. Ich stelle mal durch zu Robert und Karl. So, die nächsten 30 Minuten haben wir das Thema Fünf-Personen-Zelte, wo wir natürlich total verschiedene Grundrisse hier stehen haben. Das heißt einmal von der Größe, von den Materialien, von der Gestängearten. Wir haben Baum- und Mischgewebezelte dabei, wo wir wissen, wo immer wir sehr viele Fragen bekommen. Also es wird eigentlich recht spannend. Hier stehen wir jetzt aktuell vor unserem Greenwood 5. Es ist ein Zelt mit Preispunkt ungefähr 580 Euro, aber eigentlich genau der gleiche Grundriss gibt es auch mit unserem beliebten Avondale 5. Das ist ein Zelt, was wir mehrere Jahre im Sortiment haben. Und das Avondale 5 PA hat mehr oder weniger der gleiche Grundriss. Das heißt, wir haben hingegen dem Zelt, was wir oben stehen gehabt haben, das Oakwood, ein Element mehr. Und somit haben wir eine sehr große Innenzeltfläche, die rund um die vielleicht 15 Quadratmeter hat. Und wenn man das Ganze auch mal ansieht, also so ein großes Zelt, ich glaube, das wäre jetzt machbar für unsere Familien, zwei Erwachsene, zwei Kinder, passt als Gestängezelt in so eine Packtasche. Da komme ich, glaube ich, gut verstaut. Klar brauche ich noch Möbel, Kocher. Und jedes Jahr wird es ein bisschen mehr und mehr, ja, wissen wir. Aber generell haben wir hier gute Möglichkeiten. Und hier haben wir natürlich dann eine geteilte Schlafkabine. Die eine ist 1,20, die rechte ist dann 1,60 bis 1,80. Bei der Luftvariante ist es ein bisschen breiter. Aber generell ein sehr, sehr gängiger Grundriss, weil wir halt hinter dieser geraden Front oder beziehungsweise vor der geraden Front nochmal ein schönes Vordach haben, um eventuell Schuhe draußen zu lassen bei bisschen Nieselwetter, vielleicht auch mal zu kochen und solche Dinge. Also da wissen wir, dass das immer sehr, sehr gut ankommt. Tja, absolut. Ein paar Fakten zu der Kollektion für die, die vielleicht neu dazugekommen sind, was wir natürlich hoffen, das ist unsere Select-Kollektion. Das heißt, wir arbeiten hier mit einem Gewebe ummantelten Fiberglas, was einfach bruchstabiler ist als klassisches Fiberglasgestänge. Das ist zusätzlich ummantelt. Somit hat man den Vorteil, sollte es einfach brechen, stoppt der Bruch und ich kann es einfacher reparieren. Wir haben eine Wassersäule von 4000 mm und natürlich getebte Nähte. Somit, wenn man gerade beim Regen- und Windtest eingeschaltet hat, ich bin zwar ein bisschen nass, das ist aber noch von draußen, im Zelt wäre das natürlich nicht passiert. Du hast gerade schon die Fläche angesprochen, deswegen gehe ich darauf gar nicht so sehr ein, sondern möchte dann einfach nochmal sagen, in der Fronttür ist ein Moskitonetz verbaut. Mhm. Auch in der Seitentür, die man hoffentlich sehen kann, ist hier nochmal ein komplettes Moskitonetz. Das heißt, ich kann hier nicht durchgreifen. Auch da wieder Thema Belüftung, ganz, ganz wichtig für uns auf der Rückseite. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, geht es einfach darum, auch da ein großer Lüfter. Eine tolle Geschichte ist unsere Kabine hier, die ist 2,15 Meter lang, also bis zu 5 Personen geeignet, na klar. Was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist vielen gar nicht klar, ist es eine große Kabine, sind es zwei einzelne? Bei uns ist es immer eine große Kabine, die ich an diversen Stellen, und das sieht man bei uns in den Zeichnungen, durch gestrichelte Linien abteilen kann. Das bedeutet, ich könnte die Kabine hier abteilen, dann ist das ein Schlafbereich und das hier ein Schlafbereich. Für die, die es noch nicht kennen, quick and quiet. Ja, jeder kennt es, Reißverschlussgeräusch, nachts, man will raus, Kinder schlafen vielleicht. Was kann ich tun dagegen? Ja, wir haben uns, nicht wir selbst, sondern die Kollegen, sehr viele Gedanken gemacht. Zwei Magnetstreifen sind hier eingearbeitet, somit kann ich also einfach sehr geräuschlos in meine Kabine gehen. Ja, das heißt, hoffentlich kann der Rest einfach weiter schlafen. Man hat schon gesehen, ich halte die Kabine jetzt einmal offen. Was ein ganz großes Thema für uns ist, sind abgedunkelte Innenkabinen. Das heißt, die Kabinen sind im Innenbereich schwarz, sodass ich auch hoffentlich einen langen Schlaf haben kann. Ganz wichtiges Thema. Und man sieht auch in der oberen Vorderfront wieder hier Moskitonetze, die ich einfach öffnen kann.
Super Zelt, ich glaube für vier Personen perfekt, muss man ganz klar sagen, viel Platz ausreichend, um dann einen ordentlichen Campingurlaub zu verbringen. Karl, du bist schon bei der nächsten Variante. Wir gehen mal weiter zu dem nächsten Zelt. Das ist unser Lindale, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau. Das Lindale 5PA. Wir haben oben gerade begonnen mit den kompakten Zelten, die wo schon dabei waren. Das war unser zweites Zelt, was wir vorgestellt haben. Da hat es den Namen Oakwood. Hier haben wir einen anderen Namen, das Lindale 5PA. Weil das Lindale ist eine aufblasbare Variante, wie gerade vorhin gezeigt, über drei Luftschläuche, die einzeln aufgeblasen werden. Und hingegen dem Modell, was oben steht, wo die Schlafkabine sozusagen, wo man quer schläft, haben wir hier, genauso wie gerade eben bei dem Zelt, wo die Schlafkabine in der Länge ist. Auch hier wiederum ist diese Quick-and-Quiet-Tür. Aber wer sagt, okay, funktioniert das überhaupt? Natürlich haben wir weiterhin diese Möglichkeit, das Ganze über Reißverschlüsse genauso zu öffnen und zu schließen. Und auch Thema Belüftung, auch in der Schlafkabine. Wir haben hier dann dahinter auch immer noch mal ein Moskitonetz, dass die obere Hälfte dementsprechend auch geöffnet werden kann. Also wie gesagt, zuerst hatten wir die 3er-Variante, hier mal die 5er-Variante. Beide gibt es sowohl als 3- und 5-Personen-Zelt. Hier wiederum auch wieder eine gerade Front mit einem kleinen Vordach. Und dann haben wir natürlich auch weitere Varianten hier dann dabei. Der Robert, ich sehe schon, hallo, er steht schon bei der nächsten Variante. Wir gehen jetzt einfach kurz durch unser Fernsehstudio, wo wir aufgebaut haben, wo ein bisschen die Scheinwerfer stehen, zu unserer nächsten Variante und sind dann drüben bei den 5-Personen-Zelten. Genau. Wer oben schon zugeschaut hat, wir haben oben am Nevada 4P sehr viel gezeigt. Hier ist der große Bruder oder die große Schwester. Einfach nur nochmal, um sehr deutlich zu sagen, auch hier wieder die Premium-Kollektion mit unserem dickeren Polyestermaterial, 150 Denier stark, mit der 6000 mm Wassersäule und die längere Schlafkabine von 2,30 Meter Länge. Ein Zelt, was ich persönlich sehr, sehr gerne mag. Es gibt das Nevada schon ganz lang. Ich habe es gesagt, Nevada MP liegt bei mir ganz, ganz viele Tage schon im Keller, häufig benutzt, weil es für unseren Zweck super zu nehmen ist. Egal ob 2, 3 oder 4 Personen, dann mit der Möglichkeit, das Zelt auch nochmal zu verlängern. Wirklich eine Variante, die sich über die letzten Jahre absolut bewährt hat und sicherlich eines der Zelte, die wir unfassbar häufig auf den Campingplätzen sehen. Von daher nochmal dran denken, es gibt zwei Größen, das Nevada 4P und 5P aus unserer Premium-Kollektion. Bei unserem nächsten Zelt haben wir auch so ein paar Tipps und Tricks für euch. Da will der Karl gleich drüber sprechen. Von daher würde ich sagen, wir gehen direkt einmal weiter zu unserem Oakdale, weil hier haben wir ein ganz, ganz neues Zelt aus der 2021er Kollektion. Und Karl, du hast hier ein bisschen was für uns vorbereitet. Genau, ich habe eben mitbekommen, auch der Christopher und die Anne haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen. Luftzelte stehen ja jetzt und weiter kommen nochmal 3 weitere Luftzelte. Und dass wir einfach das auch noch mal ein bisschen besser zeigen und erklären können, nicht nur mit Worte, was das bedeutet. Das heißt, dieser Luftschlauch an für sich ist ja im Prinzip ein luftführender Schlauch. Darum ist eine Hülle. Und diese Hülle kann ich natürlich auch öffnen mit Reißverschlüsse. Habe ich sozusagen der Vorderfront, habe ich einmal das Außenmaterial, dann kommt die Hülle und darin der luftführende Schlauch. Sollte hier irgendwo Gefahr bestehen, dass irgendwas undicht ist, wäre klassisch natürlich zuerst mal zu beginnen, ist das Ventil überhaupt in Ordnung? Hat sich da vielleicht irgendein Haar, ist da dementsprechend irgendwie ein bisschen Sand drin, dass ich mal das Ventil einfach mal ein bisschen prüfe, ob da was dazwischen gekommen ist. Sollte im Prinzip da irgendwo sein, kann ich es dementsprechend säubern. Aber auch diese Ventile lassen sich austauschen, wie gerade eben auch der Christopher erklärt hat. Also wie gesagt, ich habe das alles mal da. Da gibt es ein Werkzeug zum einen, es gibt den Flick. Das heißt, beim Zelt selber, im Heringpacksack, findet man dann so ein Teil, wo man gar nicht weiß, für was ist denn das notwendig. Mit dem kann ich sozusagen das Ventil rausnehmen. Das Gegenstück bleibt im Schlauch drin und dann kann ich dementsprechend ein neues aufsetzen. Wie gesagt, eine Technologie, die beim Stand-Up-Paddle Standard ist. Und dann kann ich sozusagen, sollte eine Dichtung über Jahre irgendwann mal Probleme machen, kann ich die weiterhin austauschen. Dann eben umso wichtiger, sollte dann eben das Ventil nichts haben, sondern tatsächlich der Schlauch ein Problem haben, dann würde ich sagen, ich lasse die Luft raus, öffne dementsprechend die Reißverschlüsse vom Außenzelt und dann dementsprechend das von dieser Cover. Und dann komme ich sozusagen an einen Luftführenschlauch, ähnlich wie der Fahrradschlauch und der Mantel. Und dieser luftführende Kanal kann ich dann sozusagen, wer da draußen ist, pumpe ich nochmal auf, kann meistens mit der Hand schon ein bisschen drüber gehen, spüre, wo ist ein Luftaustritt. Und dafür, natürlich klassisch, viele Jahre hat man gesagt, nehme ein Panzerband, klebe es ab. Aber das Panzerband hat einfach den Nachteil, dass ich es dann eben nicht reparieren kann.
Jetzt reiße ich das einfach mal auf und dafür gibt es sozusagen solche Sticker, die sind auch transparent, sind eigentlich mehrere dabei. Und diese Sticker schneide ich dann dementsprechend einfach rund, ziehe sie ab, setze sie ganz normal dementsprechend auf den transparenten Schlauch auf und kann danach sofort wieder aufpumpen, kontrollieren, ob alles richtig sitzt und setze es wieder ins Zelt rein. Im Urlaub setze ich fort. Sollte jemand dieser Sticker sagen, okay, brauche ich nicht, nichtsdestotrotz bieten wir auf unserer Webseite, unsere Händler haben die fast immer vorrätig, gibt es einen komplett Schlauchersatz. Da ist genau das wieder mit dabei, was ich gerade alles erklärt habe, sowohl das Ventil, der Schlüssel, die Flicken, aber auch der gesamte Schlauch. Auf der Webseite sieht man, welche Schläuche passen für was. Und wenn wir nachher im Schlauch drin sehen, ist ein kleiner Abnäher drin. Der ist rot, gelb, grün, ja, orange und so weiter. Farblich markiert. Hier haben wir jetzt das Rote. Und dann setze ich sozusagen, nehme ich den raus und gegenüberliegend, wo das Ventil ist, setze ich das wieder ein und kann den kompletten Schlauch austauschen. Also heutzutage gar kein großes Problem war. Wie gesagt, als wir begonnen haben, musste man hier mal der komplette Schlauch alles tauschen. Inzwischen sage ich, das ist relativ einfach und einfach zu lösen. Ähnlich wie ich ein Fiberglasgestänge reparieren und vielleicht ersetzen muss, geht es hier genauso. Also relativ simpel und einfach gemacht, insofern haben wir da immer eine schöne Lösung. Absolut. Ich glaube, dass es einfach da wichtig ist, weil das Thema Luft, und jetzt sprechen wir mal über unser schönes Zelt, was wir hinter uns haben, aber das Thema Luft ist für viele einfach vielleicht noch neu und da können wir und wollen wir die Angst auch nehmen. Sollte etwas sein, wie es der Karl gesagt hat, gibt es nicht nur Ersatzflicken, sondern auch direkt den Ersatzschlauch, wenn man es braucht. Also nichts anderes, wie wenn mir ein Gestänge bricht. Wir stehen hier vor unserem Oakdale 5PA. Nebenbei, aber wir möchten es einfach erwähnen und das auch ganz groß. Uns ist es natürlich wahnsinnig wichtig, dass wir dann Zelte machen, die A, genutzt werden und die dann sicherlich auch für den Campingbedarf perfekt geeignet sind. Hier haben wir einen Award gewonnen, Best Small Family Tent. Small schauen wir gleich mal, aber generell zeigt das natürlich auch, dass da unsere Kollegen in der Produktentwicklung einen super Job machen. Wir auf dem richtigen Weg sind, hoffentlich für euch, dass das Camping dann am Ende des Tages auch wahnsinnig viel Spaß macht. Wir stehen bewusst sehr, sehr hier außen und zwar, weil man hier sieht, wir haben im letzten Jahr in 2020 und wir schauen das natürlich gleich von innen deutlicher an, angefangen Modelle mit unserer Wing Lounge zu machen. Das heißt einfach einen zusätzlichen Raum im Innenbereich, den ich super flexibel nutzen kann. Da werden wir gleich noch diverse Möglichkeiten sehen, was da alles passieren kann, aber allgemein von außen mal zu sehen, wie toll das ist. Ich würde sagen, wir gehen einmal in die Front und schauen einfach mal ins Zelt rein und können uns da mal gemeinsam so ein paar Sachen anschauen. Eine kurze Sache, bevor wir ganz reingehen, und das sieht man auch außen, auch da wieder zum Thema Wind, Sturm. Wir wollen den Urlaub so sicher wie möglich machen. Nicht nur die klassischen Abspannleinen, die wir verwenden, sind dran, sondern auch immer Sturmbänder, sowohl in der Front als auch auf der Rückseite des Zeltes. Hier natürlich ganz klar, wir wollen auf Nummer sicher gehen, dass da am Campingplatz für euch auch alles gut läuft. Und nochmal, im Falle des Regens ist Camping immer da, wo ihr euch wohlfühlen sollt. Sonne kann jeder und das ist sicherlich einfach. Hier haben wir wieder eine Dreiraumvariante. Das heißt, wir haben unseren Nassbereich in der Front. Den haben wir jetzt hier mal verschieden dekoriert, einfach mit verschiedensten Möbeln. Auch hier wieder großer Raum, Eingangsbereich, wo ich dann nasse Schuhe, Jacke etc. Einfach ausziehen kann. Und dann kommen wir sozusagen in unseren Wohnbereich. Hier wieder unsere Quick and Quiet Tür, große Moskitonetze, dass ich hier für Luft sorgen kann. Und dann schauen wir mal, aber ich sehe, du hast es schon gemütlich gemacht. Hier sieht man mal die Wing Lounge in Funktion und ja, hier Karl, vielleicht magst du uns ein bisschen was zu den verschiedenen Optionen einfach der Wing Lounge auch sagen. Okay, ich dachte, ich mache jetzt gerade Kaffeepause. Machst du Pause? Soll ich übernehmen? Nee, aber generell wollen wir einfach auch mit der Wing Lounge, die natürlich nicht die gleiche Höhe hat wie das Rest des Zeltes, aber ich glaube, wir werden gleich, glaube ich, noch 3 oder 4 weitere Modelle sehen, aber diese Wing Lounge bietet einfach auch beim relativ kompakten Zelt doch nochmal zusätzlichen Raum, den ich unterschiedlich nutzen kann. Ganz viele Camper haben Hunde, die vielleicht dann auch nochmal zusätzlich Platz brauchen, könnte Hunderkorb oder eine Decke hinlegen. Aber wir haben jetzt einfach mal hier den Sitzplatz gewählt, weil wir natürlich eine tolle Panoramafront haben. Das heißt, gerade wenn ich überlege, wenn ich an Pfingsten in Urlaub gehe, dann habe ich zwar tagsüber wirklich oft tolle Temperaturen, ein schönes Wetter, aber gerade in der Morgenstunde und aber auch abends sind dann doch wieder Zeiten, wo es dann einfach sehr windig, kühl wird und dann ziehen wir uns doch teilweise im Zelt zurück oder frühstücken auf dem Zelt. Und dann ist das natürlich eine wunderschöne Möglichkeit, dass ich einfach ein perfekter
Blick habe, bekomme ein bisschen mit, was da draußen los ist. Als die Kinder klein waren, geguckt, sind die Nachbarskinder auch schon draußen unterwegs und dementsprechend, dass sie raus können, aber haben da natürlich gute Möglichkeiten, dass wir einfach diesen Raum ein Stück weit vergrößern und durch diesen separaten Luftschlauch haben wir da eine gute Möglichkeit. Ja. Ja, absolut. Ich würde einmal hier an der Stelle übernehmen. Ich stehe jetzt wieder vor der Schlafkabine. Auch hier wieder eine große Schlafkabine, die in dem Fall in der Mitte, nicht ganz in der Mitte, Entschuldigung, auf der linken Seite ein bisschen schmaler, zwei Personen, rechts drei. Auch hier wieder mit unserer Quick and Quiet Öffnung, dass ich leise und schnell in das Zelt komme. Eine Kleinigkeit zwar, aber für uns wahnsinnig wichtig, ist unser Hooktrack-System. Das heißt, wo befestige ich Lampen, wo hänge ich vielleicht mal ein T-Shirt auf oder eine Gardine. Wir sehen das später nochmal, aber ich möchte hier einmal drauf eingehen. Im Lieferumfang, und da kam ein paar Mal die Frage, oh, wir haben hier so kleine Haken dabei, wo genau mache ich die denn hin? Die sind fürs Zelt. Und zwar dafür, wir haben auf der Innenseite, jeweils hier in dem Zelt, haben wir einen Luftschlauch. Und hier ist eine kleine Plastikschiene oder ein kleines Kederprofil, wer das vielleicht kennt, befestigt. Und da habe ich jetzt einfach die Möglichkeit, mit diesen diversen Haken, die dabei sind, das Ganze einfach zu befestigen. Somit kann ich einfach entscheiden, möchte ich hier vielleicht ein T-Shirt oder ein Handtuch aufhängen, was vielleicht einfach trocknen muss, oder möchte ich irgendwo an einem bestimmten Punkt im Zelt meine Lampe befestigen. Es ist super flexibel mit diesen Haken. 10 Stück sind dabei. Es gibt dann noch diverse Optionen, was ich machen kann. Haken einzeln kaufen oder dann gibt es auch Bänder, die werden wir später noch zeigen, um dann nochmal sehr, sehr flexibel Lösungen zu finden, einfach für Kleinigkeiten. Das sieht man auch einmal hier unten, was wir hier haben, auch hier in den Seiten, weil viele Outwell-Zuschauer kennen vielleicht die Organizer-Pockets noch aus den Kabinen in der Mitte, fanden das immer super schön. Jetzt durch die Quick-and-Quiet-Türen sind die da natürlich verschwunden, aber nicht weg. Die haben sich jetzt einfach nur nach links und rechts unten verlagert, sodass auch da die Möglichkeit für ein Handy, für einen Geldbeutel, für eine Zeitschrift, diese Möglichkeiten sind wirklich da, um das weiter zu verstauen. Auf der Rückseite des Zeltes hatten wir besprochen, wollen wir uns hier auch nochmal unsere neue Lüftung anschauen. Das heißt, wir gehen gerade einmal wieder aus dem Zelt raus, aber du willst noch einmal was reinwerfen. Genau, ich kann noch was Kurzes dazu. Wir stehen, wie gesagt, bei dem Oakdale 5 PA aktuell, ein 5-Personen-Zelt, Preispunkt ungefähr bei 1100 Euro. Für alle, die sagen, Mensch, also so ein Grundriss mit einem Winglorsch finde ich total klasse, aber 5 Personen mit einer 1,40er und 1,80er Schlafkabine könnte ein bisschen knapp werden für uns. Es könnte ein bisschen mehr Innenraum sein. Diese Variante, gerade wo wir uns jetzt befinden, bei der Prime Air Kollektion, gibt es ein Hardtail 6 PA und ein Pinedale 6 PA. Das Hardtail 6 PA hat sozusagen in der Front keine Tür, also falsch gesagt, im Vorbau keine Tür. Natürlich hat es eine Tür, aber im Vorbau ist dann offen. Und beim Pinedale 6 PA ist mehr oder weniger dieses Zelt, jedoch mit zweimal große Schlafkabinen, 1,80 und ein Element länger. Dann haben wir, glaube ich, wir sagen immer, es ist unser größten Innenraum, den wir haben. 4 Meter. Und das Pinedale 6 PA haben wir zwei vor kurzem mal ein Video gemacht. Auch das findet ihr bei YouTube, also da unter Outwell Tents. Unser YouTube-Kanal findet ihr natürlich auch noch weitere Kanäle. Aber wie gesagt, der, wo Winglers total klasse findet, da gibt es auch weitere Modelle. Wir haben noch andere stehen, aber wie gesagt, diese zwei stehen nicht. Drum nochmal für die, wo es spannend finden. Ja. Wir gehen einmal und schauen uns den Lüfter an. Jetzt müssen wir einmal uns so ein bisschen hier durchwühlen. Das ist aber nicht schlimm. Wir gehen am Zelt vorbei. Hier kann man jetzt auch nochmal das Seitenprofil sehen. Abspannlein etc. ist natürlich dran. Hier ist nochmal die Moskitonetz-Tür in der Seite, die wir haben. Und einmal schauen wir hier uns den Lüfter an, den wir ausgestellt haben. Rückseite des Zeltes, fragen sich vielleicht viele, warum schauen wir uns das an, warum ist das so spannend, aber ganz, ganz wichtige Neuerung in 2021. Hier nochmal die Sturmabspannleinen zu sehen, die natürlich für Stabilität sorgen. Dann ist es ganz klassisch, dass wir auf der Rückseite einen breiten Lüfter über die gesamte Fläche haben. In der Vergangenheit war es möglich, hier einen Steg zu verwenden und dann abzuspannen. Somit kam die Zugluft hier in das Zelt. Gerade wir oder gerade viele unserer Endkunden und Händler sagen, was ist unsere Urlaubsführung? Wir versuchen dahin zu fahren, wo es warm ist. Somit brauchen wir also Belüftungsmöglichkeiten. Und somit hat man dann jetzt für 2021 einfach die Möglichkeit, hier an der Stelle das Material einzurollen. Das natürlich über die gesamte Breite. Ich mache das jetzt mal an zwei Punkten. Und dann sieht man schon, darunter ist natürlich ein Moskitonetz, sodass hier auch keine
Fliegen, Insekten, Moskitos reinkommen. Und somit habe ich wirklich ein sehr, sehr breites Fenster sozusagen, wo ich nochmal richtig für Zugluft sorgen kann. Und dann nochmal mit der Kombination, dass in der Front, in der Seite überall Moskitonetze sind, haben wir hier wirklich dafür gesorgt, dass wir einen sehr, sehr guten Luftstrom haben. Und das ist natürlich gerade bei warmen Temperaturen extrem wichtig, sodass ich dann ordentlich durchlüften kann. Temperaturen ist ein gutes Stichwort, weil neben mir steht das Mountain Lake, ein auch ganz neues Zelt und ein ganz häufig nachgefragtes oder gewünschtes Zelt, kann man sogar sagen. Und da gehen wir auf das Thema Temperaturen nochmal genauer ein. Von daher würde ich sagen, Karl, wir schauen uns mal das Mountain Lake an. Das ist das erste Zelt, was wir jetzt haben aus unserer Baumwollmischgewebskollektion. Mhm. Und ja, wir gehen einmal zum Karl. Ich glaube, wir gehen einfach einmal in die Front, da sehen wir ein bisschen mehr über das ganze Zelt. Baumwollmischgewebe bedeutet, wir nennen es TC. TC steht für Technical Cotton. Das heißt, wir haben ein Drittel Baumwollanteil und zwei Drittel Polyester. Und beide Materialien haben diverse Vorteile, aber vielleicht auch gewisse Schwächen. Das heißt, natürlich sind beide Materialien, Polyester steht dafür, dass es leicht ist, dass es reißfest ist. Es ist im Prinzip auch, kann man sagen, günstiger wie Baumwolle. Es trocknet sehr schnell, es hat kleine Packmaße. Aber Nachteil, es muss beschichtet werden, sodass es dicht ist. Und bei der Baumwolle habe ich die Eigenschaft, dass es nur imprägnieren kann. Es ist ein offenporiges Material. Und durch die Offenporigkeit, dass es nicht beschichtet ist, kann es atmen. Also Feuchtigkeit dringt ins Gewebe ein. Möchte ich gerade einmal ganz kurz Magst zeigen. Jetzt mich ja, ich mache das schon draußen, da war es schon nass genug. Aber generell ist eigentlich, dass das Wasser, was im Prinzip drauf fließt, letztendlich, man kann sehen, es perlt ab. Aber wenn es natürlich großflächig dann stärker regnet, zieht es mit der Zeit ins Gewebe ein und das Material an sich quillt auf. Und durch das Aufquillen macht es natürlich auch dicht. Natürlich sind die imprägniert. Wie gesagt, sie sind nicht beschichtet von innen, wie die Polyesterzelle, aber durch diese Imprägnierung wird es dann dicht. Aber gleichzeitig habe ich halt ein offenporiges Material und ich habe dadurch ein deutlich besseres Klima, weil das, was wir nicht mögen, ist eine sehr schwüle Hitze und eine sehr nasse Kälte. Und in beiden Varianten haben wir die Vorteile, wir haben gelernt von unseren skandinavischen und englischen Kollegen, in England, in Skandinavien werden TC-Zelte sehr gerne am Anfang der Saison genutzt, wenn es sehr kalt ist. Und wir selber sind eigentlich eher gewohnt. Robert hat sich schon schön Platz gemacht. Feuer gesetzt. Aber bei uns ist eher in den Sommermonaten, wenn es sehr, sehr warm ist und sehr, sehr schwül, dann ist natürlich ein Baum- und Mischgewebezelt ein deutlich angenehmeres Klima, weil einfach die Luftfeuchtigkeit kann ins Gewebe einziehen und trocknet nach und nach aus. Die Frage, die wir eigentlich dann immer gestellt bekommen auf dem Messe, ich war früher mal auf dem Zeltlager, hat man meinen Rucksack an das Baumwollzelt angelehnt. Was passiert dann, wenn es feucht wurde? Es hat durchgetropft und so weiter. Aber genau aus dem Grund verwenden wir eben dieses Mischgewebe mit ein Drittel Baumwolle, zwei Drittel Polyester, dass eben dieses Durchweichen nicht passiert. So der Kapillareffekt, dass also Feuchtigkeit nach innen transportiert wird, das findet also nicht statt. Also da muss man keine Bedenken haben. Und wie gerade schon erwähnt, also hier werden wir nicht über Begriffe wie Wassersäule mit 4000, 6000 Millimeter sprechen, sondern die Zelte quellen auf, sind imprägniert, machen dadurch dicht. Und gerade habe ich vorhin erwähnt, dass auch in England, Skandinavien, also in Ländern, wo vielleicht nicht so verwöhnt sind wie wir hoffentlich mit dem Wetter, da kommen die genauso zum Einsatz, sind also genauso dicht. Jetzt kommen wir rein. Der Robert sitzt schon, wir wärmen uns ein bisschen auf am Feuer. Genau, hier sieht man jetzt nochmal, und das können wir ja mal ein bisschen bequem gestalten, wie dann Camping aussehen kann. Heißt, wir haben hier in unserer Wing Lounge, die wir eben schon gezeigt haben, haben unsere Kollegen einfach mal uns ein kleines Feuerchen gemacht. Das heißt, gerade wenn es dann jetzt auf die Europameisterschaft, wenn sie stattfinden kann, zugeht und der eine Teil sagt, ich mag nicht mit auf den Campingplatz fahren, ich will die Fußball-EM anschauen. Auch dafür haben wir eine Lösung gefunden. Das heißt, auch dafür kann die Wing Lounge genutzt werden. Wichtig zu sagen ist nochmal, in der Imperial Air Kollektion, hier haben wir wieder ein sogenanntes Dreiraumzelt. Das heißt, wir sitzen vor der Schlafkabine, Wohnbereich und in der Front. Da ist der Boden dabei. Das heißt, der ist im Lieferumfang enthalten, kann dann einfach reingelegt werden, je nachdem, wie auch ihr das Zelt wirklich nutzen wollt. Neu in 2021, und das ist ganz wichtig, ist natürlich das gesamte Zelt. Und da kann man wirklich ganz klar sagen, es wurde uns wahnsinnig häufig im letzten Jahr zurückgespielt. Baumwollmischgewebe
wird immer mehr im Markt, muss man ganz klar sagen. Die Händler greifen das Thema wahnsinnig gut auf, einfach weil wir viele Zeltausstellungen draußen haben und gerade da wird dieser Effekt sehr, sehr deutlich. Und dann muss man einfach ganz klar sagen, die Wing Lounge ist sehr gut angekommen und somit war natürlich die Vermutung, na, warum nicht bauen wir Mischgewebe mit Wing Lounge? Und da haben unsere Kollegen wahnsinnig gut zugehört, hier ist dann jetzt das passende Zelt dazu. Allgemein muss man aber sagen, und ich gehe mal kurz von gerne, weg, sieht man hier in der Schlafkabine, die ist in 2021 auch in dem Segment Baumwollmischgewebe, also Imperial Air, das sind unsere Baumwollmischgewebszelte, die waren immer 2,15 Meter lang, jetzt ab 2021 auch 2,30 Meter. Das heißt auch hier wieder, und man sieht es, wie schön es dekoriert ist, mit dem Feldbett nochmal, ich habe dann einfach wirklich viel, viel mehr Platz in der Schlafkabine, um hier wirklich wie in meinem Schlafzimmer mich zu entkleiden, Bücher etc., eine kleine Nachttischlampe, das kann ich hier alles abstellen. Sehr wichtig, und wir haben eben den Lüfter auf der Rückseite des Zeltes gezeigt. Jetzt sagt man, es ist vielleicht nicht ganz so schön und ich liege jetzt mal lange in meiner Schlafkabine und lese ein Buch, jetzt hätte ich gerne Licht. Wie kriege ich das in die dunkle Schlafkabine? Auch da haben natürlich unsere Kollegen dran gedacht. Das heißt, man sieht hier so ein kleines Fenster. Auf der Rückseite ist es natürlich dunkel, weil der Lüfter zu ist. Hier kann ich jetzt aber ganz einfach mit diesem kleinen Knebel das Material lösen und könnte das einfach verschließen oder natürlich öffnen. Somit kann ich immer ganz flexibel, je nach Witterung, je nachdem, was draußen los ist oder je nach Bedarf, so wie ihr es braucht, könnt ihr reagieren und entweder Luft reinlassen oder nicht oder dann einfach auch für Licht sorgen. Mhm. Ja. Kleines weiteres Feature, wenn ich zurückdenke, die letzte, würde ich sagen, 8 bis 10 Jahre, wo ich im Campingplatz war, habe ich immer eine Parzelle eigentlich komplett gemietet. Da war immer Strom dabei, das Auto hat drauf Platz gehabt. Ich war eigentlich auf der gleichen Fläche, wo Wohnwagen und Reisemobile sind. Das heißt, natürlich sorgen wir auch dafür, dass wenn ihr Strom mit dabei habt, dass ihr auch Strom mit ins Zelt reinbekommen könnt. Das ist unterschiedlich platziert, aber immer so, dass es sozusagen auch trocken bleibt, wenn ihr da ein Kabel reinführt. Dafür braucht ihr diesen CEE-Adapter, den kriegt da definitiv im Fachgeschäft. Wir selber bieten den bei Outwell auch an. Dann könnt ihr dementsprechend Strom euch ins Zelt legen. Dafür haben wir dieses Hooktrack-System, wo wir bestimmt später auch nochmal zeigen und zuvor auch schon mal gesprochen haben. Aber auch in der Schlafkabine, klar. Manche möchten dann abends vielleicht das Smartphone mit reinnehmen, das vielleicht nachts aufladen. Auch da ist wiederum ein Reißverschluss, dass ihr also auch Kabel in die Schlafkabinen reinbekommt. Dann hier nochmal einmal ganz kurz gezeigt, dass das mit der entsprechend auch die stufenlosen Einstellen von den Gardinen. Zum einen hat man natürlich den Vorteil, dass es absolut blickdicht macht. Zum zweiten habt ihr die Option, dass ihr wirklich entscheiden könnt, wie stark mache ich es zu. Gerade wenn man ein bisschen besser abdunkeln möchte oder die Sonne geht von einer Seite ein bisschen stärker aufs Zelt ein, könnt ihr dadurch auch nochmal mehr Schatten generieren und dementsprechend das Ganze auch machen. Das Mountain Lake 5 ATC, wie gesagt, da gibt es zwei Zelte, die sehr verwandt zu dem Ganzen sind. Zum einen gibt es natürlich die Variante als Polyester, nennt sich Airwell 6 SA. Aber für alle, die auch natürlich gerade diese Baum- und Mischgewebezelte sehr spannend finden, gleich im Anschluss, wenn wir dann über 6-Personen-Zelte sprechen, stehen wir gleich vom nächsten, unser Hayward 6 ATC. Und das Hayward 6 ATC, das Vorgängermodell Rock Lake, war so gut angenommen worden, dass wir da also natürlich auch nochmal dann gleich darüber berichten. Also wie gesagt, es ist nicht das einzige Baum- und Mischgewebezelt, was wir hier aufgebaut haben. Es werden auch weitere kommen. Aber jetzt haben wir im Anschluss nochmal ein weiteres, auch ein neues Zelt, das Jacksonville 5 SA, wo glaube ich der Robert auch schon wieder bereit ist. Also dann komm, wir überziehen hier. Wenn wir im wirklichen Fernsehen wären, dann müssten wir schon Strafe zahlen oder ich weiß es nicht genau. Okay, ich möchte nämlich euch noch das Jacksonville zeigen. Jacksonville 5 SA ist ein ganz neues Zelt in der Smart Air Kollektion. Unsere Händler haben das natürlich auch absolut auf dem Schirm. Superior Air nochmal. Dickeres Material, hohe Wassersäule, auch hier wieder die Dreiraum-Variante. Hier haben wir jetzt zwar den Boden nicht drin liegen, der ist im Lieferumfang aber enthalten. All das, was wir in den anderen Kollektionen erzählt haben, gilt natürlich auch hier. Das heißt, die rückwärtige Lüftung, die Quick-and-Quiet-Kabine und das möchte ich hier nochmal zeigen, gerade in der neuen Zwischentür, die großen Moskitonetze, super viel Belüftung und ein wahnsinnig schöner Blick nach außen und halt hier wieder die Möglichkeit, wirklich geräuschlos in den Wohninnenraum zu kommen.
ganz, ganz spannendes Zelt, finde ich, weil es ein neuer Schnitt ist, gerade als 5-Personen-Variante. Dann hier nochmal einen schönen großen Wohninnenraum. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Da ist die Rückseite der Kabine, die auch wieder abgedunkelt ist. Also all das, was wir gerade erwähnt haben, ist natürlich auch hier der Fall. Bei Superior Air, und das lohnt sich sicherlich nochmal zu sagen, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut, aber ich mache es einmal. Habt ihr im Lieferumfang zusätzliche Airtubes mit dabei? Die sind dafür da, dass wir natürlich hier nochmal für eine zusätzliche Stabilisation sorgen. Entschuldigung, kleiner Fehler am Rande. Das ist einfach dafür da, dass ihr gerade bei absolut widrigen Witterungen wirklich ein Zelt habt, was stabil steht. Die sind im Lieferumfang enthalten, auch die sind gekennzeichnet. Das heißt, wenn man jetzt das Zelt bekommt, ist die Kabine schon drin, der Boden natürlich fest, die Abspannleinen hängen dran und dann habt ihr hier einfach kleine Farbmarkierung, sodass man dann ganz einfach erkennen kann, wo kommt denn welcher Luftschlauch hin. Also auch da wirklich überhaupt gar kein Problem, sich das Ganze anzuschauen. Wir sind durch mit den 5-Personen-Zelten. Wenn wir zu schnell waren oder der Karl irgendwo zu lang gebraucht hat, dann schreibt uns einen Kommentar, dann schauen wir uns das gleich natürlich nochmal an oder lassen euch das Ganze wissen und wir gehen jetzt weiter zu unseren 6-Personen-Zelten. Jetzt sehen wir hier vor den 6-Personen-Zelten, gerade eben haben wir beim vorletzten Zelt schon mal Baum- und Wischgewebe besprochen. Da waren wir ja bei dem Mountain Lake 5 ATC. Wie gesagt, jetzt eigentlich bei einem unserer beliebtesten Zelten, unser Hayward 6 ATC. In der Vorjahre hieß es Rock Lake 5 und 6 ATC. Da haben wir ein paar Dinge geändert, auf die wollen wir einmal eingehen. Wie gesagt, wir haben hier die 6er-Variante stehen, aber auch das gibt es als 5-Personen-Zelt. Bei der 6er-Variante, so wie wir hier stehen, sind wir beim Preispunkt von ca. 1800 Euro. Generell muss man schon dazu sagen, dass Baum- und Mischgewebezelte ein bisschen andere Preisklasse haben wie Polyesterzelte. Über das sprechen wir vielleicht noch mal kurz, wo sind die Vorteile, was muss man beachten. Aber zuerst vielleicht mal kurz, was hat sich geändert zwischen dem Rock Lake und unserem beliebten Hayward 5 und 6 ATC?
Genau, also ganz klar das Thema Baum- und Mischgewebe, weil wir wissen jetzt nicht, ob jemand neu dazugekommen ist. Wir haben eben schon mal darüber gesprochen, das Raumklima ist natürlich einfach ein sehr, sehr angenehmes, gerade wenn wir über warme Temperaturen sprechen und vielleicht wir den Endkunden und Urlauber haben, der sagt, wir fahren hoffentlich häufig dahin, wo die Sonne scheint, weil man weiß es ja auch dann immer nicht. Dann muss man einfach sagen, ist das Material einfach super langlebig und kann für diesen Urlaub einfach wahnsinnig Sinn machen. Was haben wir geändert vom Rock Lake zum diesjährigen Hayward Lake? Weil da sind am Anfang der Saison viele Kommentare gekommen, warum ist denn dieses Zelt weg? Das ist es natürlich nicht. Aber hier sind ein paar Sachen passiert, die einfach so viel sich verändert haben, wo es dann einfach Sinn macht, hier den Namen zu verändern, um den Mehrwert auch klar zu machen. Zum einen auf der Rückseite, die Kabine, die war in den letzten Jahren beim Rock Lake 2,15 lang, jetzt ist die 2,30 Meter lang. Nochmal zusätzlich abgedunkelt worden im Vergleich zu den Vorjahren. Und was man einfach sagen muss, obwohl wir hier über Baumwollmischgewebe sprechen, somit natürlich angenehmes Raumklima, auch nochmal die Lüftung, die auf der Rückseite ist. Mhm. Und das Thema zieht sich ja durch all unsere Zelte. Und das werden wir dann gleich auch nochmal zeigen. Ich weiß nicht, möchtest du ein paar Sachen im Zelt besprechen? Vielleicht eine kleine Geschichte, wo wir letztes Jahr mit dem Rock Lake 5 und 6 immer hatten. Das Rock Lake 5 hatte keine zwei Seitenausgänge, nur das Sixer. Auch da haben wir öfters mal gehört, eigentlich würde uns das Fünfer genügen. Wir brauchen nicht das Sixer. Also da, jetzt zwischenzeitlich, hat es natürlich beides. Ein weiterer Punkt, dass die Schlafkabinen dunkler geworden sind, hat nicht nur damit zu tun, dass wir diese Wände verändert haben, dass die dunkler sind, sondern auch, wenn man sieht, wir haben hier einmal das graue Dach im Aufenthaltsbereich und im letzten Segment haben wir die Dachfarbe verändert, dass wir einfach, der Wunsch kam immer wieder, wir möchten gerne ein bisschen dunklere Schlafkabinen, dass die Kinder vielleicht auch morgens ein bisschen länger liegen bleiben können und dementsprechend haben wir das angepasst. Also da ist definitiv eine Veränderung und da die Schlafkabine insgesamt etwas länger geworden ist mit 2,30 Meter, ist hier nochmal zusätzlich ein Luftschlauch dabei. Zuvor haben wir das schon mal irgendwo gesehen, aber wie gesagt, also hier ist dann immer im letzten Segment nochmal ein Luftschlauch, den ich mir glatt nochmal zusätzlich anbringe, dass das Ganze noch stabiler wird. Da sind definitiv Unterschiede vom letztjährigen zu dem neuen Hayward 6 oder 5 ATC. Richtig. Auch dann ganz wichtig natürlich in unserer Imperial Air Kollektion steckt eigentlich so alles drin, was wir irgendwie in einem Zelt verbauen. Das heißt, wir haben hier natürlich wieder unsere Tinted Windows, das heißt die abgedunkelten Fenster, damit von außen nicht direkt jemand reinschauen kann. Ich aber von innen natürlich einen super schönen Blick nach außen habe und kann also wirklich ringsherum wahrnehmen, was passiert. Dann haben wir auch hier wieder klassisch natürlich die Möglichkeit, die Fenster zu verschließen. Da ist immer einfach ein zusätzlicher Vorhang noch dahinter, wenn ich den jetzt hier gelöst bekomme, hat es jemand gut gemeint und den ordentlich festgemacht. Und dann haben wir hier an den Seiten auch hier wieder die Möglichkeit, mit einem Reißverschluss das Ganze stufenweise zu verstellen, sodass ich hier je nach Bedarf, so wie ich es einfach brauche, wirklich auch die Fenster komplett zumachen kann. Wichtig, Thema Belüftung, und darauf sind wir eben eingegangen und werden wir auch später noch. Es sind nicht nur die Türen, die überall Moskitonetz haben, nicht nur die Rückseite des Zeltes, der wirklich einen komplett neuen Lüfter hat, sondern wir haben auch hier unter den Fenstern immer noch mal Tiefentlüfter drin. Das heißt, diese sind von außen komplett geschützt, können also somit auch im Falle des Regens offen bleiben. Kann ja immer mal passieren, wenn man trotzdem schönes Wetter hat, aber es fängt dann so ein bisschen leicht an zu nieseln. Dann muss ich diesen Lüfter nicht schließen, sondern kann ihn einfach auch bei Regenwetter offen lassen. Und das natürlich auch in der großen Front, weil wir einfach das Sonnendach, Schrägstrich Regendach vorne dran haben, um dann wirklich nochmal lüften zu können, obwohl es regnet. Mhm. Vorhin haben wir es so ein bisschen schon angesprochen, wir möchten gerne noch mal so ein bisschen auch ein kleines Gespräch drüber führen, wegen Baum- und Mischgewebezelte, weil das sind ja die Fragen, die wir immer auf den Messen, auf den Events, die leider nicht stattfinden, immer wieder gefragt werden würden. Wo du so ein bisschen die Vorteile, was sind die Unterschiede, was muss man beachten, wo sind die große Veränderungen vom Polyester zum Baum- und Mischgewebe? Was fällt dir da dazu ein? Also wir haben eben beim Mountain Lake, bei denen die schon zugeschaut haben, bei dem 5-Personen-Zelt schon mal drüber gesprochen, dass wir einfach hier ein wirklich sehr, sehr robustes Material haben. Mhm. Thema Langlebigkeit. Regen ist in der Regel gar kein so großes Problem, aber wenn man versucht, den Urlaub in der Regel in Kroatien, da wo es hoffentlich sehr warm ist, sonnig ist und über einen langen Zeitraum das Ganze macht, dann ist einmal das Raumklima wahnsinnig entscheidend, weil das Material atmet. Somit habe ich einfach ein sehr, sehr angenehmes Raumklima innen im Zelt.
und dann halt einfach auch die Langlebigkeit des Materials. Das Material beim Vermischgewebe zersetzt sich einfach nicht so schnell in dem Moment, wo wir Sonneneinstrahlung haben. Mhm. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Das Material ist dicker. Man kann die Markise von zu Hause vielleicht, die man auf der Terrasse hat, als Fallbeispiel nehmen. Das ist immer Baumwollmischgewebe, damit ich einfach wirklich das Zelt auch so lange wie möglich nutzen kann. Mhm. Was für Nachteile gibt es? Was könnte man sagen? Wo sind die Dinge, die sich vielleicht... Also worauf man fairerweise achten muss, ist sicherlich das Packmaß und das Gewicht. Mhm. Also man kann jetzt nicht mit dem Hayward Lake, wo wir jetzt drinstehen, und dem Fiat 500 in den Urlaub fahren, weil ich glaube, das Auto wird sich nicht fortbewegen, wenn es denn in den Kofferraum passt. Darauf muss man wirklich einfach achten. Wie sind die Packmaße, wie ist das Gewicht? Und man muss halt da einfach sagen, ja, wir stehen hier in einem Luftzelt, darauf haben wir noch gar nicht groß gesprochen. Das heißt, der große Vorteil hier ist, auch ein Zelt in dieser Größe kann jeder alleine aufbauen, weil wir halt einfach die Pumpe anschließen, dann das Zelt einfach aufpumpen können. Wenn das Zelt aber Feuchtigkeit aufnimmt und ich muss es dann doch mal einpacken, dann nimmt das natürlich zusätzlich Gewicht an. Und ein Zelt, ich glaube, hier liegen wir ungefähr bei rund 50 Kilo im Packmaß, muss man sagen, das Ganze bewegen, da bräuchte man sicherlich eine zweite Person. Der Aufbau an sich geht genauso einfach wie ein Polyester-Zelt auch. Nee, stimmt, gebe ich dir komplett recht. Also da von der Gesamtgröße muss man eigentlich immer dazu sagen, wir hören immer, manche sind so ein bisschen erschrocken, oh Gott, bekomme ich mit diesem Zelt überhaupt Platz auf dem Campingplatz? Meine Erfahrung ist dann schon, dass ich hier klassisch auf der Parzelle stehe, da wo Wohnwagen, Reisebiele, und wenn ich so einen Wohnwagen betrachte, der ca. 2,20 Meter in der Breite ist und dann steht nochmal ein Vorzelt vorne dran. Viele sagen wirklich teilweise, ich habe weniger Grundfläche wie das und habe eigentlich gefühlt mehr Platz. Es steht keine 51 Wochen oder 50 Wochen vor der Straße rum, kostet Geld. Also letztendlich ist auch so ein Zelt, gerade mit einer schönen Ausstattung, schönen Möbel, angenehmen Matten, durchaus eine Alternative für die, vielleicht da auch sagen, sie haben keine Stillfläche für einen Wohnwagen. Das erleben wir gerade auf der Messe in Stuttgart, hatten wir das zwei, drei Mal. Kunden kamen, haben eigentlich einen Wohnwagenkopf, sehen ein Zelt schön eindekoriert und sagen, boah, mit dem Thema haben wir uns gar nicht befasst. Und wenn dann der Aufbau und andere Dinge gehen, einfach gehen, dann kann das durchaus spannend sein. Aber wir haben natürlich Kunden, die auch mit dem Trailer reisen oder einen VW-Bus haben, wo sagen, nee, Zelt, was, habt ihr nicht noch ein größeres? Ja. Und vielleicht hat der eine oder andere auch gehofft, dass unser neues Wood Lake steht, was das Stone Lake 7 sozusagen ersetzt. Aber da haben wir, glaube ich, auch schon ein bisschen was vorbereitet, dass wir eventuell, bevor wir dann weitergehen zu anderen Zellen, dass wir vielleicht dieses Thema noch kurz einmal in kurzer Blick auf eine größere Variante werfen, was wir später dann auch nur mal im Detail besprechen. Aber vielleicht die, wo jetzt sagen, das Wood Lake wäre noch schön gewesen, dass wir das vielleicht auch ganz kurz zeigen. Ja, gern. Dann gehen wir einmal rum. Dann schwenken wir einmal rüber, auch wenn das jetzt momentan ein 7-Personen-Zelt ist. Aber dass wir einfach das Thema TC dann auch irgendwann vielleicht kurz dann zu Ende bringen. Also wie gesagt, wir hatten gerade das Mountain Lake als 5er. Gerade eben, das gibt es als 5 und 6. Und wenn jemand sagt, boah, das Wood Lake, das ist definitiv auf meinem Wunschzettel. Wir stehen hier vor dem Knoxville 7SA. Und das ist mit dem Polyesterzelt. Aber eigentlich der Grundriss genau gleich wäre dann eben das Wood Lake 7 in der Baumwollmischgewebe-Version. Und wenn ihr einfach im Prinzip noch ein bisschen dran bleibt, bis in 25, 30 Minuten, gehen wir auch auf dieses Zelt ein. Insofern da einfach für die, die erwartet haben, dass sie das sehen, da lohnt es sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Aber jetzt gehen wir wieder zurück zu den 6-Personen-Zelten und der Robert steht schon vor unserem Airville 6SA und da machen wir jetzt einfach weiter. Genau, ich habe mich jetzt schon mal hier platziert vor unserem Airville 6SA und das ist das Zelt 2020. Das habe nicht ich mir ausgesucht, sondern das wurde, ich glaube, von einem UK Camping Magazin gewählt. Der Award steht hier nebenan und man muss einfach sagen, es steckt wahnsinnig viel drin. Wir haben hier wieder eine Dreiraum-Variante, nur um es nochmal zu wiederholen, für die, die neu dazugekommen sind, eben das Hayward Lakes, ein Zweiraumzelt, das heißt Schlafkabine, Wohnbereich. Bei dem Dreiraum haben wir die Schlafkabine, den Wohnbereich und den Nassbereich hier vorne, in dem ich gerade stehe. Dieser Boden ist nicht komplett festgenäht.
genäht an den Seiten. Das ist eine Bodenplane, die an den Seiten hochgezogen ist. Und das ist auch ganz bewusst. Viele, viele, die das Zelt im Gebrauch nutzen, lassen diesen Boden einfach raus, nutzen ihn als Nassbereich, weil so heißt dieser. Und dann muss ich natürlich einfach ein bisschen aufpassen, wenn ich so wie hier einen Kocher vorne abstelle, den von der Wand weghalte. Das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Aber ich bin dann auch hier wieder geschützt und kann Schuhe, nasse Klamotten einfach ausziehen und dann in den Innenbereich des Zeltes gehen. Man sieht auch hier schon direkt hinter mir wieder das Thema Quick and Quiet. Das ist jetzt in 2021 auch komplett in der Front. Das heißt, wir haben hier wieder einen super schnellen und leisen Zugriff, um in den Wohnbereich zu kommen. Die Moskitonetze haben sich hier wahnsinnig vergrößert, sodass wir hier wirklich einen super schönen Blick nach vorne haben und natürlich auch eine super Belüftung. Wie wir es beim Jacksonville schon gezeigt haben, möchte ich hier nochmal darauf hinweisen, dass wir bei den Superior Air Modellen immer einen zusätzlichen Luftkanal noch haben in der Front und auch hinten, weil die Abstände der Luftkanäle, weil das Zelt wirklich so groß und so komfortabel ist, wollen wir einfach hier für zusätzlichen Schutz sorgen. Da sind drei Luftschläuche nochmal mit dabei, die auch farblich markiert sind. Und somit weiß ich ganz genau, wo kommt welcher Luftkanal hin. Wir gehen mal rein. Ich versuche mal die Tür ein bisschen aufzuhalten, damit die Kamera mir folgen kann. Weil was man hier schön sehen kann, ist wieder unsere Wing Lodge. Das heißt, bei unserem Airville 6 SA steckt eigentlich so alles drin, was wir haben. Dreiraum mit dem Boden vorne, Luftkanal, das heißt sehr, sehr schnell aufzubauen und halt unsere Wing Lodge, wo wir jetzt hier ähnlich wie vorhin mit dem Karl mal einen Tisch und Stühle abgestellt haben. Ich persönlich muss einfach sagen, ich würde es mit den Kindern als kleine Spielecke nutzen, sodass ich einfach im Wohnbereich trotzdem ausreichend Platz habe. Und ich bin einfach super flexibel in der Gestaltung meines Zeltes. Das Schöne, auch da wieder Thema Belüftung, nicht nur in der Front, rund ringsherum und auf der Rückseite. Auch bei den SA-Modellen haben wir die Möglichkeit, die Wing Lounge zu öffnen. Natürlich einmal als Ein- und oder Ausgang oder natürlich einfach, wie hier gezeigt, zusätzlich als Belüftung. Auf der Rückseite haben wir wieder unsere Schlafkabine, auch hier natürlich wieder unsere Quick and Quiet Tür. Liegt keiner drin, aber einfach hier kann man sehen, dass wir mit den Magneten arbeiten, sodass ich wirklich immer einen schnellen Zugang in die Kabine habe und auch einfach wieder rauskomme. Wir gehen direkt mal weiter zum nächsten Zelt und schauen euch mal das nächste Zelt an. Ich hoffe, der Karl steht schon parat. Ich halte mal hier die Tür auf. Genau. Genau, hier stehen wir vor einem weiteren Modell aus unserer Reihe SA, Superior Air. Und zwar haben wir hier das Roseville 6 SA. Vielleicht ganz kurz noch erwähnt, einmal das Airville, wo der Robert gerade drin war, hat einen Grundpreis von ca. 1650 Euro. Hier haben wir eine 6er Variante mit Vorbau und da haben wir einen Preis von ca. 1350 Euro. Und ähnlich wie gerade oben schon gezeigt, die, wo von Anfang an dabei waren, bei den kompakten Zelten, haben wir einmal die Wand versetzt. Das kann man bei diesem Modell auch tun. Das heißt, diese Wand, die, wo man im einen Feld nach hinten versetzt ist, habe ich schönes Wetter, brauche Schatten, vielleicht ein bisschen Platz zum Kochen, was abstellen. Sitz baue ich so auf, mache natürlich die zusätzliche Plane nicht rein. Aber wie gerade vorhin erwähnt, bin ich vielleicht zu einer Jahreszeit an Ostern, Pfingsten unterwegs, Wetter noch nicht ganz so sicher, brauche einen größeren Innenraum, weniger Sonnenschutz. Dann kann ich diese komplette Wand einmal rauszippen. Dann macht natürlich dieser Boden auch Sinn und ziehe bis hier wieder rein und habe sozusagen eine riesengroße Fläche, wo das Zelt einfach mehr kann. Hier haben wir jetzt einmal gezeigt, wie die Front eigentlich aufgebaut ist. Die Fronten bei uns sind immer dreifach. Ja. Das heißt klassisch natürlich einmal der Regenschutz, wo sich aber auch ein Fenster befindet. Hinter dem Fenster dann dementsprechend eine Gardine, um das Ganze abzudunkeln. Und hier jetzt einmal gezeigt mit dem Moskitonetz. Das Moskitonetz geht auch über die komplette Front. Wir können das natürlich komplett öffnen. Und dann habe ich natürlich die Möglichkeit, dass ich auch, wenn ich sozusagen die Front komplett auf die Seite rolle, auch nur das Moskitonetz zumache und bin da sehr insektensicher in dem ganzen Zelt. Wir haben rechts und links zusätzliche zwei große Öffnungen,
natürlich überall alles abgedunkelt und dann auch wiederum ähnlich wie beim Airwild 6 SA zwei große Schlafkabine mit 1,80 breit. Die zweite ist auch 1,80 breit. Ich kann eine große machen. Sind eure Kinder noch klein? Meistens macht man natürlich die Trennwand auf, hat sozusagen auch dann nachts, wenn vielleicht mal ein Gewitter losgeht, mal kurz die Hand rüberlegen. Wenn sie größer sind, dann macht man wieder die Trennwand zu, dass jeder sein eigener Bereich hat. Also das ist immer machbar bei den Zelten. Und die Liegelänge, auch hier wiederum haben wir eben diese 2,30 Meter, sodass ihr auch die Option habt, falls ihr sagt, nee, auf eine dünne Isomatte mit nur 5 oder 7 cm zu liegen, mag ich nicht. Könnt ihr definitiv ein Feldbett einstellen, dass ihr selbst, wenn ihr auf der Höhe von 40, 50 cm seid, habt ihr definitiv noch genügend Liegelänge, sodass auch ein Feldbett oder hohes Luftbett, was auch immer was da gibt, dass das dann auch wieder passt. Ich glaube, dass das auch allgemein ein ganz wichtiger Punkt ist. Wenn wir jetzt vorher in einem SA, also in einem Superior Air Zelt standen, ist es ganz wichtig und das wissen die Händler natürlich auch. Wenn ihr ein passendes Zelt gefunden habt und habt euch mit den Eigenschaften und Merkmalen schon vertraut gemacht, dann gilt das für die ganze Kollektion. Das heißt, wenn ihr einmal wisst, das Zelt hat diese Wassersäule, hat die Möglichkeit, die Fenster zu verschließen, so sieht die Schlafkabine aus, dann keine Scheu zu haben, sich die anderen Zelte auch anzuschauen, weil in der Kollektion lassen wir immer alles gleich und der Aufbau der Kollektion ist das. Das Wichtige eigentlich, wo man dann die Unterschiede vielleicht verstehen sollte. Ansonsten ist es wirklich dann sehr, sehr einfach auch zu verstehen. Mhm. Und dann unterscheiden sich die Zelte einfach nur in der Form und in der Größe. Wir schauen uns einmal das nächste an, würde ich sagen. Gerne. Wir gehen einmal weiter zu dem Parkdale 6. PA. Wir standen schon vor, glaube ich, gut einer Stunde in der kleineren Variante, die nicht dekoriert war, einfach um mal die Größe zu zeigen. Jetzt haben wir das 6-Personen-Zelt. Auch hier sieht man wieder die Dreiraum-Variante. Da nur noch mal zur Wiederholung bei Prime Air vorne im Boden, im vorderen Nassbereich erstmal keinen Boden dabei. Möchte man das haben, gibt es optional die Zeltunterlage. Dann ist auch dieser Boden hier vorne bedeckt. Warum nicht? Ganz einfach aus dem Grund, hier sieht man es ganz schön, wenn hier mal was vom Tisch fällt, dann ist es nicht im Boden und vielleicht ist die Nudel, die mir vom Teller gerutscht ist, dann direkt im Boden und ich habe einfach da mein Zelt nicht verschmutzt. Also wirklich ganz, ganz wichtiger Raum, Schuhe, Nassbereich, auch mal eine nasse Jacke einfach ausziehen. Ich würde einmal schnell nämlich die Kabine zeigen wollen, weil wir haben jetzt, glaube ich, ganz, ganz viele Zelte gezeigt, die man in zwei Parzellen, sage ich es jetzt mal, unterteilen konnte. Und viele vielleicht mit älteren Kindern, ein Junge, ein Mädel oder aber auch andere Denkweise, was mache ich denn mit meinem Gepäck im Zelt? Da sagen ganz, ganz viele Endkunden, oh, ich hätte gerne die Lösung mit drei Kabinen. Und das haben wir hier bei dem Parkdale. Das heißt, wir haben eine große Kabine. Man sieht schon, wir haben jetzt nur das mittlere Segment geöffnet. Und wir haben noch zwei Parzellen, eine rechts und eine links. Somit kann ich jetzt einfach sagen, okay, selbst wenn wir nur vier Personen sind und ich möchte Platz haben, dann liegen zwei Personen hier und zwei da. Und dann habe ich noch eine weitere Kabine für mein ganzes Gepäck. Auch da wieder wirklich wichtig zu wissen, dass ja, das Zelt ist für sechs Personen geeignet, aber wenn man es mit vier Personen nutzen möchte zum Beispiel, man hat eine kleinere Parzelle, das Auto muss vom Parkplatz oder muss auf den Parkplatz und von der Parzelle runter, kann das wirklich eine tolle Variante sein, um wirklich eine gewisse Ordnung im Zelt zu haben. Also von daher wirklich ganz schönes Zelt, wie ich finde. Ich mag persönlich diesen Dreiraum sehr gerne und finde, dass es absolut wert ist, sich damit auch nochmal zu beschäftigen. Nur das auch wieder angesprochen. Wir versuchen natürlich auch immer über Seitentüren zu arbeiten, flexibel ins Zelt rein und rausgehen zu können und natürlich zu lüften. Das heißt auch hier wieder eingerollt zusätzlich nochmal ein Moskitonetz, wo man natürlich nochmal richtig durchlüften kann. Prime Air Kollektion, das ist das Parkdale 6 PA. Es gibt auch die kleinere Variante. Und bevor wir zu einem meiner neuen Lieblingszelte gehen, wird euch der Karl dann drüben auch noch ein bisschen was über die Preise sagen, wo wir so aktuell liegen. Aber wir gehen mal rüber zum neuen Birchdale. Vielleicht sagt uns der Karl unterwegs, wie die Preispunkte sind. Robert, wenn du nichts dagegen hast, möchte ich gerade noch auf ein kleines Thema mal kurz eingehen noch. Ich habe nichts dagegen. Und zwar haben wir hier einfach mal den Heringspacksack noch mal rausgeholt, weil wir auch so ein bisschen, wir wissen, dass natürlich Zelte sehr windstabil sein sollen, aber natürlich auch die Befestigung wichtig. Und da kommt immer wieder mal eine Frage auf, wieso haben wir
Kunststoffhering oder mehrere verschiedene Heringe im Lieferumfang. Wenn ihr den Heringpacksack auspackt, sind verschiedene Heringe dabei. Wir selber haben einfach die Erfahrung gemacht, wir haben viele Kunden in Skandinavien, in England, aber natürlich auch innerhalb, auch in Westeuropa oder in Südeuropa. Aber gerade auf sandigen Böden und auf Wiesenuntergrund hält einfach der Kunststoffhering sehr, sehr gut. Auf sehr filzigem Untergrund, muss man sagen, ist natürlich nicht die ideale Wahl. Und das kann man eigentlich empfehlen, dass ihr natürlich dementsprechend schon ein bisschen beachten müsst. Geht ja nach Kroatien, gibt es gewisse robustere Heringe. Da hat unser Fachhändler definitiv immer große Auswahl. Wir selber führen verschiedene Heringsets. Kann man große Packs kaufen oder einfach nur für die Eckpunkte. Aber dass ihr da dementsprechend da auch drauf guckt, dass wenn ihr irgendein Reiseland habt, gerade Kroatien ist immer das Beispiel, wo man so ein bisschen Filzenhering benötigt. Was aber dann auch wiederum im Heringpacksack zusätzlich noch mit dabei ist, ist einmal eben dieses Werkzeug, wo wir ganz oft gefragt werden, was ist denn das? Da war vorhin mal kurz erklärt, falls ihr mal ein Ventil wechseln müsstet. Und dann haben wir einmal einen Flick dabei, der ist selbstklebend. Solltet ihr irgendwo mal irgendwo hinkommen, habt irgendwo einen Riss drin, dass jemand über eine Leine gestolpert ist oder was auch immer passiert ist, könnt ihr abziehen, könnt ihr dementsprechend das Außenmaterial flicken und dann eben zuletzt auch diese Haken, die wir gleich auch zwei, dreimal erwähnt haben. Von den Haken sind eben 10 Stück dabei. Wenn ihr die vermisst und ein Zelt gekauft habt, guckt bitte in dem Heringpacksack, da findet ihr das Ganze. Und wie gesagt, das sind einfach nur mal so ein bisschen Kleinigkeiten, die man erst entdeckt, wenn man vielleicht im Urlaub ist, aber dann wisst ihr schon mal, wo es zu finden sein wird. Dann sind wir da kurz durch, vielleicht noch ganz kurz zu dem Preis von dem Parkdale, dass wir das auch nochmal haben. Wie gesagt, hier in der Luftvariante liegen wir am Preispunkt von knapp 1000 Euro, aber auch dieses Zelt gibt es in der Fiberglas-Variante. Dann sind wir deutlich günstiger bei ca. 700 Euro, dass wir einfach da auch noch das nicht vergessen zu erwähnen. Sehr gut, dann passt für mich, dass du reingesprungen bist, weil dann kann ich über das Birchdale sprechen, weil ich es einfach sehr gerne mag. Ganz neues Zelt für 2021 in der Prime Air Kollektion. Wichtig ist zu wissen, bei dem Dreiraumzelt, eben bei dem Parkdale, haben wir immer die Möglichkeit, das Zelt vorne zuzumachen. Das heißt, da ist nochmal eine Tür und ich habe also vorne einen wirklich geschlossenen Raum. Beim Birchdale ist das etwas anders. Ich persönlich mag es aber sehr gern. Das heißt, wir haben einen Zweiraumschnitt mit der Schlafkabine auf der Rückseite, Wohnraum und dann haben wir einen wahnsinnig großen Raum in der Front, der sowohl Sonnenschutz als natürlich auch wahnsinnig guten Regenschutz darstellt. Das heißt, ich bin irgendwo am Campingplatz, es lieselt nur mal leicht. Ich möchte aber trotzdem draußen sein und draußen frühstücken, weil darum geht es ja dann am Ende des Tages auch beim Camping. Dann habe ich hier wirklich die Möglichkeit, mich vorne abzusetzen und bin wirklich so gut wie immer eigentlich geschützt. Sollte es natürlich mal extrem schräg regnen, gehe ich dann rein. Eine Variante, die ich wirklich sehr, sehr schön und spannend finde. Man sieht hier, die Spülküche wurde draußen abgestellt, sodass ich das alles nicht im Wohninnenraum haben muss. Das kann ich wirklich alles draußen platzieren. Ich möchte noch mal kurz die Haken, die der Karl gerade angesprochen hat, ein bisschen genauer erläutern, weil unser Hook Track System ist natürlich etwas, was hoffentlich jedem Camper auch viel Freude bereitet, weil wo hänge ich eine Lampe hin, wo hänge ich denn vielleicht mal mein Handtuch auf oder die nassen Socken müssen getrocknet werden. Dann sind diese Haken, die der Karl besprochen hat, ich zeige die vielleicht noch mal kurz in die Kamera, das sind diese Haken, die dabei sind, das sind 10 Stück und hier haben wir jetzt einfach mal eine Lampe aufgehängt. Das heißt, diese Lampe ist hier an einem kleinen, ich nenne es mal an einer kleinen Plastikschiene, an einem Kederprofil befestigt und dann kann ich einfach hier diese Haken dran machen und kann wie hier Kabel der Lampe durchmachen, ich kann Leinen spannen und kann da wirklich diverse Sachen befestigen. Da sind ja der Kreativität gerade auch im Zelt keine Grenzen gesetzt. Wie bereits erwähnt, 10 Stück sind dabei. Es gibt es auch ein Zubehör, dann auch noch mit passenden Kabeln etc., dass ich wirklich hier alles Mögliche auch machen kann. Wichtig, das Birchdale hat nicht nur den großen Fronteingang, in dem ich hier stehe. Das heißt, hier wäre in dem Fallbeispiel die Tür, die A, einmal Zelttür ist und B, eine zweite Tür hat, wo wir wirklich ein komplettes Moskitonetz haben. Zwei Seitentüren, die auch jeweils mit einem Moskitonetz versehen sind, sodass ich hier wirklich auch perfekt, gerade wenn ich dann mit 5 Personen hier drin bin und habe dann vielleicht wirklich hier auch mal die Notwendigkeit, richtig durchzulüften, dann kann ich das in der Front machen, in der Seite machen, bin aber immer moskitodicht. Das ist der ganz, ganz große Vorteil. Auf der Rückseite sieht man dann die Schlafkabine, auch hier wieder der Vollständigkeit halber nochmal zur Erklärung. Dunkle Schlafkabine, ja, gerade natürlich, wenn kleinere Kinder dabei sind. Es muss vielleicht nochmal Mittagsschlaf gemacht werden. Und um das Thema Dunkelheit natürlich noch perfekter zu machen, sieht man dann auch hier wieder, wir haben
in den letzten Jahren eigentlich immer eine sehr kontinuierliche Dachfarbe gehabt. Die war hell, um Licht reinzubekommen. Jetzt haben wir so einen eigenen kleinen Stilbruch begangen, aber für die Funktionalität. Das heißt, über der Schlafkabine haben wir immer auch die dunkle Farbe des Zeltes übernommen, genauso wie in der Front, damit wir hier wirklich für einen dunklen Raum sorgen können. Und natürlich auch hier wieder unsere Quick and Quiet Tür, die jetzt hier verschlossen ist. Das heißt, hier sieht man, es ist weiterhin ein Reißverschluss da. Das heißt, sollte man komplett dicht machen wollen und sagt, ich habe da ein bisschen Bedenken wegen den Moskitos, dann kann ich das machen. Ansonsten sind die zwei Magnetstreifen eingearbeitet, sodass ich hier wirklich schnell und einfach rein und raus komme. Die Zeit rennt. Ich würde sagen, wir gehen noch einmal weiter, weil das letzte 6-Personen-Zelt, was wir haben, ist ein nicht ganz unwichtiges, nämlich unser neues Colorado 6PE. Und da würde ich sagen, geht der Karl jetzt mal eben hin. Auch da möchte ich ganz kurz noch was schnell zu Ende bringen, und zwar bei einem Birdshell 6PA. Wenn jemand sagt, wunderschön die Front, aber wenn die natürlich noch zu schließen wäre, dann wäre es das optimale Zelt. Auch da haben wir das dann aufgenommen. Und zwar gibt es im Modell Sundale 7 SA, eine Nummer größer, was dann mehr oder weniger eine Front hat, so wie das. Das heißt, anstatt dass es komplett offen ist, habe ich auch nur mal einen Bereich, wo ich auch der Vorraum komplett schließen kann. Also für alle, wo sagen, wunderschön, aber so groß offen, gibt es auch noch eine weitere Variante, wäre das Sundale 7PA nochmal. Das Birdshell 6PA, wo wir gerade waren, hat einen Grundpreis von ca. 1200 Euro. Also dass du da auch ein bisschen Orientierung bekommt. Und dann eben, wie gesagt, Robert mit dem Colorado 6, neu. Ja, hast du wieder reingekrätscht, dann mache ich selbst. Und einfach. Und das Colorado war eigentlich eins meiner ersten Outwell-Zelte. Ja. 15 Jahre lang, also vor 15 Jahren ungefähr gekauft. Sah mehr oder weniger gleich aus, aber noch kein durchgehender Boden. Und da hat sich ja in den letzten 15 Jahren unglaublich viel ist passiert. Ja. Ja, ich denke, wenn man links neben dem Karl einfach mal kurz das Plakat sieht, wo drauf steht 25 Jahre Innovative Family Camping, sieht man, wir sind letztes Jahr 25 Jahre alt geworden. Das heißt, leider hatten wir natürlich auch nicht so viele Möglichkeiten, das zu feiern durch die aktuelle Situation. Zeigt aber oder hoffentlich zeigt das Ganze euch, dass wir natürlich wissen und gerade unsere Kollegen, die an den Produkten arbeiten, unfassbar viel Know-how haben, unfassbar viel Wissen haben, selber viel im Zelt unterwegs sind, sodass wir das alles auch dann hier reinpacken können. Und ich glaube, das ist einfach wahnsinnig wichtig, auch zu wissen, dass wir das nicht natürlich erst seit gestern machen, sondern da ist ganz, ganz viel dahinter, was dann euch hoffentlich am Campingplatz auch weiterhilft. Die Premium-Kollektion, das ist nämlich unser Colorado und wie es der Karl eben schon gesagt hat, ein Zeltname, der wahnsinnig viel Tradition hat. Und das möchte ich einfach nochmal sagen. Premium-Kollektion, was bedeutet das? Hier 6000 mm Wassersäule, stärkeres Polyestermaterial, da unterscheiden wir ja in den Materialien in etwas dünner, 75 Denier, das sind die grünen Zelte, oder die blauen Premium in 150 Denier. Und dann haben wir jetzt hier ein Zelt mit einem Stahlrohrgestänge, was vielleicht der ein oder andere eben schon mal beim Windtest noch mal gesehen hat. Genau, wir haben einmal, also gerade diese Sixer-Varianten, insgesamt zwei Modelle. Das Montana, wo seit Jahren bekannt ist, und das Colorado. Hauptunterschied ist einmal, dass wir hier uns entschieden haben, wir bieten die Option für drei Schlafkabinen. Hat jemand vielleicht dann zwei Kinder, drei Kinder, Bub, Mädchen, diverses Alter, kann man die sozusagen trennen, dass ich drei Schlafkabinen habe. In der Mitte ist die große Elternschlafkabine. Beim Montana 6 sind es dann sozusagen zweigeteilt, eine 1,80 Meter, aber die gleiche Breite, also zwei Schlafkabinen. Wie gesagt, hier drei. Front ist bei Montana neu, das ist das, was wir beim Windtest dann auch stehen haben. Hat man vielleicht vorhin schon mal gesehen, wird später vielleicht auch nochmal getestet. Hat aber dann wiederum auch nochmal einen Seitenausgang auf der Seite, wo zusätzlich dann nochmal ein Bereich ist, wo dann auch nochmal eine kleine Abside dann nochmal ist dementsprechend. Also wie gesagt, sehr gängige Modelle, Montana 6PE in neuer Name. Und dann das Colorado 6PE mit einer neuen Front. Dementsprechend, also das rundet das Ganze ab, wo wir mit dem Stahlrohrgestell ein tolles Zelt haben. Genau, auch hier nochmal ganz kurz und knackig. Natürlich überall Moskitonetze in der Front und in der Seite. Quick and Quiet Tür hinten, die wir schon ein paar Mal gezeigt haben. Und eine Schlafkabinenlänge von 2,30 Meter. Gerade wenn man da nochmal ein Feldbett verwenden möchte und einfach mehr Platz benötigt. Das war's mit unseren 6-Personen-Zelten. Ich hoffe, wir haben an alles gedacht und ihr konntet uns einigermaßen folgen. Wir machen eine ganz kurze Pause und geben somit beim Fernsehen, sag mal, zurück ins Studio. Ja. Also somit zurück zu Arne. Samstagmittag würde ja eigentlich passen. Vielen Dank
Robert und Karl. Also das war unheimlich schön, die 5- und 6-personige Zelte anzuschauen. Jetzt müsst ihr die Ohren steif halten. Und weil jetzt habe ich ein kleines Gewinnspiel zu präsentieren. Wenn wir unsere Zelte in der Windmaschine testet, messen wir die Windstärke, um das Zelt standzuhalten. Wir messen es hier mit so einem kleinen Meter, um die Windgeschwindigkeit in Kilometer pro Stunde zu messen. Sobald wir die Präsentation von unseren 7- bis 8-Personen-Zelte vorgestellt haben, gehen wir auf unsere Windtestanlage und führen einen weiteren Windtest her. Und um dieses Gewinnspiel dabei mit teilzunehmen, müsst ihr dann in den Chat schreiben, mit wie viele Kilometer pro Stunde wir während dieses Tests maximal erreichen. Also im Chat euer gerade jetzt das einzeigen. So, ich glaube jetzt, Robert und Karl, und ich hoffe, dass ihr auch ein bisschen Wasser getrunken habt und bereit seid, mit den großen Familienzelten jetzt weit zu gehen, also unsere 7- bis 8-Personen-Familienzelte. Und ich gebe mal weiter an Robert und Karl. Haben. Wir sind zwar schon ein bisschen dabei, aber jetzt kommen wirklich unsere großen Zelte. Das heißt, jetzt sind wir bei 7 und 8 Personen angekommen, für die, die wirklich viel Platz wollen, längeren Urlaub machen, wobei das gar nicht so ganz richtig ist, weil wir stehen vor einem Zelt, was aufblasbar ist. Das heißt, es ist natürlich auch fürs Wochenende geeignet. Wir stehen vor unserem Knoxville 7 SA, dem Nachfolger von unserem Lakeville. Auch das ist ja wichtig zu wissen, gerade wenn man sich in dem letzten Jahr da schon mal so ein paar Gedanken gemacht hat und gesagt hat, oh, warum ist das Ding jetzt verschwunden? Das ist es nicht. Der Nachfolger ist das Knoxville 7 SA aus unserer Superior Air-Kollektion. Wir gehen gleich mal auf die Eigenschaften und Merkmale ein. Das Zelt ist komplett aufblasbar. Mhm. Das ist natürlich bei der Größe wahnsinnig wichtig zu wissen. Das heißt, man kann das Zelt, Karl hat es vorhin einmal gezeigt, für die, die vielleicht schon ein bisschen länger dran sind, man muss keine Angst vor der Größe haben und wie funktioniert denn der Aufbau und wo kommt welche Stange hin. Das ist hier wirklich gar kein Problem, weil Karl, wie funktioniert es mit dem Aufbau? Ja, okay, vielleicht für die, die das auch wirklich nochmal ansehen möchten, generell das, was wir jetzt gerade live aufzeichnen, habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, gerade wenn wir mal sprechen, vorhin schon mal gezeigt, das schon mal gemacht. Ihr seid aber gar nicht dabei, sage die zwei sind ja gut, ihr erzählt über was sie schon alles gemacht haben, das habe ich ja alles verpasst. Also wir schalten diesen Link später auch nochmal, oder es gibt einen neuen Link, wo ihr aber auch die Möglichkeit habt, das Ganze, was wir hier aufzeichnen, auch nochmal in Ruhe anzusehen. Ihr habt dementsprechend die Zeiten, wisst wann ihr wo was sehen könnt. Insofern, wir haben schon mal Zelte kurz aufgeblasen, ist ganz gezeigt. Aber wie der Robert gerade gesagt hat, also wie gesagt, wir haben mehrere Schläuche. Wir haben, glaube ich, 5 Hauptschläuche und dann nochmal Schläuche hier dazwischen. Aber das Zelt selber rollen wir auf, überlegen, wo ist der Platz. Machen auch hier, genauso wie bei jedem kleinen, nur die 4 Eckpunkte fest mit einem richtig kräftigen Hering. Dementsprechend hier grau abgespannt. Und nachdem, dass es abgespannt ist, mache ich ein bisschen die Reißverschlüsse auf, sodass, wenn ich dann gleich mal anfange mit Pumpe, muss vielleicht auch jemand kurz rein in das Zelt gehen, dementsprechend helfen beim Aufrichten. Und das mache ich einfach Schlauch pro Schlauch. Immer wenn man an das Thema Luft denkt, meint man, jeder, der mal ein Luftbett oder so ein Paddelboot aufgepumpt hat, dass es ewig geht. Generell muss man sagen, wir werden es gleich einmal vielleicht an dem Pavillon noch zeigen, schauen wir, ob wir die Zeit dafür finden. Aber es geht wirklich sehr, sehr fix. Also ich denke, dass man in 2 Minuten maximal pro Schlauch, je nachdem wie die körperliche Fitness ist. Aber generell ist das definitiv kein Problem. Unsere Doppelhubpumpe ist im Lieferumfang. Die hat auch eine Funktion, dass ich maximales Luftvolumen habe. Oder für die, die sagen, es geht zu schwer. Gerade auf Messen machen wir es gerne mit den Kindern, sagen, mach mal. Nicht nach der Messe, ich mache das auch. So. Machst du auch, okay. Aber das geht natürlich total einfach und dann kann ich die Pumpe dementsprechend umstellen, sodass die relativ einfach läuft. Jetzt haben wir gerade gesagt, wir stehen vor dem Knoxville 7 SA. Gerade kurz davor, die, wo schon dabei waren, haben gesagt, Mensch, jeder, der das Wood Lake erwartet hat, dass es steht,
Es steht. Baumwoll-Mischgewebe. Baumwoll-Mischgewebezelt, genau. Also letztendlich der gleiche Grundriss, mehr oder weniger bieten wir in zwei Materialien an. Also das heißt einmal ein Polyestergewebe. Das, was wir jetzt hier stehen haben, ist ein Polyestergewebe, 150 Denier, hat ungefähr 108 Gramm pro Quadratmeter. Das Baumwoll-Mischgewebezelt ist ein bisschen schwerer und ein bisschen kräftiger, hat ungefähr 210 Gramm pro Quadratmeter. Beides hat UPF 50, also ein gewisser Sonnenschutz auch da. Eine gewisse Langlebigkeit darf erwartet werden. Und wie gesagt, beides dann dementsprechend mit Luft, genau das gleiche System. Also insofern von der Aufteilung genau gleich, immer diese Dreiraumzone. Auch hier ist natürlich eine Tür, ich kann die schließen, wenn ich bei Schlechtwetter dementsprechend dann mal hier reingehen möchte, kann ich auch dann die Plane wegschlagen, das Ganze machen. Also das ist alles machbar. Soll ich? Gerne. Okay, sehr gut. Was wir hier haben, ist ein Dreiraumzelt. Das heißt, sowohl Knoxville als auch Woodlake ist ein sogenanntes Dreiraumzelt. Für jeder, der das vielleicht nicht kennt, die Aufteilung ist einfach ein bisschen anders, als was viele kennen. Das heißt, wir haben eine sehr große Schlafkabine im hinteren Bereich, dann einen Wohnbereich und einen Nassbereich vorne. Das heißt, diese Plane, Zeltplane, auf der wir hier stehen, die ist im Lieferumfang enthalten. Die kann aber einfach immer rausgenommen werden. Das heißt, gerade wenn ich jetzt mal wie hier eine Küche und Kocher, natürlich bitte darauf achten, dass das wirklich mit Abstand zum Zelt ist und die Türen offen halten, das ist ganz wichtig. Und genau das ist der Fall. Wenn ich jetzt hier koche, habe den Boden vielleicht weg, lasse die Tür offen, dann stehe ich einfach nicht direkt im Nassen und habe da trotzdem die Möglichkeit, den Kocher auch so ein bisschen geschützt vom Rest der Familie einfach zu haben, gerade wenn kleinere Kinder dabei sind und im Zelt ist da einfach so ein bisschen Action. Dann haben wir neu, und das ist auch schon ein großer Unterschied zu dem Lakeville aus dem letzten Jahr, hier die Zwischentür ist unsere Quick and Quiet Tür. Die ist hier in dem Fall weiterhin mit einem Reißverschluss verschlossen, aber hier sind auch unsere Magnete eingearbeitet. Das heißt, wenn ich hier schnellen und einfachen Zugang möchte, kann ich einfach den Reißverschluss öffnen und kann dann die Magnettür nutzen und komme wirklich super schnell rein und raus aus dem Zelt. Man kann hier schon sehen, die Moskitonetztür ist, man kann sagen 90% von der Tür. Das heißt, ich habe hier einen super guten Blick von innen nach außen und vor allem bin ich geschützt vor Moskitos und habe eine gewisse Belüftung. Ganz, ganz wichtiger Fall. Bevor wir in den Wohnraum gehen, wollen wir nochmal bei außen bleiben, weil nicht nur der Nassbereich vorne wichtig ist, sondern der Karl wird uns an der Seite nochmal eine wichtige Eigenschaft zeigen. Hätten wir hier ein Zeltquartett als Kartenspiel, wäre das einer der Top-Karten, weil wir haben 37 Quadratmeter Grundfläche, eins unserer größten Zelte, habe ich extra vorbereitet. Der Wohnraum selber hat circa 13 Quadratmeter und auch dieser Raum, wo gerade Robert sich noch drin befindet, noch mal zusätzlich 10 Quadratmeter. Also unglaublich große Fläche. Man kann, glaube ich, auch die Länge entdecken. Also circa 4,80 Meter, 4,90 Meter breit, annähernd 7,50 Meter lang, also sehr, sehr groß. Ein Unterschied, weil wir gerade immer über zwei Modelle sprechen, über das Knoxville, was aufgebaut ist, und das Zelt in Baumwoll-Mischgewebe, das Woodlake, ist das bei der Polyester-Variante, wie hier zusätzlich nur mal ein zusätzliches Dach haben, um einfach den Seiteneingang zu schützen. Das hat wiederum das Baumwoll-Mischgewebezelt nicht. Also nur da, wenn er da entscheidet, was, und das wäre ein wichtiges Kriterium, findet ihr nur hier beim Baumwoll-Mischgewebezelt nicht. Also wie gesagt, ein sehr, sehr langes Zelt. Dann vielleicht noch eine weitere kleine nette Geschichte, wenn wir gerade hier stehen und wir stehen gerade vor unserer Wand, wo wir unterschiedliche Awards, die wir gewonnen haben, die diesjährigen sind noch gar nicht dabei, weil wir stehen hier auch von einem Zelt, was besonders erwähnt wurde bei den Awards. Aber hier sind wir besonders stolz drauf, weil wir einmal letztes Jahr Best Family Tent des Airville 6SR gewonnen haben, 2020, eine sehr hohe Auszeichnung. Wir sehen aber Industry Awards, sind also im Prinzip die Geschichte, wo so ein bisschen unser Weg von Oase Outdoors, wo wir insgesamt drei Marken haben, eben wie gesagt hauptsächlich Outwell, aber auch die Marken Robinson EasyCamp, wo wir einfach diverse Preise gewinnen. Und da sind wir besonders stolz drauf, dass einfach unsere Produktentwicklung immer wieder neue Ideen hat, immer wieder neue Einflüsse hat und da überlegt, wie wir es nochmal verbessern können. Und das ist eine ganz spannende Geschichte. Also wie gesagt, sehr stolzer Bereich, wo wir hier stehen. Aber auch der Robert hat auch nochmal was, wo wir definitiv nochmal den Innenraum dann, wie gesagt, von den über 13 Quadratmeter
Wohnraumfläche nochmal sehen, was da alles möglich ist. Genau, ich glaube, bevor ich hier instehe, ich habe gerade von unserer lieben Kollegin einen kleinen Zettel bekommen, wo drauf stand Packmaß. Wie ist denn so das Packmaß? Wir werden das später nochmal zeigen, hoffentlich, wenn wir die Zeit dazu haben. Hier haben wir insgesamt, und das ist wichtig zu wissen, die Luftschläuche sind drin, die Kabine ist drin, also eigentlich alles außer der Boden im vorderen Bereich. Das ist erstmal fixiert und dann haben wir allgemein, wenn wir es zusammenrollen, ein Packmaß in einem guten Meter Länge. Ungefähr 98, aber lassen wir es mal beim Meter und 50 Zentimeter im Durchmesser. Das heißt, auch da ist der Unterschied zum klassischen Zelt, was man vielleicht kennt und es weiterhin sicherlich gibt. Ich habe nicht zwei Packstücke, wie das dann vielleicht der Fall wäre, einmal Zelt und einmal Gestänge, sondern hier verpacke ich alles zusammen. Und da muss man natürlich dann beim Zelt in der Größe absolut darauf achten, wie reise ich denn, wie bin ich unterwegs, passt das denn gegebenenfalls ins Auto und wie verpacke ich alles. Hier im Wohnbereich, man sieht, glaube ich, die enorme Größe des Zeltes. Klar, es ist für 7 Personen geeignet. Das heißt, hier ist richtig Luft, hier ist richtig Platz. Wir haben zusätzlich 2 Seiteneingänge. Den einen hat der Karl gerade gezeigt, der überdacht ist. Dahinter ist nochmal auch eine Moskitonetztür, sodass man da wirklich richtig gut auch für Luft sorgen kann. Das ist immer ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil wir schauen uns später eine absolut wichtige Neuerung an im Vergleich zu dem Vorjahresmodell. Und das ist die Rückseite des Zeltes. Da haben wir, beziehungsweise unsere Kollegen wahnsinnig viel Zeit und Muße in investiert, dass wir wirklich für die perfekte Belüftung sorgen können. Bei dem Knoxville hier sehen wir es wieder, wir haben es angesprochen, 7 Personen. Wir hätten die Möglichkeit, die große Schlafkabine, es ist eine, in 3 Parzellen zu unterteilen. Das heißt, klar habe ich die Unterschiede, die Möglichkeiten, wo schläft jemand, aber auch ans Gepäck denken. Muss das vielleicht mit ins Zelt, dann habe ich hier große Möglichkeiten dazu. Mhm. Ganz, ganz wichtig. Und SA-Kollektion, Superior Air, das heißt, wir haben 2,30 Meter lange Schlafkabinen. Man sieht jetzt hier schon, wir haben ein Luftbett einfach mal platziert, was ein bisschen höher ist. Trotzdem ausreichend Platz auch nochmal für einen kleinen Schrank oder eine Lampe. Hier sieht man so ein kleines Tuch, einen kleinen Vorhang, sage ich jetzt einfach mal. Da geht es natürlich darum, unsere Schlafkabinen sind alle abgedunkelt, sind alle auch gerade dafür geeignet, wenn jetzt die Sonne kommt, hoffentlich so lang wie möglich zu schlafen. Hier auf der Rückseite haben wir ein kleines Mesh, also Moskitonetzfenster. Das sorgt natürlich einmal für Luft, weil die Rückseite schauen wir uns später an. Wenn ich das nicht möchte und sage, nee, ich möchte jetzt alles dunkel haben, kann ich das ohne Probleme auch ganz einfach verschließen und einfach abdunkeln und auch abdichten in Form von Luft. Hast du schon was zu unserem Hooktrack-System hier gesagt? Weil hier sieht man ein bisschen mal die Beispiele. Genau. Also jahrelang war eigentlich so, dass wir mehr oder weniger entschieden haben, wo ihr eine Lampe befestigen könnt. Zwischenzeitlich haben wir überall, wo ein Luftschlauch ist, an der Naht so ein kleines Band, eine Art Keder. Und damit könnt ihr über verschiedene Klemmen dementsprechend eine Kabelführung haben. Wir haben jetzt einfach mal gesagt, nee, die Lampe soll nicht direkt daran hängen. Gibt es nochmal ein Tent-Hanging-System, also sozusagen Leinen, dass ich das Ganze spannen kann. Aber unabhängig, nicht nur für die Lampen ist gut geeignet. Gerade wenn wir nochmal reinkommen, sehen wir nochmal eine andere Möglichkeit. Ganz praktisch, weil das immer wieder die Frage ist, wo habe ich die Möglichkeit, was aufzuhängen? Also ich habe jetzt einfach mal die Lampe hier aufgehängt. Das heißt, ich habe da diesen Haken, wie gesagt, schon öfters erwähnt. Und den kann ich unterschiedlich platzieren. Und das ist aber so konzipiert, weil natürlich hier haben kein Metallgestänge. Der Luftschlauch hat zwar schon eine gewisse Stabilität, aber ich kann nicht unendlich viel dranhängen. Der ist so konzipiert, dass er ungefähr 2 Kilo hält. Und danach würde er sozusagen abgehen. Für eine Jacke, für ein Handtuch, für ein Geschirrtuch zu trocknen nach dem Abwasch. Sowas genügt es immer und habt natürlich perfekte Möglichkeit, wo ihr was befestigen wollt. Gerade unterschiedliche Lampensysteme. Alles, was ihr für Ideen habt, könnt ihr damit dementsprechend umsetzen, ist also überhaupt gar kein Problem. Also ist eine wunderschöne Geschichte und da passt es sehr, sehr gut zusammen. Robert, du hast noch was draußen gesehen und wolltest hinten was zeigen, genau. Die Belüftung, dass wir da auch nochmal drauf eingehen. Genau, ich habe mich einmal schon hier an der Seite platziert und bevor ich nach hinten gehe, auch da nochmal Thema Sturm und Wind. Also natürlich auch beim Luftzelt, die Frage kommt sehr häufig, wie sicher ist das denn und kann ich das auch bei Wind machen? Und ja, natürlich, unsere Abspannpunkte sind klassisch da und was wir auch haben zusätzlich, und das war auch schon in 2020 der Fall, sind zusätzliche Sturmabspannleinen. Die sind dran, die muss man nicht kaufen, die sind im Lieferumfang enthalten und bereits am Zelt dran, sodass ich da also wirklich bei widrigen Bedingungen wirklich das Zelt ordentlich abspannen kann, festmachen kann und da wirklich keine Probleme habe, sollte es wirklich mal richtig stürmen. Der große Vorteil, klar, sollte der Wind mal schräg kommen, kann das natürlich passieren, dass so ein Luftkanal einknickt, geht der Wind wieder weg, steht das Zelt.
Wichtiges Thema Belüftung, habe ich eben schon angesprochen. Bevor wir nach hinten gehen, zeige ich das einmal hier unten nur. Nicht nur in der Fronttür und in den Seitentüren sind Moskitonetze, sondern hier unterm Fenster auch nochmal eine Lüftung. Die ist jetzt einfach aufgestellt mit einem kleinen Steg. Somit kann auch hier bei widrigem Wetter einfach Luft reinkommen. Somit habe ich immer die Möglichkeit, auch bei Regen wirklich zu belüften. Und das kann natürlich geschlossen werden. Jetzt gehen wir einmal ein bisschen weiter nach hinten, weil genau da ist die Lüftung, über die ich gerne einmal sprechen möchte. Dass die Lüftung allgemein über die gesamte Breite des Zeltes war, das ist nicht neu. Das kennt man vielleicht. Klassisch ist immer ein Reißverschluss hier. Somit kann ich das Ganze verschließen oder öffnen. Dann habe ich hier einfach einen kleinen Steg, der mit Klett befestigt ist. Und somit habe ich schon immer die Möglichkeit gehabt, dass Zugluft einfach hier unter das Material kommt. Neu und ganz wichtig für uns im Thema Belüftung, und das hat man innen kurz einmal gesehen, ist, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, das Ganze hier aufzurollen. Das natürlich über die gesamte Breite. Und somit sieht man hier schon dieses Mesh-Fenster, dieses Moskitonetzfenster, sodass ich wirklich in Verbindung mit der Fronttür aus Moskitonetz, mit den beiden Seitentüren und mit den Tiefentlüftern wirklich für einen absoluten Austausch der Luft sorgen kann und habe somit belüftungstechnisch unfassbar viel abgedeckt. Je nach Bedarf kann ich den Lüfter öffnen oder schließen und kann mich somit immer perfekt an das Wetter anpassen. Dieser Lüfter gilt jetzt nicht nur für dieses Zelt speziell, sondern so sieht die Rückseite all unserer Zelte aus. Ganz, ganz wichtiges Thema allgemein für uns. Ich würde sagen, Knoxville haben wir besprochen. Wir gehen einmal rüber und schauen uns einfach die nächste Variante an. Genau. Vielleicht noch kurz ein Wort nochmal zu den Personenzahlen. Wir haben gesagt, wir sind jetzt bei den 7 bis 8 Personen. Die 7, 8 Personen bedeutet ein Stück weit, dass wir ungefähr 60 Zentimeter pro Person einrechnen. Bei diesen 60 Zentimeter ist natürlich so ein bisschen ein Industriestandwert. Der sagt eigentlich 50 bis 55 Zentimeter pro Person, was natürlich sehr, sehr schmal ist. Es bedeutet noch lange nicht, dass wenn ihr vielleicht ein 6-Personen-Zelt sucht, nicht unbedingt, macht vielleicht Sinn, auch die 7- oder 8-Personen-Zelte nochmal zusätzlich anzuschauen, weil natürlich dann einfach ein bisschen mehr Platz in der Schlafkabine oder im Vorraum ist. Und gerade hier, wo wir jetzt gerade stehen, bei dem Nightdale 8PA, haben wir ein 8-Personen-Zelt, aber hier haben wir nochmal eine komplett andere Raumaufteilung, weil wir hier einfach nochmal, ich sag mal, die Schwiegermutter-Schlafkabine dabei haben. Als Beispiel, wenn wir gleich reingehen, werden wir sehen. Also wir nicht haben, meine, falls die zuschauen. Bitte, Erna, sei nicht böse. Nee, also letztendlich haben wir da die klassische Aufteilung, Schlafkabinen sind hinten. Aber hier gibt es die Option, weitere Schlafkabinen zu haben. Und das war ja das, was wir am Anfang so ein bisschen gesprochen haben. Habt ihr mehrere Kinder oder ein Nachbarkind geht zusätzlich mit? Das war bei mir sehr häufig der Fall. Ich hab 2 und dann ist nochmal die beste Freundin von meiner Tochter mitgegangen. Dann war vielleicht die Möglichkeit, dass ich einfach zusätzlich Stauraum oder zusätzlich Platz habe. Sind die Kinder aber größer, gehen vielleicht nicht mehr ganz mit, dann kann ich die Schlafkabine einfach rausknüpfen und habe natürlich dann auch die Möglichkeit, ähnlich wie gerade eben bei dem Knoxville, das Ganze nochmal anders zu nutzen. Aber ich finde, das ist eine sehr gute Möglichkeit, dass ich einfach zusätzliche Möglichkeit habe. Wie gesagt, mal Gäste, dass die Großeltern am Wochenende kommen, mit dabei sind oder einfach die, wo definitiv für mehr Personenzelte suchen, finde ich das nochmal eine ganz interessante Geschichte. Absolut. Ich möchte einmal allgemein, weil wir sind immer sehr im Thema und zeigen verschiedene Details, aber vielleicht ist für viele gar nicht klar, was für uns eigentlich einen guten Standard ausmacht. Also vorne der Nassbereich, den der Karl angesprochen hat, der hätte jetzt keinen Boden, weil wir wieder diese Dreiraumvariante haben. Das ist ein Zelt aus der Prime Air Kollektion. Da ist der Boden für vorne auch erstmal nicht dabei. Wenn man den möchte, kann man die passende Unterlage dazu kaufen und dann wäre auch das für den vorneren Bereich abgedeckt. Der Wohninnenraum, wo ich jetzt drin stehe, das ist natürlich komplett eingezogen, der Boden. Der ist komplett dicht. Man sieht hier, das ist natürlich jetzt offen mit der Tür, aber auch hier ist ein Reißverschluss. Somit im Falle des Regens kann ich das Zelt wirklich komplett zumachen und bin somit komplett dicht. Auch hier zwar eine Kleinigkeit, die man vielleicht
sehen möchte. Aber ganz, ganz wichtig, wo kann ich denn immer mit diversen Stromkabeln, wo kann ich das reinlegen? Muss ich dafür die Tür offen lassen? Und das natürlich nicht. Wir haben bei all unseren Zelten ringsherum immer dieses kleine Logo, wo einfach so ein kleines Stromkabel drauf ist. Und da ist dann einfach immer so eine kleine Öffnung, auch da mit einem Reißverschluss zu versehen, damit ich einfach Strom ins Innere des Zeltes bekomme. Ganz, ganz wichtig natürlich für diverse Lampen oder für einen Lüfter oder für eine Heizung, weil an den meisten Campingplätzen heute, gerade wenn ich mit der Familie unterwegs bin, ist da natürlich Strom. Auch das Zelt, wie wir es eben gesagt haben, ist komplett aufblasbar. Das heißt, wir nehmen es aus der Packtasche raus und pumpen dann einfach die einzelnen Luftsegmente auf. Die Pumpe, ich meine, wir haben viel über Pumpen gesprochen, aber nicht, dass die Pumpe im Lieferumfang enthalten ist. Die ist natürlich auch komplett dabei, weil die brauche ich einfach klassischerweise, um das Zelt aufzupumpen. Hier sieht man wieder auch wieder Seitentür mit einem zusätzlichen Moskitonetz. Auch da wieder Thema Belüftung, ganz, ganz wichtig für uns und natürlich die Flexibilität. Wie komme ich denn wo rein und raus? Auf der Rückseite sieht man jetzt wieder die Schlafkabine. Hier kann man auch mal sehen, ich weiß nicht, ob vorhin schon jemand zugeschaut hat, die Schlafkabinen haben wir immer optisch der Zeltfarbe angepasst. Das hat jetzt wenig mit Optik und Design und es sieht schöner aus zu tun, sondern die Schlafkabinen sind alle dunkel. Die Schlafkabinen sind innen schwarz, dass ich hoffentlich einen angenehmen Schlaf habe. Da wäre es kontraproduktiv, eine helle Tür oder gar ein helles Dach über der Kabine zu machen. Auch das haben unsere Kollegen natürlich bedacht, das insgesamt abgedunkelt, sodass ich wirklich hier einen angenehmen Schlaf hoffentlich habe. Quick and Quiet Tür, wer das Ganze noch nicht kennt, bei uns muss man nicht mehr die klassischen Reißverschlüsse verwenden, um die Tür aufzumachen, sondern auch hier wieder unsere Magnetstreifen eingearbeitet, sodass ich wirklich geräuschlos öffnen und schließen kann und wirklich sehr, sehr einfach und schnell im Bedarfsfall rein und rauskomme aus der Kabine. Den Lüfter, den wir eben auf der Rückseite beim Knoxville gezeigt haben, der ist auch hier der Fall ganz wichtig. Speziell, und bevor wir natürlich zum nächsten Modell kommen, ist das, was der Karl gesagt hat, die Kabine vorne bietet einfach nochmal super viel Flexibilität und ist da wirklich eine super schöne Geschichte. Falls die Familie größer geworden ist oder größer ist, Freunde, Bekannte, dann habe ich wirklich da die Möglichkeit, nochmal jemanden im Zelt auch vorne zu platzieren. Wir gehen weiter. Jetzt hatten wir einmal die Superior Air, einmal die Prime Air Kollektion und jetzt kommen wir zu einem Zelt aus der Premium Kollektion. Mhm. Und das ist ein echter Klassiker. Ich habe eine Idee, vielleicht noch ganz kurz, weil wir, bevor wir jetzt die Luftzelte verlassen und zu der Gestängezelte gehen, haben wir kurz über den Aufbau gesprochen. Ja. Hier steht unser neuer Luftpavillon. Vielleicht, dass wir da eine letzte kleine, ja, oder wir machen das zuerst, das passt absolut, dass wir einmal kurz das vorführen. Der Robert steht eigentlich schon parat. Soll ich's? Ja. Ja, diesmal bist du dran, ich war ja schon. Aber letztendlich einfach, es geht jetzt gar nicht drum so. Natürlich sind es immer diverse Anbauten, Vorbauten für die Zelte. Das haben wir mit Stahlrohrgestell, unterschiedliche Möglichkeiten. Hier haben wir einen Luftpavillon. Aber wir haben extra gesagt, bitte baut uns den hier auf, weil die großen Zelte sind teilweise dekoriert und dann bist du wieder auf sind, dass wir das einfach mal kurz ein bisschen ein Beispiel geben können. Wie schnell geht die Luft rein, wie schnell geht sie raus, dass wir nicht nur irgendwie Sprüche machen, sondern dass wir das einfach Magst zeigen. Magst du dich reinstellen? Wenn ja, genau, gerne. Okay, dann einmal nicht erschrecken, weil das passiert und das Mikrofon ist vermutlich relativ laut. Ich lasse einmal die Luft eben raus. Das heißt, so würde dann der Zeltabbau Abbau aussehen. Das heißt, die Luft geht einfach raus. Natürlich dauert es dann einen kleinen Moment. Und im Zusammenrollen ist es ganz, ganz wichtig, dass ich einfach dafür sorge, zum Ventil zu rollen, weil ansonsten kann sich eventuell die Luft stauen. Dann ganz wichtig, häufiger Fehler bei den Messen, das Ventil bitte wieder schließen, weil genau. Ansonsten geht die Luft natürlich wieder raus. Jetzt nehme ich einmal die Pumpe, und das ist auch die, die im Lieferumfang enthalten ist, und pumpe einfach mal, damit man hier einmal sehen kann, was dann passiert. Genau, das heißt, so sieht das Ganze dann aus. Natürlich war da jetzt hier, so ehrlich muss man sein, auch noch eine gewisse Restluft drin. Aber die Schläuche sind auch sicherlich länger, dadurch, dass es eine Kuppelkonstruktion ist, als das bei den beiden Zelten ist, die wir gerade gezeigt haben. Also wirklich vom Handling sehr einfach.
Ein Punkt, den wir gleich auch immer wieder mal auf den Messen auch hören, gerade Gestänge oder Luft, was ich immer sehr spannend finde, wenn ihr gerade mit kleinen Kindern anreist und ihr habt es gesehen, das kann tatsächlich eine Person alleine machen. Also gerade eine lange Urlaubsfahrt, wo meistens die Fahrt in den Urlaub und den Weg zurück doch ein bisschen Stress dann auch für die Eltern ist und ihr kommt irgendwo an, du hättest wirklich die Möglichkeit, vielleicht zu zweit noch schnell das Zelt auszulegen, auszubreiten und dann könnte eventuell eine Person sagen, komm Kinder, wir gucken schon mal den Campingplatz an, der Papa pumpt so lang oder die Mama pumpt so lang das Zelt auf. Letztendlich ist es definitiv machbar und dann muss man wirklich sagen, es geht halt deutlich schneller wie ein Gestänge und deutlich einfacher sicherlich auch, gerade wenn wir über diese großen Zelte sprechen, ja, die wir haben. Aber da ist sicherlich eine schöne Möglichkeit, dass man einfach sagt, dann geht es wirklich schnell, dann kann man relativ schnell ins Zelt rein. Selbst wenn es ein bisschen nieselt, könnte man so lange die Kinder noch im Auto sitzen lassen, die gehen rein und dann kann man drin anfangen, das Zelt dementsprechend zu befüllen mit Möbeln, mit für die Schlafkabinen und spannt dann natürlich aus. Auch die großen Zelte können wir, glaube ich, sagen, eine halbe Stunde, klar ungeübt, vielleicht eine Dreiviertelstunde, aber bequem machbar. Nichtsdestotrotz führen wir natürlich weiterhin Gestängezelte und wir haben auch durchaus Kunden, die sagen, nee, also der Aufbau gehört schon dazu. Also wir mögen das auch und so weiter und letztendlich ist das auch ein wichtiger Bereich, wenn man das gemeinsam macht und ich habe mit meinen Kindern auch, gib dem Papa mal den Hering, jeder mag halten, wo die klein waren. Teilweise habe ich dann wirklich erlebt, dass während ich aufgebaut habe, schon die ersten Freundschaften geschlossen, auf einmal waren sie wieder weg. Ich habe eigentlich davor, ich habe gewartet, dass mir jemand den Hering und den Hammer bringt, aber generell natürlich ist Gestänge nicht komplett out, aber man hat natürlich einfach gesehen, wie schnell und einfach das Ganze geht. Aber man muss auch über Packmaß ein bisschen sprechen. Meistens natürlich die Pumpe braucht ein bisschen Platz, der Luftschlauch, der dreifach geschützt ist, braucht ein bisschen mehr Platz. Also es kann auch wieder Punkte sein, wo vielleicht ein Gestängezelt trotzdem wichtig ist. Und nichtsdestotrotz haben wir hier auch große Zelte. Wir haben jetzt mal noch einen Vermund, auch ein Name, den glaube ich schon, weiß Gott wie viele Jahre im Markt ist, haben wir einen aufblasbar gehabt, in Gestänge schon immer. Und da haben wir noch mal zwei Zelte. Und auf die möchte man natürlich genauso noch eingehen. Ja, absolut. Ich glaube, das macht absolut Sinn, weil so wie du es gesagt hast, dafür drehen wir uns einmal komplett sozusagen und schauen uns hier das Vermund an. Name ist bekannt bei ganz, ganz vielen, die schon mal ein Outfeld-Zelt hatten. Was hat sich verändert? Wir haben schon relativ viel über Fronten gesprochen. Vermont hatte immer eine relativ schräge Front, immer auch einen regensicheren Seiteneingang. Das heißt, ich bin immer trocken rein und rausgekommen. Aber viele haben einfach gesagt, da geht mir ja so ein bisschen Platz verloren. Und das, was dann natürlich hier passiert, ist einfach, dass die Front deutlich gerader geworden ist. Und somit habe ich auch vorne in diesem dritten Nassbereich, den wir jetzt schon thematisiert haben, einfach den Vorteil, dass ich nicht so viel Platz verliere und den optimal nutzen kann. Also gerade, wenn ich... Zeig das Kamera schnell, dass man das mal sieht. Wenn es ein bisschen auf Geräusche macht. Man muss immer irgendwas machen. Einfach, dass man so sieht, also die Front ist sehr, sehr gerade und ich habe trotzdem noch das Vordach. Genau, das heißt, auch trotz der geraden Front, die ich hier habe, habe ich auch dann nochmal ein zusätzliches Vordach und bin dann da also auch wirklich bei nicht ganz so guten Witterungen absolut geschützt. Hier ganz wichtiges Thema, weil wir sprechen hier über ein Zelt mit Stahlrohrgestänge. Das heißt, hier baut man schon richtig auf, aber das ist natürlich super, super windstabil. Wie machen wir das? Ganz wichtiger Punkt hier ist unser Wind Stabilizer System. Wir können es da drüben einmal zeigen, dann hängt nicht das Schild im Weg. Weil für uns ist natürlich nicht nur das Thema, wie können wir das Zelt windstabil machen, wie wird das Ganze thematisiert. Ganz wichtig, dass natürlich bei einem Zelt in der Größe, und das gilt bei unseren Zelten für alle Gestängezelte, nicht nur, dass der Abspannpunkt irgendwie an der Naht ist, dann fängt es an zu stürmen und dann reißt das vielleicht irgendwann aus. Das, was wir hier haben, und das ist das, was man als Wind Stabilizer System bei uns kennt, ist ein zusätzliches Klettband oder ein zusätzliches Stück Stoff. Das ist am Außenzelt dran und das schlaufe ich hier um die Gestänge, nicht nur an einem Punkt, sondern wie man hier sieht an zweien, um natürlich Stress von der Naht zu nehmen. Man kann sich bei dem Zelt in der Größe und richtig Wind, wer vorhin den Test gesehen hat, vorstellen oder der kommt auch gleich nochmal, dass da richtig Kräfte wirken. Um Stress von der Naht zu nehmen, haben wir hier einfach das Wind Stabilizer System und somit arbeitet Zelt und Gestänge immer zusammen im Fall des starken Windes. Ganz, ganz wichtiger Faktor und der ist natürlich hier gegeben, sodass wir wirklich ein wahnsinnig stabiles Zelt auch haben. Sollen wir noch kurz einen Blick nach innen werfen, absolut, bevor wir zum letzten kommen? Absolut.
da natürlich dann auch wieder beim Dreiraumzelt in der Vorderwand, wie gesagt, einmal komplett zu schließen, der Boden kann herausgenommen werden und da dahinter kommt unsere Quick-and-Quiet-Tür, die natürlich weiterhin über den Reißverschluss auch geht. Ich könnte sie auch einmal komplett öffnen und komplett zur Seite machen, da ich einen riesengroßen Innenraum habe. Dahinter liegen, sieht man jetzt schon mal, natürlich auch wieder sehr, sehr große Schlafkabinen, auch wieder dreigeteilt. Bei den 7er Zelten sind es eigentlich immer bei uns dreigeteilt. Die mittlere ist immer die größte. Die hat dann auch diese Quick-and-Quiet-Türen und rechts und links sozusagen die kleineren Türen, je nachdem, wie ich es auftauen kann. Ich habe auch Kunden erlebt auf der Messe, die sagen, nee, wir sind zu zweit, kein Problem. Wir möchten es aufbauen, aber wir möchten auch die Innenfläche haben. Die haben da wirklich, nehmen das aufblasbare Sofa mit und haben da einfach, die kommen mit dem Anhänger, obwohl sie zwei sind, mancher hat einen Bus und sagt, nee, also das passt schon. Andere haben einen Wohnwagen und die erleben immer wieder, dass auch die Kunden dann sagen, Entschuldigung, darf ich da mal kurz reingucken? Ja, was habt ihr denn da alles aufgebaut? Ja. Die sind dann immer begeistert, was da für eine Fläche geboten wird. Gerade im Vergleich, wenn man auch mit dem Wohnwagen und mit den Vorzellen, die lang nicht diese Tiefe und diese Räume bieten, dann haben wir natürlich eine tolle Raumhöhe auch. Aber das ist immer ganz spannend, dass also diese Zelte auch nicht nur von 7 Personen genutzt wird, zu zwei, zu dritt, was auch immer und sagen, nö. Absolut. Und da muss man sagen, dass natürlich Leute, die einfach wahnsinnig viel unterwegs sind und die dann auch wirklich Camping als Urlaubsform nutzen, weil da muss man fairerweise sagen, hier baut man schon richtig gut auf. Okay. Bevor wir kurz zum Ende kommen, zeigen wir einmal, wir hatten eben das Nightdale in aufblasbar und wir haben natürlich die Varianten auch immer als Gestänge. Von daher gehen wir einmal rüber, bevor wir leider die Familienzelte schon geschafft haben, aber einfach nochmal hier zu zusammenfassen. Unser Winwood. Das heißt, hier haben wir das Ganze jetzt mal wieder halb zu. Das liegt einfach daran, dass wir hier genau die Variante haben, die wir eben schon mal besprochen haben. Das heißt, hier im Schlafbereich vorne oder im Nassbereich vorne, Entschuldigung, ist nochmal eine zusätzliche Kabine, dass ich einfach hier nochmal die Möglichkeit habe, wirklich jemanden, die ältere Tochter, den älteren Sohn, den Hund, den Hundekorb, wirklich auch nochmal nicht mit im Wohnbereich haben muss, sondern einfach ein bisschen weiter vorne. Bei der Select-Kollektion sprechen wir über gewebeummanteltes Fiberglas als Gestänge, nicht als Stahlrohrvariante, wie das bei Premium ist. Machen wir vielleicht noch kurz die Preispunkte, da haben wir gerade vergessen. Also hier stehen wir ungefähr im Preispunkt von 800 Euro mit der Fiberglas-Gestänge. Dann eben, wie gesagt, zwei Zelte zuvor war das Nightdale 8 PA, mehr oder weniger im gleichen Grundriss, sind wir bei 1300 Euro. Und das Vermont, wo wir soeben waren, bei 1200. Dass man also sieht, man kriegt auch große Zelte in Preispunkte, unterschiedlich gestaffelt. Und ganz am Anfang, wo ich gesagt habe, wäre es ein Zeltquartett, wer es sticht, sind wir irgendwo bei 17, bei 1800 und in der Baumwollmischgewebe-Variante ungefähr bei 2400. Also je nachdem, wie ihr unterwegs seid, wie viel Erfahrung, wie oft das was nützt, findet ihr dementsprechend unterschiedliche Zelte bei uns. Sehr gut, das war's mit unseren 7- und 8-Personen-Zelten und allgemein mit unseren Familienzelten. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen helfen, es hat Spaß gemacht. Wir gehen gleich einmal zurück ins Studio, dann geht es aber weiter. Wir haben nochmal einen Windtest und dann sprechen wir über unsere Busfahrzelte. Auch ein ganz wichtiges Thema, aber zuerst einmal zurück zu dir, Anne.
Ja, hallo. Und ich glaube, ich höre, wir sind bereit. Also, wir sind bereit für noch ein weiterer Windtest. Und Sie müssen jetzt raten und Ihr Rate an die Chat eingeben, um wie viele Kilometer pro Stunde wir jetzt mit dem Windtest erreichen. Und ich bereite mich mit dem Windmesser und einer Schutzbrille. Und dann gebe ich die Mikro weiter an einen anderen. Und dann glaube ich, Jens, mach die Maschine an und gib Gas. Schluck rennen. Bis hier links. Also, das war windig, aber auch lustig. Und ich denke mal, wir stellen jetzt durch zu Robert und Karl. Die müssen jetzt bei die Buszelte eigentlich auch bereit sein. Und das ist das letzte unser Programm für heute. Also ab nach Karl und Robert. So, herzlich willkommen. Jetzt sind wir hier in unserem Fotostudio, wo wir normalerweise diverse Fotos machen. Und hier haben wir natürlich unsere Busfahrzelte aufgebaut. Somit sagen wir einmal herzlich willkommen an alle, die sich interessieren für das Thema Busfahrzelte. Bis gerade eben haben wir noch über Familienzelte gesprochen. Aber hier geht es um ein komplett anderes Thema. Und wie man schon ein bisschen sehen kann, hinter uns steht der Bus. Wir haben unterschiedliche Modelle aufgebaut. Über das Ganze möchten wir jetzt natürlich auch noch ein bisschen ausführlicher sprechen.
Magst du schon irgendwas sagen? Ja, gern. Wir haben es uns ja hier mal bequem gemacht in einem unserer neuen Zelte, in der parallel stehenden Variante in unserem Woodburg 380. Ja. Man muss einfach sagen, dass allgemein dieses Thema natürlich wahnsinnig groß ist. Ne? Busvorzelt ist das eine und dann natürlich diese parallel stehenden Varianten, das heißt Zelt steht identisch zum Bus, muss man sagen, ist einfach wahnsinnig groß. Gerade natürlich für Familien vielleicht, wo jetzt nicht nur zwei Leute alleine unterwegs sind und dann im Bus schlafen, sondern vielleicht dann Kinder dabei sind und sie dann einfach im Zelt platziert werden sollen. Und man hat einfach eine gewisse Flexibilität und aber auch einen schönen großen Vorraum, in dem wir jetzt gerade sitzen. Und von daher ist das sicherlich ein Thema, was wir uns gleich nochmal im Detail genauer anschauen werden. Ja, man könnte auch sagen, dass gerade auf den ganzen Campingmessen, die wir normalerweise gemacht oder gerne gemacht hätten, ist das Thema Busvorzelt oder jemand, der einen Bus besitzt und kommt immer wieder die gleiche Frage. Und genau das Thema möchte natürlich hier auch beantworten, wie wird es an das Fahrzeug angebracht, was für Möglichkeiten gibt es. Und gerade der Bereich Campingbus, Minicamper hypt extrem, hat natürlich wahrscheinlich auch ein Stück weit was mit Corona zu tun. Eine Urlaubsform, wo ich definitiv unabhängig von Reisemöglichkeiten mit Flieger oder was auch immer was buchen kann, sondern kann vielleicht auch spontan entscheiden, jetzt gehen wir nur mal ein verlängertes Wochenende weg und habe alles dabei. Aber wir gucken uns mal ein bisschen so die Möglichkeiten an, die überhaupt zur Disposition stehen, dass ihr so ein bisschen Gefühl bekommen könnt, was für euch das Richtige ist. Das heißt, wenn wir gerade mal so ein bisschen erstmal gerade auf den Bus ein bisschen gehen, da sehen wir mal zwei grundlegende Varianten, die wir bieten. Aber natürlich haben wir noch mal mehr. Das heißt, einmal gibt es natürlich die Möglichkeit, wir haben jetzt einfach mal auf beide Seiten die zwei grundlegenden Systeme aufgebaut. Hier haben wir klassisch, wo es sozusagen vom Bus wegschaut. Und gegenüber, wo wir gerade drin saßen, haben wir ein Zelt, was parallel zum Bus aufgebaut wird. Und beides hat gewisse Vorteile. Gerade diese Version, wo sozusagen vom Bus wegsteht, muss man sagen, geht bis zu einer gewissen Größe, macht das Sinn. Also hier haben wir jetzt eins mit einer Tiefe von 1,60 Meter. Es gibt aber Modelle auch mit 2 Meter, von 2,40 Meter, wo auch 2,60 Meter Tiefe sind. Aber man muss immer ein Stück weit bedenken, dass diese Parzelle ja nicht ringsherum offen ist, sondern teilweise, wenn ihr auf dem Campingplatz steht, dass ihr vielleicht da, wo momentan der weiße Vorhang ist, auch vielleicht irgendwie Hecken, Bäume stehen hinten weg. Das heißt, ihr möchtet ja natürlich das Zelt so nutzen, dass ihr ein Basislager habt. Ihr habt vielleicht, ihr seid eine schöne Region, habt vielleicht die Fahrräder hinten auf dem Bus mit drauf, fahrt mal hoch auf den Berg, macht eine Tour, möchtet das Zelt lösen und sind dann dementsprechend mit dem Bus unterwegs. Das heißt, ihr parkt das Auto eigentlich so, dass ihr aus der Parzelle rausfährt, eure Tour macht, einen Einkauf tut, Stadtbummel, Museum, was auch immer und abends wieder zurückfahrt und dann das Zelt wieder verbindet. Und das macht halt Sinn bis zu einer gewissen Größe und für alle, die natürlich andere Anforderungen haben, vielleicht nochmal, dass sie zusätzlich Schlafkabinen benötigen, ein Stand-Up-Paddle, die E-Bikes soll mit reinstehen und ein bisschen mehr Platz brauchen, dann kann eben die Variante, die parallel zum Bus stehen, auch nochmal deutlich Sinn machen. Also da gibt es einfach diverse Möglichkeiten. Und auf das ganze Thema gehen wir nochmal mit ein. Und auch hinter uns sozusagen oder auf der gegenüberliegenden Seite haben wir weitere Modelle stehen, auf die wir dann auch nochmal eingehen. Ich glaube, was ganz wichtig ist, wenn ich nur kurz dazwischen grätschen darf, das Thema Bus finde ich einfach immer wieder spannend, weil doch viele, die zwar generell gern wissen, was sie möchten, stellen dann trotzdem immer wieder die Frage, kann das Zelt denn stehen bleiben? Also kann ich mit meinem Fahrzeug wegfahren? Mhm. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das heißt, die Zelte, über die wir jetzt sprechen, sind alle natürlich dafür geeignet, dass ich, wenn ich sie dann richtig an dem Fahrzeug angebracht habe, dafür geeignet, dass sie dann stehen bleiben können. Das heißt, du hast das Wort Basislager schon in den Mund genommen. Ich kann einfach Tisch, Stühle etc. einfach abstellen und kann dann einfach mein Fahrzeug trotzdem weiter nutzen. Wichtig auch zu wissen, dass wir viele Modelle, wie jetzt zum Beispiel das Newburgh, was hier hinter uns steht, das Newburgh 160, versuchen wir bei den meisten Modellen immer einmal in der Variante Gestänge zu machen. Das heißt, hier haben wir einmal ein Gewebe ummanteltes Fiberglas, als auch in der Variante Luft. Und dann kommt immer ganz schnell das Thema und sagt, ja, okay, gerade hier muss man sagen, sind auch unsere Zahlen sehr deutlich in Richtung Luft, weil es doch ein sehr flexibler Reisender ist. So habe ich zumindest das Gefühl. Das heißt, nicht nur der Bus wird mitgenommen, sondern ich bin vielleicht zwei Wochen
Wochen im Urlaub und möchte dann einfach aber auch das Zelt mitnehmen. Das heißt, ich bin 2 Tage hier, 3 Tage hier, 2 Tage da und dann ist Luft natürlich eine super schöne Variante, weil ich hier einfach sagen kann, ich lasse die Luft raus. Dann falten die meisten einfach nur das Zelt und rollen es gar nicht im Packsack ein, legen es dann im Kofferraum und in 2 oder 3 Tagen kann ich dann am nächsten Ort ganz schnell wieder aufpumpen. Und dann finde ich, und dazu kannst du ja vielleicht kurz was sagen, Packmaß ist ja immer für den Busfahrer ein ganz wichtiges Thema und wir haben hier einmal 2 Packstücke liegen. Und Karl, vielleicht kannst du einmal erklären, welches das Gestänge und welches die Luftvariante ist. Also letztendlich muss man tatsächlich, so ein bisschen überraschend, alle erwarten, dass das Luftzelt tatsächlich kleiner ist. Hier ist aber genau umgekehrt. Also die Gestängevariante tatsächlich braucht ein bisschen dünnere Durchmesser wie der Luftschlauch, der mehrfach geschützt ist und ein bisschen dicker ist. Dann brauche ich natürlich eine Luftpumpe, die im Packsack ist. Das heißt, die Luftzelte haben in dem Fall der Nachteil, dass sie ein bisschen größeres Packmaß haben, aber sie haben natürlich deutliche Vorteile. Das hat natürlich mit der Geschwindigkeit beim Aufbau zu tun und gerade wenn man natürlich öfters auf- und abbaut, auch da ist es definitiv dann ein wichtiges Kriterium, dass das relativ schnell geht. Mein Plan war eigentlich, bevor wir jetzt konkret schon auf die Modelle die vorstellen, dass wir einfach mal genau das zeigen, worum das es eigentlich geht. Was bedeutet Busvorzelt? Was bedeutet freistehend? Wie löse ich das? Ja. Wie mache ich das Ganze? Bevor wir im Prinzip ins Detail gehen, ist das eine Frage, die immer wieder gestellt wird. Die erklären wir immer. Auf der Messe machen wir das nicht so gern, weil letztendlich müssten wir es, glaube ich, 50 Mal am Tag machen. Aber hier ist es wunderschön gemacht. Und wir stellen es jetzt einfach mal vor und machen das einfach mal, dass wir hier mal sozusagen diese Verbindungsschleuse, die wir eben am Bus haben, einfach mal lösen. Dafür helfen wir uns einfach mal, dass wir kurz ein bisschen das Ganze ein bisschen lösen. Bis hierhin geht das Buszelt, hier ist die Verbindungsschleuse und die Verbindungsschleuse, die kann ich dementsprechend weglösen. Das heißt, ich mache das einfach mal nach und nach, schließe dann dementsprechend diesen Eingang ein Stück weit. So, jetzt habe ich hier, können wir gleich mal ein bisschen näher rangehen, wir haben natürlich jetzt hier eine Schiene, das ist die sogenannte California-Schiene. Wenn wir hier direkt mit dem Buszelt in die Schiene gehen, haben wir nicht die Möglichkeit, das wieder lösen zu können oder wegzufahren. Dafür arbeiten wir über einen Adapter und dieser Adapter mache ich jetzt dementsprechend einfach noch raus. Ich zeige das, kann man kurz, wie der aussieht. Das ist also ein Doppelprofil. In einem Teil des Profils kommt der Keter von dem Buszelt und das zweite Profil kommt dieser kurze Textiladapter, der hier in der California-Schiene drin ist. Ich kann gleich mal rausnehmen, ich muss aber gerade noch kurz die andere lösen. Machen wir weiter, kommt das nächste Element. Gehen wir dann nach hinten weg, ist ein bisschen einfacher in dem Fall. Genau. Jetzt ist es eigentlich los vom Bus erstmal und jetzt, wenn ich sozusagen wegfahre, haben wir hier hinten drin natürlich eine Rückwand. Die zeigen wir, ich hole das gerade ein bisschen weg, dann wird es auch deutlicher. Einmal so. Das ist diese Verbindungsschleuse, die würden wir empfehlen, dass ihr die, sag mal, wenn es ein total sonniger Tag ist und ihr wisst, es kommt kein Wind und nichts, dann könnt ihr sie rein theoretisch auch einfach runterhängen lassen. Ich selber bin immer jemand, der dann sagt, ich verstaue die ein bisschen, dass wenn dann doch mal ein Unwetter kommt, ich bin eventuell länger weg wie geplant, dass ich nicht irgendwo anhaben muss, dass der Wind das Ganze dann dementsprechend. Der Robert hat jetzt einfach mal die Rückwand geschlossen. Jetzt kann man so ein bisschen sehen, diese Spannleine, die wir gerade eben nicht gebraucht haben, weil ja momentan der Bus noch den Halt gegeben hat, die spanne ich dann dementsprechend nach hinten ab, dass das Zelt einfach als Lager sozusagen stehen bleibt. Ich kann die Möbel reinstellen, ich fahre mit dem Bus weg und habe eben die Möglichkeit, dementsprechend, wenn ich wiederkomme, dass auch alles weiterhin fort ist. Dann kommt eben immer die spannende Frage, wie mache ich das, wenn ich jetzt wegfahre? Und wir haben jetzt einfach mal so ein bisschen unser Weg gezeigt. Wir haben einfach von den Heringen
einfach dementsprechend so ein bisschen beholfen. Ich mache es nochmal auf der Fahrerseite. Wir haben es jetzt einfach mal hier gezeigt, weil wir hier das schön darstellen können. Wenn ich das erste Mal stehe und das Zelt aufgebaut ist, dann behilfe ich mir und mache mir eine Kennzeichnung, dass ich weiß, wo der Bus steht oder wo er stand. Dass wenn ich wiederkomme und wieder zurück muss, manche legen da eine Holzplatte aus, andere haben so eine Anti-Rutschmatte, gibt es im Zubehörhandel, so eine gelbe Matte. Wir selber machen das mit dem Hering. Und dann weiß ich, wenn ich rückwärts fahre, wo wieder die Reifen stehen müssen, dass, wenn ich es dann wieder andocken möchte, dass das einfach einmal perfekt ist. Und das ist ein relativ simpler und einfacher Trick. Aber wie gesagt, viele denken da nicht dran und brauchen da relativ lange, wenn sie wegfahren und wiederkommen, bis sie wieder richtig stehen. Und da gab es dann manchmal auch schon Diskussionen auf dem Campingplatz zwischen Frau und Mann. Halt das Ding mal richtig, du musst langsamer fahren. Machen wir immer ein bisschen Späße drüber. Oder halt schnell wegfahren. Ja, oder schnell wegfahren, dann reißt das Zelt weg. Und jetzt gehen wir nochmal kurz auf das ein, weil das war gerade eben nicht richtig zu sehen. Dass wir vielleicht hier nochmal kurz ranzoomen, wie dieses Adapter aussieht. Das Profilschiene haben wir einmal gesehen. Machen wir einmal kurz ein bisschen raus. Und wir arbeiten hier, ähnlich wie beim Buszelt auch, über ein Doppelketerprofil. Und wir haben, wie man sehen kann, hier zwei Durchmesser. Einer ist ein bisschen dünner, einer ist ein bisschen kräftiger. Wir haben das gemacht, weil es natürlich unterschiedliche Situationen gibt. Der eine hat eine Markise dran, der andere hat eine in Kalifornien mit dieser Schiene, jemand hat eine herkömmliche Schiene. Somit haben wir drei Lösungen. Bei der Markise, sollte eine Markise am Bus sein, gibt es an der Markise auch eine Nut, wo ich der Dünne einfädeln kann. Dann gibt es eine herkömmliche Schiene, ist jetzt 3-1, Basecamper, Marco Polo Busse, da geht der kräftigere. Und jetzt hier bei der Kalifornien Schiene von Volkswagen sieht man, ist kein rundes Profil, sondern Kante, da nehme ich beide gemeinsam. Und somit haben wir über einen Adapter unterschiedliche Möglichkeiten, sodass ihr sozusagen das Zelt an der Schiene befestigen können. Aber es gibt auch weitere Optionen, weil das sind immer die Fragen, die wir immer gestellt bekommen. Wie kann ich den Bus an mein Fahrzeug befestigen? Wir haben insgesamt, glaube ich, im Lieferumfang 3 bis 4 verschiedene Möglichkeiten. Einmal der Keter selbst, der hier dran ist. Dann im Prinzip habe ich auch weiterhin die Möglichkeit, sollte ich ein Fahrzeug haben ohne Schlafdach, dass ich dementsprechend einfach mit Leinen, dass die Schleuse über das Dach dementsprechend befestige. Es gibt die Option, der Robert langt mir vielleicht kurz ein Magnetband, was ich noch aufs Dach legen kann. Oder wir haben dann auch, sollte eine Reling dran sein, gibt es auch die Option, genau, vielen Dank, da ist einfach mal ein Magnetband. Also wenn ich sozusagen mit Leinen über das Dach das Ganze befestige und eben kein Aufstelldach habe, dann kann ich sozusagen, dass es auch wasserdicht macht, habe ich einen großen Magnetstreifen. Den platziere ich dann zusätzlich aufs Dach und befestige auch wieder den Keter des Zeltes mit diesem hier. Und somit habe ich auch nicht die Gefahr, dass unser Wasser zwischen Dach und Zeltplane durchtropft und dementsprechend kann die Schiebetür nachts auch offen gelassen werden. Gerade das ist oft auch der Wunsch von Eltern, wenn sie sagen, ich habe Kinder dabei, größeres Zelt, habe eine Schlafkabine, dass ich einfach die Schiebetür eventuell, gerade wenn ich eine perfekte Verbindung habe, könnte ich diese nachts auflassen und habe die dann dementsprechend dann sozusagen auch Kontakt zum Zelt draußen. Jetzt versuchen wir es einfach einmal wieder dran zu machen. Das heißt, gesetzter Fall, wir haben unseren Ausflug beendet, schön Einkauf gemacht, waren oben am Berg, kommen wieder, fahren rückwärts hin. Er steht wieder nahezu an der gleichen Stelle, wo er zuvor war. Dann müssen wir dementsprechend wieder das Ganze wieder lösen. Fangen wir von hier an. Und wie gesagt, jetzt habe ich hier natürlich wiederum diese Befestigungsschiene. Muss ich gerade schauen, dass ich da nicht irgendwo. Und habe dann da und fädel diese zwei Dinge miteinander ein. Mache ich mal die Mitte. Dann ein weiteres, dann kommt das nächste. Wir haben das natürlich auch dreigeteilt, sodass ihr da auch im Packmaß natürlich nicht eine ewig lange Schiene habt. So.
Ja. Jetzt kommt das dritte. So, jetzt müssen wir nur noch das da befestigen. Ich spanne das Bild ein bisschen an. Da vorne gebe ich auch wieder die Spannung zurück, also der Robert macht das gerade. Und dann habe ich sozusagen wieder die Möglichkeit, dass das Zelt wieder mit dem Fahrzeug verbunden ist. Und natürlich die Rückwand kann danach wieder geöffnet werden. Ich habe einmal diese Möglichkeit, dass wir das einmal gezeigt haben. Ich hoffe, dass es ein bisschen eine Hilfe ist, dass ihr das versteht, wie das geht. Und weil genau das macht eigentlich diese Zelte aus. Was für uns wichtig war, als wir vor ca. 12, 14 Jahren begonnen haben, Buszelte zu entwickeln, dass wir diese Verbindungsschleuse, die war zu Anfang, und ist nach wie vor für viele Hersteller relativ schmal, mit ca. 30 cm. Man muss einfach bedenken, wenn ihr da natürlich rückwärts wieder ranfahrt, dass es deutlich einfacher ist, wenn der Raum ein bisschen größer ist. Das heißt, wir haben diese Schleuse ca. 80 cm gemacht, bei manchen Zelten, bei Milestone ist vielleicht nur 60. Aber dieser Raum, dafür haben wir einmal eine Bodeplane im Lieferumfang, wo ihr dann dementsprechend auch den Raum mitnutzen könnt und den Innenraum verlängern. Aber wir haben auch durchaus Personen, die sagen, bevor ich jedes Mal das Zelt und alles dicht mache, hier kann ich mich mal kurz drin umziehen oder ich platziere die Campingtoilette rein. Also da gibt es auch zusätzlich, diese Schleuse hat unterschiedliche Möglichkeiten. Und du hast immer so ein bisschen spezieller Favorit, das überlasse ich dir mal, das noch ein bisschen zu erklären, wie die Schleuse auch noch zusätzlich genutzt wird, weil das finde ich auch noch mal eine ganz spannende Geschichte. Ja, ich glaube, man wird das dann später auch noch sehen, wenn wir auf das Wolfberg einmal eingehen. Aber so ein wichtiger Fall ist ja auch gerade immer beim Busfahrer, dass das alles irgendwie einigermaßen trocken bleibt. Und dann finde ich immer ganz nett, wenn man jetzt nicht im Falle des Regens den Fronteingang nutzt, weil dann habe ich einmal vielleicht mit meinen Schuhen und den diversen nassen Sachen alles im Zelt nass gemacht, sondern wir haben immer zwei Türen in der eigentlichen Schleuse. Das heißt, man kann sowohl hier als auch auf der anderen Seite reingehen. Das heißt, im Falle vom Regen also kann ich dann wirklich einfach hier reingehen und kann wirklich einfach Schuhe oder nasse Jacke ausziehen und kann dann immer ins Fahrzeug gehen und bin dann wirklich einigermaßen trocken und vor allem habe ich mein Zelt auch sauber. Ja, ich möchte einfach kurz das Zelt, weil jetzt standen wir hier sehr präsent davor, einmal sagen, was das ist. Das ist eigentlich, kann man sagen, unsere kompakteste Variante, unser Newberg 160. 160 in dem Fall bedeutet 1,60 Meter Tiefe im Wohnbereich. Das heißt, gerade für zwei Personen, die Tischstühle abstellen wollen und wirklich einen schönen Aufenthaltsraum brauchen, eine sehr, sehr schöne und kompakte Variante. Das ist jetzt das Zelt mit gewebeummanteltem Fiberglas. Wer das nicht weiß, gewebeummantelt bedeutet, das ist diese Struktur, die da drumherum ist. Das ist einfach deutlich stabiler als normales Fiberglas. Und sollte es mal brechen, stoppt das und dann kann man das Ganze einfach reparieren. Und die Variante, die der Karl gerade gezeigt hat, gibt es 1:1. Also alles das, was du gerade erklärt hast, gilt genauso für die Luftvariante. Mhm. Gut, ich meine, generell ist die Schleuse überall gleich. Wir machen wieder nur kurz einen Blick rein, dann haben wir das auch komplett einmal gezeigt. Einmal vielleicht noch kurz noch zwei Worte zu den Preisen. Die Fiberglas, also die Gestänge-Variante, sind wir hier ungefähr bei 450 Euro. In der Luftvariante, wie gesagt, zwar ein bisschen größeres Packmaß, aber ein bisschen einfach vom Aufbau, sind wir bei ca. 650 Euro. Die Newberg-Variante an für sich, 1,60 haben wir gerade schon gesagt, 2,60 in der Tiefe, gibt es aber auch ein bisschen größer, 2,40, wenn man sagt, wenn wir gleich mal reinblicken. Ja, okay, wir sind dann durch, wir haben noch Kinder dabei, Schlafkabine oder wir haben ein bisschen mehr Platz, sollte sein, dann kann das durchaus auch nochmal Sinn machen. Hier ist einfach der Innenraum. Innenraum auch so konzipiert, auch da wiederum, ähnlich wie es bei den Familienzelten der Fall war. Ich kann die Front komplett öffnen. Ich habe dahinter liegende Moskitonetz, sodass ich mich auch ein bisschen zurückziehen kann. Im Vorbereich ist nochmal zusätzlich dann geschützt, sodass ich wirklich auch eventuell die Front offen lassen kann. Oder selbst wenn es mal stark regnet, wir haben immer einen Reißfluss, der von beiden Seiten geht. Das heißt, was ich immer ganz gern mag, ich kann das Moskitonetz schließen, mache aber die Vorderhälfte, klapp's runter, habe so ein bisschen Veranda-Effekt, dass wenn der Regen gemeinsam mit Wind ein bisschen, dann kommt das nicht gleich Wasser ins Innere geht. Wir haben immer einen durchgehenden Boden. Die Bodenwand ist komplett geschlossen und wie gesagt, jetzt hier mache ich nochmal kurz auf, dass auch nochmal die Größe dann klar ist, weil so sieht es ja noch relativ klein aus, aber diese Fläche vergrößert sich ja dann doch nochmal deutlich aufgrund dem Bereich, wo dann dementsprechend der Bus ist
Und in dieser Schleuse, haben wir gar nicht gesprochen, natürlich in dieser Schleuse geht immer diese Schiebetür dementsprechend auf, sodass wir hier dann auch die Möglichkeit haben, natürlich die auch, wie schon erwähnt, nachts offen stehen zu lassen. Die Folienfenster groß, können immer zusätzlich abgedunkelt werden. Auch das macht natürlich Sinn, gerade wenn er abends dann nochmal zusätzlich Licht anmacht, dass er da nicht so ganz auf dem Präsentiersteller sitzt. Oder wenn er sagt, in diese Richtung geht die, weiß ich, der Weg durch, oder ihr habt den Nachbar, wo er sagt, okay, da möchten wir uns ein bisschen besser vor Blicke schützen, dann könnt ihr dementsprechend nochmal die Gardinen von unten nach oben, sodass ihr einstellen könnt, wieder komplett geschlossen, offen oder auch in der Halbfunktion. Das ist, wie gesagt, eigentlich unser kompaktestes oder eins unserer kompaktestes, das Nuberg 160. Und für alle, die sagen, generell ganz okay, ein bisschen größer, dann guckt euch einfach mal das Nuberg 240 an. Der Robert steht schon genau gegenüber vom Zelt, vom Bus, Entschuldigung, dass wir da jetzt nochmal auf das nächste Thema genauer eingehen. Genau, ich würde jetzt einmal nochmal aufgreifen, wo wir vorher saßen, weil das doch wirklich ein sehr, sehr intensives Thema aktuell ist. Die Varianten, die parallel zum Fahrzeug stehen, gerade unsere Jonesville-Modelle, wo wir schon zwei Stück haben, die sehr populär sind und sicherlich absolut gut im Markt angekommen sind. Und gerade weil das so ein wichtiges Thema ist, haben dann unsere Kollegen das Wolfberg 380R gebracht. Hier haben wir jetzt die Variante Luft, das heißt, das Zelt ist komplett aufblasbar, mit kleiner Ausnahme dem kleinen Gestänge hier vorne. Das ist natürlich, sollte man doch den Fronteingang nutzen wollen, gerade bei Regen, dann nochmal der Schutz, dass ich da schnell rein und raus kann. Wolfberg 380, das Zelt ist 3,80 Meter lang in der Länge. Die Schlafkabine, die man auf der Rückseite sieht, die ist Zubehör. Ich muss sagen, warum kann sowas Sinn machen? Die Schleuse, die der Karl gerade erzählt hat, ist generell identisch, aber da gehe ich gleich noch drauf ein. Das Schöne ist aber, die ist so flexibel, dass ich sie A, einmal so aufbauen kann, wie ich es jetzt sehe, dass das Fahrzeug auf der Seite steht. Ich kann die Schleuse aber auch, und das zeigen wir an der Seite, dann komplett lösen und drehen, sodass der Bus auf der anderen Seite steht. Oder aber, wenn jetzt die Kinder oder der Bekannte sagt, ich möchte das Zelt benutzen, aber ich habe gar keinen Bus, dann kann man die Schleuse auch komplett weglassen und hat ein komplett vollwertiges Zelt, so wie man es von uns auch kennt. Mit der Ausnahme, dass hinten die Kabine für zwei Personen geeignet ist, damit ich einfach wirklich im Wohninnenraum schön viel Platz habe, um da noch zu sitzen. Von daher finde ich wirklich eine unfassbar spannende Variante. Die Besonderheit an der Schleuse, ich gehe jetzt mal hier vorbei, vielleicht kann man mir da hier einmal kurz folgen. Und zwar ist das Schöne bei den parallel stehenden Busvorzelten, wir gehen einmal kurz hier rein, weil da ist das Besondere, haben wir nicht die Schleuse über die gesamte Breite des Zeltes. Das heißt nicht diese 3,80 Meter lange Schleuse, so wie das Zelt, weil im Falle des Wassers oder im Falle von Regen könnte es natürlich passieren, bei einem gewissen Wasserdruck, dass sich dort ein Wassersack bildet und dann geht eventuell irgendwann da mal Wasser rein. Deswegen halten wir die Schleuse sehr, sehr kurz. Wir kommen einmal kurz, genau, auch wieder hier die Seitentür. Und was wir dann tun, ist mit einem simplen und schönen einfachen Trick, hier spannen wir einen kleinen Gestängebogen und das sorgt natürlich dafür, dass das Wasser links und rechts an der Schleuse runterläuft und wir somit hier einfach keinen Wassersack haben und auch wirklich hier dafür sorgen, dass wir immer komplett trocken sind. Das ist unser Zugang, den der Karl gerade gezeigt hat und diese Schleuse kann ich dann natürlich ganz, ganz flexibel, wie gesagt, lösen oder auch auf der anderen Seite aufbauen. Der Karl ist auf der anderen Seite, da sind diese Ösen und Steckschnallen. Da kann man mal sehen, wie das Ganze aussieht. Das geht vom Handling wirklich ganz, ganz einfach. Deswegen laufen wir da gerade eben einfach einmal rum, um zu zeigen, wie man die Schleuse jetzt tauschen könnte. Das ist einmal hier drüben zu sehen. Vielleicht kannst du es gerade einmal, ich mach's gerne, ja, einmal zeigen. Also letztendlich, die Schleuse an sich ist komplett frei. Aber ich könnte die jetzt sozusagen hier, weiß ich, ob du es vorne kurz aushängen möchtest, dann kann man es für einmal, ob das geht. Wenn es geht, ist gut, ja. Letztendlich, die Schleuse lässt sich komplett runternehmen. Und das war das, was der Robert erwähnt hat, dass wir dadurch, dass sie abnehmbar ist, aber auch die Möglichkeit haben, die einmal zu drehen. Das heißt, wenn aus ihm, natürlich klassisch würde hier lieber der Bus stehen. Aber eine weitere Variante, wieso dass das für uns auch so wichtig geworden ist. Am Anfang haben wir das natürlich nur gemacht für unsere englische Kunden, für den Linksverkehr.
Aber momentan ist auch ein gewisser Trend entstanden, dass immer mehr Transporter als Campingbus ausgebaut werden. Und da gibt es eine sogenannte Heckküche. Und dann macht es vielleicht mehr Sinn, dass der Bus jetzt nicht unbedingt so rumsteht, wie er jetzt bei uns ist, sondern dass eigentlich der Bus umgekehrt steht, sodass da, wo er rausgeht, habt ihr auch eure Heckklappe, dementsprechend die Heckküche drin. Also wie gesagt, dass bei allen Zelten von Outwell, die parallel stehen, auch die Option, dass ihr die drehen und wenden könnt, wie ihr wollt. Ich würde vielleicht einmal kurz auch nochmal über das Thema Luft, wenn wir gerade hier sind und absolut, die Pumpe steht bereit, dass wir da auch nochmal kurz das Ganze zeigen. Wir haben zwar gesagt, es geht deutlich einfacher, aber möchten es auch nochmal erklären, wieso geht es einfacher. Der Unterschied zwischen Gestänge und dem Luftzelt ist einmal, dass wir beim Gestängezelt, sowie auch in der Front, das natürlich einfädeln müssen und auch wieder später, wenn wir dann weiterreisen und vielleicht dann ein Stück weiterfahren, abends wieder neu einfädeln müssen. Das Luftgestänge selbst, wenn ihr das geliefert bekommt, ist es komplett eingebaut, bleibt auch immer drin. Natürlich hat man die Option, an das Gestänge, an das Luftgestänge ranzukommen, dass man das auch austauschen oder flicken kann. Das geht zwischenzeitlich alles. Aber das heißt, ich spare mir diesen Zeiteffekt, ein Gestänge einzufädeln. Hier haben wir ein sehr großes Ventil. Und das haben wir natürlich auch im Laufe der Zeit, seit wir die Buszelte machen oder die Familienzelte machen, mit Luft auch verändert. Früher war das ein bisschen kleiner Ventil. Und das hat zwei Funktionen. Einmal mit nur wenig Druck kann ich auch gewisse Überdruck, wenn ich das Gefühl habe, jetzt habe ich zu viel drin, kann ich erlassen. Und wenn ich einmal groß drauf, dann merkt man, dann geht es auch sehr, sehr schnell, wie die Luft entweicht. Und wenn ich jetzt normalerweise abbaue, dann beginne ich immer, dass ich natürlich das Zelt von innen her leer mache. Dann dementsprechend, wenn es dann von innen mehr oder weniger fertig ist, schließe ich, so mache ich, die Gardinen, dass die Fensterfolien geschützt sind, mache das Frontgestänge raus, habe ich jetzt nicht gemacht, weil wir es gleich wieder aufbauen. Dann drücke ich einmal drauf, das Ding fällt zusammen und dann nutze ich einfach diese 4-5 Minuten, was vielleicht der Luftschlauch braucht, ziehe die Heringe erst dann. Eventuell muss ich es vielleicht unten ein bisschen sauber machen, dass ich nachher nicht den Dreck mit reinpacke. Und dann aber kann ich eigentlich schon beginnen und lege es ganz logisch eigentlich zusammen. Da haben wir gleich auch hoffentlich auch Videos irgendwie, wie man das geht. Aber es ist auch nicht kompliziert, sondern wir haben hier die Grundfläche 380 auf 270, wenn ich es richtig weiß. Und wir legen dann sozusagen von innen nach außen und gucken sozusagen nur, dass wir es so falten, dass das Luftventil weiterhin nach außen, also das Luft weiterhin ausströmen kann. Und so rollen wir es am Ende auch zusammen. Und so ist eigentlich auch, wie ihr das Zelt von uns geliefert bekommen. Jetzt eben der Fall, wir sind auf dem Campingplatz, wir holen das Ganze raus, wir packen das Zelt aus, legen es aus, können es eventuell bereits an dem Bus befestigen, beziehungsweise die Schleuse befestigen und gehen dann drüber. Und dann gehen wir, in dem Fall haben wir drei Luftschläuche, diese drei Luftschläuche geht über diese Pumpe. Dementsprechend haben wir hier auch dann einen Manometer, wo wir dann auch dann sehen, wenn wir pumpen, wo wir hin sollen. Da haben wir einmal Bar und wir haben PSI. Wir selber pumpen ungefähr mit 0,6 Bar auf oder 0,7. Das sind ungefähr 7 bis 9 PSI. Und man muss wirklich sagen, das geht extrem schnell. Also letztendlich, natürlich war jetzt nicht alle Luft draußen, aber ja. Aber mit wenigen Hübe hat der Luftschlauch dann wieder seine Form zurück. Jetzt gucke ich so ein bisschen auf den Manometer, dass es auch da ist, wo er hin muss, dass er auch windstabil genug ist. Und jetzt muss nur noch diese Kappe draufgesetzt werden. Wie gesagt, das mache ich mal drei. Dann geht natürlich auch, dass der Luftschlauch hat einen großen Vorteil, dass er ein Stück weit flexibler ist. Das heißt, er kann mal bei extremen Sturm kurz einknicken, geht aber auch wieder zurück. Das Ganze kann ich ein bisschen reduzieren, indem dass ich natürlich diese Leinen aufspanne, mit den Heringen ordentlich im Boden befestige. Und dann habe ich ein Zelt, was Windstärke 9, Windstärke 10 auch durchaus standhält. Das ist also gar kein Problem. Magst du vielleicht noch ganz kurz was über gerade zwei sehr bekannte Zelte sagen, über das Jonesville? Wo wir eigentlich auch im Sortiment haben, wo ähnlich sind von der Form. Magst du nicht? Soll ich machen? Ja, gern. Okay. Da, wenn jemand eben sagt, diese Variante, wo parallel zum Zelt steht, da gibt es einfach nur mal diese Option, dass wir auch Zelte haben, die Reihe Jonesville, und die haben eine versetzbare Front. Das heißt, da kann ich nur mal reagieren, dass ich sage, bei Schönwetter brauche ich hier drinnen gar nicht so viel Platz. Ich mag lieber im Vorraum mehr Platz zu haben.
dann kann ich die Wand von da nach da zippen. Und das gibt es in zwei Varianten. Wir haben das in 2,90 Meter Länge und in 4,40 Meter Länge. Und ich kann immer den Innenraum um ca. 100 cm nochmal erweitern. Also das ist auch nochmal eine Option. Gerade mit dem Bus ist man vielleicht an Ostern unterwegs, aber auch im Hochsommer, dass ich halt sage, im Ostern macht es Sinn, die Wand ganz nach vorne zu machen. In den warmen Gebieten brauche ich vielleicht weniger Innenraum, weil ich mehr draußen sitze, dann ist das auch kein Problem. Dann kommt der Robert, der steht vor unserem Parkwill 260. Das ist eine Variante ähnlich wie das Newberg, wo einfach dann die größere Variante ist. Genau, ich würde einmal hier übernehmen und allgemein sagen, weil die Frage kommt relativ häufig, weil die Zelte sind aktuell in einem gewissen Grau gehalten, damit sie natürlich an die verschiedenen Farben der Fahrzeuge auch passen. Dann kommt ganz häufig die Frage, Parkwill, Newberg, die Maße, gerade bei dem 260er und dem 240er Modell unterscheiden sich gar nicht so viel, aber wo ist denn der Unterschied zwischen den beiden Zelten und den Kollektionen? Und relativ einfach zu erklären ist sowohl das Newberg und das Wolfberg, was der Karl eben auch schon mal gezeigt hat mit der Schleuse, ist ein Polyestermaterial mit einer 75 Denier Stärke. Und hier, und leider fallen ja die Messen aus, weil ansonsten ist das immer sehr schön zu demonstrieren, haben wir auch ein Polyestermaterial mit einer 150 Denier Stärke. Das heißt, das Zeltmaterial ist einfach dicker und gerade dann, wenn ich das natürlich häufiger und länger verwende und je nach Einsatzbereich, macht das natürlich absolut Sinn, darüber nachzudenken, wie oft nutze ich denn das Zelt, wie oft bin ich eigentlich damit unterwegs, und dann kann es schon Sinn machen, in den verschiedenen Kollektionen auch zu springen, weil auch da das Wolfberg, das Parallele, was wir gerade gesagt haben, hat 75 Denier Stärke Polyester und das Jonesville ist dann das Material, so wie das Zelt hinter mir steht. Das Parkwill 260 SA aus der Superior Air Kollektion ist eins, was sicherlich mittlerweile schon absolut gut bekannt ist. Wir haben eine 260 Meter Tiefe, das ist also immer der Wohnbereich sozusagen, über den wir sprechen, der Aufenthaltsbereich. Und dann kommt die Schleuse hinten dran von 90 Zentimetern, so wie es der Karl gesagt hat. Das heißt, die Rückseite des Zeltes sieht immer identisch aus. Und wenn wir jetzt einfach auch mal mehr Platz haben wollen, können wir die rückwärtige Wand hier natürlich auch komplett aufmachen, so wie wir es schon mal gezeigt haben. Und dann habe ich nochmal 90 Zentimeter mehr in der Länge, die ich nutzen kann. Auch hier wieder regensicherer Eingang vorne. Und hier in der Kollektion auch ganz wichtig zu wissen, wir haben bei dem Zelt zwei Seitentüren, die dann auch immer jeweils mit einem Moskitonetz versehen sind. Das heißt, gerade wenn ich mich hier drinnen aufhalte und bin dann noch mal abends im Zelt, kann ich wirklich dafür sorgen, dass ich einfach alles zusätzlich dicht mache und wirklich in einem geschlossenen Raum sitze. Man sieht hinter mir schon die Lampe, die hier aufgehängt ist, und viele werden das vielleicht von uns mittlerweile kennen, dieser kleine Haken, das Hooktrack-System. Das ist was neu ist seit dem letzten Jahr und einfach dafür sorgt, dass ich flexibel gestalten kann, wo hänge ich denn meine Lampe hin? Möchte ich die weiter nach drüben ziehen? Möchte ich mal irgendwo ein Shirt oder ein paar Socken zum Trocknen aufhängen? Oder gar, wenn ich die Küche im Fahrzeug habe, dann irgendwo, einfach um mich ein bisschen besser zu organisieren, kann man dann einfach diese kleinen Haken und Clips verwenden. Dafür sind dann immer diese kleinen Schienen angebracht an den jeweiligen Luftkanälen und somit kann ich wirklich hier flexibel dafür sorgen, wo kann ich denn was befestigen. Wichtig zu wissen, auch hier natürlich haben wir einen komplett eingezogenen Boden. Also wenn wir jetzt einfach hier, das ist der Teppich, den wir als Zubehör haben, mal wegtun, sieht man natürlich, dass der Boden und das Außenzelt miteinander verbunden sind. Das heißt, natürlich im Falle von Regen kann ich alles wirklich komplett zumachen und ich sitze wirklich hier trocken. Oder aber ich bin unterwegs und habe mein ganzes Zeug noch hier drin stehen und komme wieder und weiß nach dem Regen, ist das alles trocken und ich habe hier wirklich, wenn ich das möchte, einen komplett geschlossenen Raum. Das ist unser Parkwill. Gibt es auch noch in der zweiten Größe, etwas kompakter, das Parkwill 200 SA. Also von daher sowohl das Newberg als auch das Parkwill immer in einer kompakteren Größe und dann in einer schön großen Ausführung. Preispunkte hast du, glaube ich, auch. Ich habe einmal die Preispunkte, da war vorhin auch eine Frage vom Zuschauer. Einmal natürlich Preispunkt, machen wir das einmal kurz zuerst. Ja. Da sind wir in einer Preislage von ca. 1000 Euro. Bei dem Wolfberg, dem Parallelstehen, zuvor waren wir bei 899, obwohl größer,
kostet das mehr, angesprochen, besseres Material, zusätzliche Schläuche. Mhm. Aber, und jetzt war eine Zuschauerfrage, vielleicht kannst du beantworten, da hat jemand gefragt, ob wir auch Reisemobilzelte oder Kastenwagenzelte haben und da, vielleicht kannst du da nochmal zwei Worte dazu sagen. Genau, es gibt unterschiedliche Höhen, die wir dann natürlich auch anbieten und das sind immer die Varianten, die wir als Tall und Extra Tall Varianten titulieren und diese sind dann also in unterschiedlichen Anschlusshöhen. Jetzt musst du mir helfen, wir haben nicht alle vier, sondern das Parkville 200 SA. Also das kürzere Zelt in der höheren Ausführung. Genau. Genau, richtig. Das heißt, da könnte man dann einfach wählen, wenn dann das Reisemobil. Genau, und da gibt es eine Anschlusshöhe von 2,40 Meter bis 2,70 Meter genau. mit der Schleuse, also nicht fest verbaut, sondern dass man wegfahren kann. Ist eher für teilintegrierte Fahrzeuge, für Kastenwagen sehr beliebt. Und da gibt es eine weitere Höhe, das Extra Tall von 2,70 Meter bis 300 cm. Und dann gibt es nochmal eine ähnliche Variante, so wie es hier steht. Bei der uns nennt sich dann Newburgh 240. Da gibt es nur eine Höhe von 240 bis 270. Also wir haben drei Zelte da, auch freistehend mit Schleuse. Also wenn da jemand was sucht, kleine Packmaße, Raum, bieten wir definitiv auch an. Genau. Und absolut wichtiges Thema aktuell, muss man sagen, und nicht nur, wenn wir über den Bus, so wie eben gesprochen haben, und die ganzen Modelle, die wir auch hier hinter uns auf dem Schirm haben, ist mittlerweile das natürlich das Thema Camping, gerade in der aktuellen Phase natürlich eines ist, was wahnsinnig viele nutzen wollen. Und dann ist es noch nicht mal nur Camping, sondern ich möchte einfach mal am Wochenende irgendwo hin und möchte einfach einen kleinen Vorraum, vielleicht auch für mein normales Fahrzeug oder vielleicht für mein SUV, den ich mittlerweile habe. Und da haben wir in 2021 eine komplett neue Kollektion gemacht, wo genau dieser Endkunde hoffentlich sich wiederfinden kann, weil da geht es einfach nochmal um eine gewisse Flexibilität. Und vielleicht magst du über die neue Active-Kollektion da einfach ein bisschen was sagen. Also einmal das Modell haben wir gleich aufgebaut, gehen wir gleich auch ins Detail rein. Aber generell, wie der Robert schon sagt, die neue Active-Linie, da geht es darum, dass natürlich Packmaß und Gewicht auch für manche Kunden doch sehr, sehr wichtig ist. Also wir haben gerade mit Bus oder auch mit SUVs, mit VW Caddy als Beispiel, Leute, die sagen, wir sind Mountainbiker, wir sind Kletterer, wir haben definitiv ein Auto, weil wir so viel Equipment dabei haben, Klettergurte, Karabiner, was auch immer alles. Jetzt würden wir gerne ein Zelt haben für den Bus oder für den Caddy oder für den SUV oder für den Volkswagen Touran. Da gibt es unterschiedliche Versionen. Und dafür gibt es eben die Variante Woodcrest. Bei der Variante Woodcrest haben wir es momentan so aufgebaut, dass es im Heck vom SUV ist. Aber man sieht, ich kann es auch seitlich anbauen, also recht spannend. Und was die Zelte so anders macht von den normalen Buszelten, ist, dass wir hier über ein Aluminiumgestänge arbeiten. Das Aluminiumgestänge hat den Vorteil, dass es einfach im Prinzip leichter ist. Es ist ein relativ kleines Packmaß und dann haben wir einen herausnehmbaren Boden, wodurch ich eventuell diese 11 Kilo nochmal wahrscheinlich um ca. 2 Kilo reduzieren könnte. Das heißt, ich kann das Packmaß und das Gewicht nochmal reduzieren. Aber einmal kurz über die gesamte Reihe Active gesprochen. Es gibt eine kompakte Version, ähnlich wie das Newburgh, was wir zuerst hatten, noch ein bisschen leichter, ein bisschen kompakter, auch wie gesagt mit den auch ca. 1,60 Meter Länge. Und dann nochmal ein ganz spannendes Thema, über das Thema Markise haben wir noch gar nicht gesprochen. Ganz viele kommen an den Stand, die sagen, ich habe eine Markise, nutze ich gern, finde ich gut, aber ich habe das Problem, dass ich die Markise natürlich immer wieder reindrehen muss, wenn ich auf Tour gehe. Genau das, was wir am Anfang gesagt haben. Gibt es nicht noch ein Vorzelt, was man auch nutzen kann? Das ist der Grund, wo dann natürlich die Vorzelte, die freistehend sind, zum Einsatz kommen. Aber auch für die, wo eine Markise haben, kommt dann und sagt, Markise, schön und gut, aber wenn sobald es ein bisschen regnet, ein bisschen Wind geht, dann habe ich halt unter der 2,60 Meter lange Markise, muss schon mal einen Meter vom Rand weg. Und dafür haben wir eben nochmal zwei Systeme entwickelt. Das heißt, wir gehen an die Gelenkarme der Markise. Ich hoffe, man kann das so ein Stück weit sehen. Ich kurbel die raus und das sind die Gelenkarme. Und da habe ich eine Reißverschlusstasche, da gehe ich drum rum. Und dann habe ich sozusagen rechts wie links, ist immer ein Set, liegt ungefähr bei 100 Euro. Und dann gehe ich um die Gelenkarme ran und kann das leicht schräg ausspannen. Aber jetzt sieht man hier nochmal Leinen. Ich habe auch die Möglichkeit, wenn ich sage, nee, ich brauche schon ein bisschen Luft und ein bisschen Wind und ich möchte ein bisschen sehen, aber von oben, dass sozusagen ein Regenschutz ist, kann ich sozusagen nur die Hälfte rausfädeln. Finde ich eine ganz spannende Geschichte. Und die zweite Version natürlich auch für derjenige, der eine Markise hat. Der sagt, Markise ist rausgekurbelt, aber tiefstehende Sonne am Abend oder im Wind, Regen von der Front, kann ich in die Markise, da habe ich gerade vorhin schon mal erwähnt, dass die Markise auch einen Nut hat. Da kann ich über den Keter wieder reingehen
und kann mir dann von der Front das Ganze nochmal zumachen, dass ich wie eine Art geschützter Raum mache. Und natürlich habe ich eine Markise am Bus, kann ich mit beiden gemeinsam nochmal richtig schönen Raum machen. Also das finde ich eine recht spannende Geschichte. Und hier ist extrem kleine Packmaße und die Packmaße wurden auch von unserem Christopher so konzipiert, dass die eventuell auch wirklich in Seitentaschen, beim California habe ich hinten der Heckklappe teilweise die Möbel drin, da könnte ich das mit verstauen. Also ich finde eine interessante Geschichte, dass wir das Thema Bus wirklich komplett sozusagen abbilden. Ich glaube, bevor wir hingehen, und das kannst du vielleicht ja schon mal machen und da ein paar Sachen zeigen, was wichtig ist, wir müssen einfach sagen, wir wurden in den letzten Jahren einfach super häufig angesprochen auf das Thema, habt ihr was für die Heckklappe? Ja. Und da mussten wir leider bisher immer sagen, noch nicht so ganz richtig. Und ich glaube, jetzt ist das dann da. Ich schummel mich mal hier auf die Seite und du kannst vielleicht einfach mal kurz zeigen, was du dort schon angesprochen hast, weil genau das ist das Woodcrest, was super flexibel zu benutzen ist. Genau. Also bei dem Woodcrest geht es um ein Kuppelzelt, was sehr flexibel ist. Und aufgrund der Flexibilität habe ich die Möglichkeit, das einmal an das Heck anzubauen, aber auch an die Seitenwand. Das kommt ein bisschen auf die Fahrzeughöhe an. Aber wenn ich es jetzt im Heck anbaue, man sieht, es ist relativ hoch. Und wieso ist es so hoch? Das sieht man dann, wenn man so ein bisschen ins Zeltinnere kommt, weil die Heckklappe von vielen Fahrzeugen teilweise, müssen wir gerade ein bisschen ranzoomen, eine Heckklappe, gerade von der SUV, öffnet ja nicht nur so hoch, wie das Dach ist, sondern natürlich meistens auch deutlich höher. Und jetzt kann man schön sehen, diese Heckklappe geht sozusagen im Fahrzeuginnenraum dementsprechend auf. Die Bodenplane ist von uns so platziert, je nachdem wie ihr das Zelt anbaut, da wir halt einfach unterschiedliche Möglichkeiten anbieten, wie man das Zelt überall nutzen kann, dass ich dementsprechend mit dem rückwärts ein Stück ranfahre. Dann dementsprechend die Seitenwanne dementsprechend schließe und habe aber hier ein Zelt, das unglaublich flexibel von der Gestaltung ist. Also durchaus eine sehr spannende Alternative. Hier haben wir so ein bisschen entschieden, weil wir eben mit Aluminiumgestänge, wir sehen, dass das eher aktive Leute nehmen, auch das dann so überlegt, dass wir hier über wasserdichte Reißverschlüsse arbeiten. Dahinter haben wir ein sehr großes Moskitonetz. In der Front haben wir genau das gleiche Fenster auch nochmal. Auf der linken Seite natürlich auch noch. Hallo Robert. Hi. Und natürlich dann dementsprechend wasserdichte Reißverschlüsse. Sollte es vom Moskitonetz durch Wasser durchgehen, kann das unten dementsprechend dann auch wieder rausfließen. Nichtsdestotrotz gibt es dann auch wieder hier, wo das Gestänge verläuft, auch wieder diese Möglichkeit, über diese Clips Handtücher eine Jacke zu befestigen. Die sind auch wieder im Lieferumfang und das ist genauso dann auch wieder dabei. Machen wir, glaube ich, einfach mal einen Blick von außen, um das Zelt dann nochmal von außen, dass man das besser versteht, wie es funktioniert. Wir gehen gerade mal auf diese Seite, da sehen wir das, glaube ich, besser. Hier kann man jetzt so ein bisschen erahnen, wie das Ganze geht. Das heißt, wenn ich wegfahre, auch wieder freistehend, genau das, was ich am Anfang gezeigt habe. Das heißt, ich löse den Dachüberstand, das Zelt ist freistehend an für sich. Und dann kann ich sozusagen, wenn ich weggefahren bin, mache ich den Hering rein und kann mit Reißverschluss diese Wand komplett schließen. Das Zelt bleibt stehen, meine komplette Ausrüstung, Möbel, Fahrräder, was auch immer, kann auf dem Platz zurückgelassen werden. Ich fahre mit dem Fahrzeug ganz klassisch weg. Und diese Schleuse ist mit Absicht deutlich länger, weil ich ja gerade eben auch erwähnt habe, ihr könnt es ja auch auf diese Seite anbauen, dass ihr dementsprechend übers Fahrzeug drüber geht, eventuell die Reling befestigt. An die Spiegel, Felge, da gibt es einfach unterschiedliche Befestigungsmöglichkeiten. Aber für uns definitiv ganz wichtig, weil, wie der Robert schon gesagt hat, seit Jahren, wir haben immer bombardiert von Fragen, habt ihr was für ein Caddy, habt ihr was für ein Dacia, Logan, was auch immer alles. Und dieser Hype, Minicamper, ein vorhandenes Fahrzeug als Camper auszubauen, ist definitiv da. Da kriegt man Anfragen über diverse Liegematten, diverse Zelte. Sehr spannendes Thema. Wir freuen uns, dass wir da endlich was bieten können. Ja. Du wolltest nicht erzählen, dass eigentlich du in der Probe mit dem Fahrzeug wegfahren wolltest, aber der Abstand zur Wand ist uns einfach zu gefährlich. Da haben wir es dann doch gelassen. Das Fahrzeug ist geliehen und dann hat sich die Reise dann für uns beide doch nicht gelohnt. Wären die Späßen draufgegangen, aber gut. Das war es generell mit all unseren Busvorzelten, somit auch mit unserer Präsentation erstmal. Aber wir wollen natürlich gleich nochmal in aller Höflichkeit auch Tschüss sagen. Wir verabschieden uns jetzt erstmal hier von den Busvorzelten aus dem Studio, geben noch einmal zurück zur Anne und da flitzen wir dann gleich wieder ins Bild. Also einmal zurück ins Studio zur Anne.
Ja, und das war es mehr oder weniger für heute. Aber ich weiß, meine zwei Kollegen, die kommen Rutsch und Tschuck vom Buszelt. Ist nicht so weit. Nee, ist nicht so weit, aber das wäre ja besser, das zu hören, dass es lange Weg war. Na, das war kein langer Weg. Aber es war schon ein kurzer Messetag. Ja, war ein kurzer Messetag. Ja. Vielleicht konnten wir auch nicht alles tatsächlich abbilden, was wir besprechen wollten, aber... Ja, ich glaube generell muss man sagen, haben wir versucht, das Beste daraus zu machen. Man muss ganz klar sagen, dass wir uns auch nochmal, auch wir bedanken wollen bei unseren Händlern, die teilgenommen haben, die vor allem auch das Ganze ganz häufig geteilt haben, somit, dass wir da eine gewisse Reichweite haben, weil generell war natürlich das Ziel, so viel wie möglich zu zeigen von unseren Produkten, von dem, was wir neu gemacht haben. Leider sieht man hier, was alles hinter der Kamera passiert. Da sind unfassbar viele Leute, die wirklich das alles möglich gemacht haben. Einfach mit dem Hintergrund, dass wir die Zelte zeigen wollten. Von daher, glaube ich, war es für uns nicht einfach, aber noch ganz angenehm. Wir mussten gar nicht viel machen, außer euch das zeigen, was wir so im Programm haben. Von daher sagen wir vielen Dank für alle die, die da hinten stehen. Und ich hoffe, wir konnten ein bisschen was mit auf den Weg geben. Und ja, unsere Händler machen ganz, ganz viel. Kontaktiert die bei Fragen. Und ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ja. Vielleicht können wir da noch einmal kurz nochmal auf unseren Zeltkalender blicken. Das heißt, wenn ihr auf der Outdoor-Webseite geht, scrollt ganz runter, da gibt es Zeltausstellungen. Wie gesagt, natürlich die Corona-Situation stellt uns gefühlt jede Woche vor eine neue Herausforderung. Wir haben viel geplant, verschieben. Jetzt aktuell im März können wir nichts. Nächste Woche wäre was gewesen bei dir, in Fulda, wenn ich es richtig weiß. Ist das gleich verschoben auf Anfang Mai. Ja. Aber im April sollen diverse Events stattfinden. Jetzt müssen wir halt abwarten, was die Regierung, ob die Möglichkeit besteht. Aber wie gesagt, wir versuchen da dementsprechend permanentes abzudaten. Bitte sieht uns nach, wenn Lockerungen sind da. Wir haben noch nicht reagiert oder umgekehrt, aber generell habt ihr da die Möglichkeit, immer ein Update zu bekommen, weil wir wollen definitiv euch treffen, die Zelte auch live zeigen. Natürlich war es eine schöne Möglichkeit. Insofern möchte ich mich auch bei dem ganzen Background dahinter, da stehen sie, die uns da die Kamera getragen haben, die Kabel hinterhergezogen, haben uns teilweise gar nicht verstanden, wussten gar nicht, was macht der Karl der Robert jetzt wieder. Aber es hat super geklappt. Vielen Dank euch alle. Und definitiv ein großes Kompliment an euch. Und auch an die Anne, man darf ja nicht vergessen, genau. Die Anne in deutscher Sprache perfekt gemacht. Du hast uns super dadurch geleitet. Und Christopher daher, natürlich auch. Christopher hat super gemacht. Und nochmal, wir haben das alles heute zum ersten Mal gemacht und hoffen, dass das alles gepasst hat. Von daher können wir nur sagen, bleibt gesund und hoffentlich sehen wir uns bald in der Messehalle auf dem Campingplatz. Also ihr merkt, ich habe eigentlich Schwierigkeiten, die zwei eigentlich zu unterbrechen, weil also mir fehlt noch eine letzte Sache hier. Ja, ihr verabschiedet euch, aber ich habe noch ein Ding hier, also den ihr nicht. Getränke? Ihr nicht. Getränke, das schaffen wir auch schon. Aber den Gewinnspiel. Ah, sehr gut. Da gibt's einen Gewinner. Okay. Ja. Und einer hat geratet 180 Kilometer pro Stunde. Da stand ich. Ja, 180 Kilometer. Okay, ja. Und die Gewinner ist Henriette Wind. Ja, Wind. Also das war vielleicht ganz gut geraten. Aber Henriette Wind ist unser Gewinner von einem Traumbett von Tana Lake. Und also bitte schreib uns bitte eine E-Mail mit einer Adresse an info@oase-outdoors.dk. Da kommt eine E-Mail in die Chat. Schau mal bitte nach, weil dann kommt die korrekte E-Mail-Adresse. Und da bitte eine Adresse durchschreiben. Und da wird auch den Gewinn direkt an Ihnen zugeschickt worden. Also ja, ihr habt schon die Händler bedankt und all unsere Kollegen im Hintergrund, das ist auch traumhaft. Ich denke, ihr habt keine Fragen eigentlich bekommen. Nee, weil da saßen auch Leute und haben sich alle die Fragen beantwortet. Mussten gar nichts machen. Und also und wir möchten uns schon mal für die Schreibfehler entschuldigen. Da war kein Schreibfehler. Die sind alle perfekt.
in Dänisch-Deutsch. Dänisch-Deutsch. Sehr gut. Und deswegen, also ich bedanke mich auch ganz viel an die Fragen. Das war hervorragend. Also das wurde unsere Leute überstürmt mit der Fragen. Ihr denkt das nicht, aber das war okay, unheimlich gut. Darauf danken wir uns ganz viel. Und dann glaube ich, habe ich eigentlich nur das zu sagen, und das ist euch allen, einen wunderschönen Campingurlaub zu wünschen. Und ich hoffe, dass wir uns bald in real life sehen können. Ich bin eigentlich, mir war es eigentlich ganz toll, euch beide wiederzusehen, nicht nur auf Teams oder im Podcast zu hören. Das war unheimlich schön, euch wiederzusehen. Für uns auch. Und alle, hoffe ich, bleibt gesund. Und für uns hier ab von der Showroom in Gier nur einen guten Campingurlaub zu haben. Tschüss. Tschüss. Danke. Tschüss.